Ich hab ein dummes Mädchen gesehen mit einem dummen Tanz und den muss ich jetzt mal nachmachen. Patti, 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 ich hab ein dummes Mädchen gesehen mit einem dummen Tanz und den muss ich jetzt mal nachmachen. Patti, 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 willkommen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Irgendwie schön, dass ihr da seid. Kuss geht raus an dieser Stelle. Ich hoffe, es geht euch gut, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr kleinen Splash-Nasen. Du, 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 du. Buh, 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 buh. So, und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Irgendwie schön, dass ihr da seid. Kuss geht raus. Kuss geht raus, meine lieben Leute. Hallihallo. Hallihallo, Hallöchen. Ich bin mit der Lichtsituation nicht zufrieden. Oder? Ich glaube, ich mache das Licht wieder jetzt ein Ticken dunkler. Manchmal muss ich heller machen, manchmal muss ich dunkler machen. Es ist ein schweres Leben. Wir machen es mal ein bisschen Ticken dunkler. Was ist, wenn ich jetzt noch das Licht hier in meinem Zimmer anschalte? Moment. Besser? Oh, tatsächlich? Ja, ich glaube so. Ich glaube, so kann man es machen. So ist doch ganz gut. So.
Hallihallo, Hallöchen. Schön. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. 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 Ja, ist der Hoodie, ich weiß. Danke. Ist wirklich nice. Kommt irgendwann die Tage. Leute, an dieser Stelle, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank an über 1000 Daumen nach oben, bevor wir ich kann kein Deutsch mehr. Obwohl ich mal. Ich muss Sabine kurz ein Glas aufmachen. Oh, der Mann im Haus. So, vielen Dank an über 1000, glaube ich, da oben, wo wir schon angefangen haben. Danke auch an die Subs, wie zum Beispiel Mel Jung, Güven, Xolix, Marius, Nina, Dabidu. Vielen Dank an Tier 2 und Tier 3 Subs, an Dabidu. Küsse. John Luke, Vero, Namehalls, Daniel Düsentrieb. Hey, Unge, bin seit einem Jahr stiller Zuschauer. Und wollte mich für die geilen Streams bedanken. Kuss. PS, könntest du meinen Freund Johannes grüßen? Johannes, ganz liebe Grüße. Johannes, Kuss geht raus. Funeral Fork. Moin Simon, nach 20 Jahren hast du gestern meinen Namen endlich richtig ausgesprochen. Schaffst du es heute auch noch? Und eine Frage, gibt es mal Tier 4 Subs? Ich glaube nicht. Ich glaube, das kann man gar nicht einstellen. Ich glaube, man kann nur 3 verschiedene Stufen einstellen. Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Ich weiß nur Folgendes. Man kann die Subs, das günstigste, was man machen kann, ist 99 Cent. Das teuerste, was man machen kann, ist 499,99 €. Also bis 500 € kann man hochgehen. Pro Sub. ich habe 3 Stufen gemacht. Und zwar habe ich 99 Cent gemacht. Dann habe ich noch einmal, ich glaube, 4,99 € und einmal 9,99 €. Und ich glaube, mehr als 3 Stufen kann man nicht machen. Ich könnte nur eine Stufe teurer machen, aber es macht ja keinen Sinn. Es gibt ja aktuell noch keinen richtigen Grund, immer noch nicht für Tier 3 und Tier 2 Subs. Das muss ich erstmal die beliefern. Und ja, mehr, teurer wird es auch nicht. Ich finde die 99 Cent Subs die allergeilsten, muss ich sagen. Ich finde die 99 Cent Subs die allergeilsten, weil da könnt ihr halt einfach für 99 Cent im Monat reinsubben, habt eigentlich alle Vorteile und es ist irgendwie eine coole Sache, finde ich. Kuss. Lukas, Kuss. Steisen, Casey Macy, gehe am Mittwoch auf die Beerdigung meiner besten Freundin, die am 4.11. gestorben ist. Fühle mich sehr merkwürdig, was ich nicht beschreiben kann. Ich kann natürlich jetzt dein Gefühl nicht 1:1 nachvollziehen, ist klar, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wie du dich fühlst. Es ist einfach eine ganz seltsame Situation, weil du halt dann auch mit den Familienangehörigen deiner besten Freundin eben dort bist und das halt alles eine sehr, sehr, sehr seltsame Stimmung ist. Aber Casey, ich denke, wenn ihr eben super gut befreundet wart, ist es auch eine sehr, sehr schöne Sache eben für die Eltern und für die Family, wenn die dich dort sehen. Und ich denke, das ist auch nochmal für dich eine sehr, sehr schöne Chance, ja, so ein Stück weit Abschied zu nehmen. Es ist immer super schwierig, wenn solche Sachen passieren. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft für die Zeit. Aber fühl dich nicht irgendwie doof dort, sondern fühl dich einfach als Teil dieser Veranstaltung, denn das bist du. Und nimm einfach deinen persönlichen Abschied und lass die Gefühle raus, die du eben fühlst. Ja? Küsse gehen raus. Kuss, 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 kuss. Jenny, vielen, vielen Dank. Chris, Dankeschön. Dabidu, bitte grüße meine Freundin. Grüße an deine Freundin, deren Namen ich nicht kenne. Freund von Dabidu, Küsse und Grüße. Alessandro, hey Unge, ich bin neues Mitglied seit gestern und hab donated. Ich wünsche dir einen schönen Stream. Alessandro, Kuss. Danke dir, aber Bruder, nimm dir 10 Sekunden mehr Zeit, um Text zu schreiben. Küsse. Ich danke dir von Herzen. Dr. Mojo, Küsse. Hau Wizzle, Dizzle, Code Taxify. Best Outtakes, das ist ein Q&A mit einer Darstellerin aus Schloss Einstein. Was ich gemacht habe, war sehr viel Arbeit und interessiert sicher viel deiner Zuschauer. Oh, hört sich nice an. Küsse. Seraphien. Hey Junge, wenn alles gut geht, bin ich ab dem 15. endlich aus dem Krankenhaus. Mir geht es mit der Depression auch besser. Danke für deine Unterhaltung in der schweren Zeit. Ey Seraphien, ich küsse deine Augen und freue mich, dass es dir besser geht und ganz viel Kraft. Zieh weiter durch. Leute, ich versuche jetzt mal ein bisschen zu Speed zu machen hier. Christian, Dankeschön, Lami, Giorgio, Die Brezel, iPie, Kuss, 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 Kuss. Und Tiger, Aiden hat morgen Geburtstag. Würde ihr gerne ein Videobotschaft von mir schicken? Kannst du ihm sagen, er soll immer geschmeidig bleiben? Außer sei es für dich. Aiden, ganz liebe Grüße zum Geburtstag. Denk dran, bleib geschmeidig. Einfach, weil ich es nice finde. Küsse.
Tiger, Kuss, Kuss, Kuss. Severin und Berliner zockt Twitch. So, Leute, wir gehen rein in die Bücher. Wir haben heute einiges auf der Liste und ich würde sagen, los geht's. Oh, Leute, ich sage euch eine Sache. Ihr wisst ja, ich zocke auch privat sehr viel. Und aktuell zocke ich ein Spiel, wo ich mich eigentlich ein bisschen ärgere, dass ich es privat zocke, weil es wäre on stream auch richtig geil. Es wäre ein geiles Stream-Game, aber manchmal brauche ich das auch einfach, dass ich privat spiele, okay? Ich zocke gerade ein Spiel, das heißt Moonlighter, auf der Switch zocke ich. Das gibt es aber auch für PC, für hier, Creator Code, wie heißt das? Epic Games, ne? Whatever. Das Spiel ist wirklich richtig cool. Am Anfang dachte ich, oh, es ist irgendwie wack. Aber dann, als ich herausgefunden habe, dass du deinen eigenen Laden hast, dass du deine eigenen Sachen verkaufst, das ist richtig, richtig cool. Und ich bin schon richtig weit und ich zocke das gerade privat. Und es tut mir richtig gut. Ich mag das sehr gerne. Einfach mal zu zocken. Das ist ein Singleplayer-Spiel. Ich zock's einfach. Das ist sehr, sehr cool. Ich wollte nur eine kleine Empfehlung aus. Also, für alle Leute, die gerne Dungeon Crawler, Roguelites mögen, Spiele, die wirklich auch sehr frustrierend sein können. Du verlierst sehr viel in dem Spiel, wenn du stirbst. Und diese Pixel-Grafik mögen, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich spiele es gerade und es macht mir mega viel Spaß. Terror, Leon, Küsse. Croc in the Block, Küsse. Ich habe locker schon, in den letzten 2-3 Tagen habe ich da locker schon, keine Ahnung, 15 Spielstunden oder so reingebuddert oder vielleicht sogar mehr. Also ich habe es richtig gesucht die letzten Tage. So, jetzt aber ganz schnell hier die letzten und dann gehen wir los. Tumanu, kannst du morgen Final Countdown am Anfang einspielen? Kann ich leider nicht. Kann ich leider nicht wegen Copyright. Leider, leider. Ich liebe es, liebt auch. Ich liebe es. It's the Final Countdown. Ich finde es so cool, aber leider kann ich es nicht. Dr. Mojo, das Beste für den Besten. Grüße an alle. Küsse. Manuel, Simon, hast du den Tweet vergessen? Ich weiß. Manchmal mache ich den Tweet, manchmal nicht. Heute kein Borg. Ich habe einen anderen Tweet gemacht. Genau, ich habe heute nämlich nicht den Tweet gemacht, dass ich live bin, sondern ich habe einen anderen Tweet gemacht. Und zwar habe ich einmal hier das getweetet. Das könnt ihr auch gerne euch mal abchecken vom Drex-User. Die wollen einen Brunnen bauen. Finde ich eine sehr, sehr coole Aktion. Und Exxon, ein sehr nicer Twitter-User, der kurz vor seinen 20.000 steht, hat geschrieben, Bruder, meinst du, ich schaffe die 20k? Und Leute, alle Leute von euch, die Twitter aktiv benutzen und gerne mal bei ihm für eine Zeit lang reinschauen wollen, lasst ihm mal ein Follow da. Er ist kurz vor seinen 20.000. Oh, er ist wirklich ganz kurz davor. Also der Tweet hat schon einiges gerade. So nach 250 Follower für Primus to go. Leute, lasst ihm gerne mal ein Follow da. Ich glaube, er wird sich freuen. Küsse gehen raus. Ist ein sehr, sehr korrekter Boy. So. Falsch. So. Wo bin ich denn hier? Da noch. Nico. Hey, Unge, würdest du mal einmal spontan und unspontan zum Geburtstag gratulieren? Natürlich gerne singen. Sehr, sehr gerne. Spontan und unspontan. Schreibe ich mir auf fürs Ende heute. Dann mache ich Gesang und Großbild Nachrichten. Küsse. Kuss, 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 Kuss. So, und Vanessa, Kuss. Hey Simon, wieso kosten die Subs bei mir mehr? Ach so, 1,49 und sowas, kommt drauf an, ob das auf dem Handy vielleicht diese Google Pay Gebühren sind oder ob da noch irgendwelche Steuern dabei sind. Je nach Land kommen noch Steuern da drauf. Also es kostet 99 Cent plus Steuern. Ja, deswegen kann es sein, dass es dann deutlich teurer wird. Ja, Kuss, 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 Kuss. Lol, 500 Euro werden immer noch besser investiert als die Gebühren fürs normale Fernsehen. Sind Vorteile für Tier 3 sind geplant. Wir arbeiten gerade in Hochtour drauf. Unser Ziel war es, nach dem Umzug jetzt erstmal an den Tier 3 und Tier 2 Subs Vorteile zu arbeiten. Küsse. So, ist auf jeden Fall geplant. Aktuell sage ich jedem, ballert euch einfach ballert euch einfach Tier 1 rein. So, wir gehen rein in die Bücher. Wir haben heute sehr viele geile Videos. Wir haben noch ein Video, was leider über 20 Minuten lang geht. Das gucken wir uns morgen an, weil wir haben heute Among Us. Das heißt, ein Video, da könnt ihr euch extrem drauf freuen. Das kommt morgen und es wird so geil. Also da bin ich so gespannt. Es wird so geil, das mit euch zusammen zu gucken. Dann haben wir heute noch einen Diss-Track von Kennst du nicht? Da schauen wir gleich rein. Wir fangen ganz gediegen mal an. Wir fangen mal mit was Bösem heute an. Wir fangen mit dem Video von Abby Kay an. Wir fangen direkt mal böse an. Charlotte, Küsse. Ich habe Jackfruit schon mal probiert. Finde ich ganz nice, aber passt nicht immer. Und Joko? Joko hat erstmal T3 abgemacht. Danke, Joko. Aber wirklich, macht jetzt kein T3. Das braucht ihr noch nicht. Ihr könnt es irgendwann später, wenn ihr Bock habt, machen, wenn es Vorteile gibt. Aktuell empfehle ich es nicht. Macht T1, ist besser. Nadine, Küsse. Hast du schon das Maxify-Lied gehört? Nein, noch nicht. Kann ich mir auch mal angucken. Küsse. So. Yunus Amiri ist verlobt. Jetzt Bek hat eine Freundin und ich bin immer noch Single. Oh man, ey.
das war auch so wild. Ey, Younes Amiri, der Junge, der einfach irgendwie vor ein Jahr oder zwei Jahren so übel Skandal auf YouTube war. Ich will jetzt nicht erzählen, was da noch passiert ist. Der Junge soll seine Ruhe haben. Ich will jetzt nicht irgendwie alte Sachen aufführen. Die Leute, die es wissen, wissen es. Aber ich weiß nicht, wie lange mit deiner neuen Freundin zusammen ist. Aber irgendwie sind die jetzt schon verlobt, obwohl die, also ich glaube, die sind noch nicht mal ein halbes Jahr zusammen. Ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht irre ich mich da auch. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das die gleiche Freundin ist, die mit seinem, die sein Ex, seinen besten Freund betrogen hat. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe da nur so am Rande was mitbekommen. Und jetzt sind die verlobt. Das ist so, also das ist so eine weirde Geschichte. Aber ich bin mal gespannt. Let's go. Liebes YouTube-Team. Ne, Kujo. Grüße. So, jetzt können wir Video machen. Ehre. Liebes YouTube-Team, dieses Video soll nicht gestrikt werden. Das Video ist nämlich in Absprache mit den beiden gezeigten YouTubern entstanden. Die meinten zu mir, ich darf dieses Video hochladen. Hier ist ein Beweis dafür. Kommen wir jetzt mal zu was ganz Wichtigem. Oha, ABK hat Merch? ABK hat Merch? Das sieht einfach aus wie aus so einem Kaufland- oder Lidl-Prospekt. Geil. Also hier diese Preisschilder, richtig geil gemacht. Gefällt mir richtig gut. Oha. Das gefällt mir richtig gut. Da muss ich direkt mal rauf. abkmerch.de. Das ist ein richtig geiles Design für die Seite. So auf richtig auf billig gemacht. So mit so Lidl-Prospekt-Katalog. Und dann halt noch dieser, ich sag mal, dieser japanische Style. So, ABK. Ist süß. Ist auf jeden Fall süß. Ist es süß. Geil. Das freut mich, ey. ABK, das sieht süß. Sieht richtig nice aus. Hast süß gemacht. Küsse auf deine Augen. Küsse. Mein Merch, erster Link in der Beschreibung, der ist jetzt verfügbar. Bitte fick mich nicht, ABK Army. Mach bitte ein Shidama. Ich hab 20 T-Shirts nur verkauft in meinem alten Merch. Ich hab bis heute keinen Cent davon gesehen. Wenn ihr nicht Geld habt, dann nehmt einfach T-Shirt, aber sonst Hoodie, Khatar. Sogar die ersten 100, die bestellen, bekommen Corona-Impfstoff freiwillig dazu. Also, ihr kriegt diese Maske von mir, diesen Mundschutz. Abstand, Bruder. Mit diesem Gesicht. Abstand, Bruder. Weißt du, wie das aussieht, dieses Gesicht? Sieht aus wie einer von den Prank-Bros. Digga, das könnte einfach einer von den Prank Bros sein. Wenn ich das sehen würde, würde ich an ABK denken. Abstand, Bruder, hätte gereicht. Aber geil. Casey Macy, ihre Eltern wollen, dass ich auf die Erde komme. Ihre und meine Eltern kennen sie seit 25 Jahren. Sie und ich sind 21 Jahre alt. Ja, Casey, das ist doch eher was Gutes, dass die Eltern auch möchten, dass du dabei bist. Weil sie auch dich sozusagen jetzt durch die ganze Zeit als Teil der Familie so sehen. Es ist auch für die natürlich super schwierig. Ne? Es ist eine super, super schwierige Zeit für alle, für dich, für die Eltern. Und ja, geh einfach ganz natürlich dahin mit deinem natürlichen Gefühl, lass dir deine Gefühle raus, nimm Abschied für dich persönlich und das wird schon alles gut gehen. Mach dir nicht zu viel Gedanken. Und ich denke, ihr alle habt es einfach verdient, jetzt die Zeit zu nutzen, zu trauern, und einfach mal sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Ich küsse eure Augen. Ganz viel Kraft an dich. Küssen geht raus. Kannst du bitte Maxfair noch zwingen, Onstream zu singen? Du magst es doch auch, wie er sich ziert. Natürlich, mache ich sehr gerne. Alpha Alpaka, Küsse. Und Luca, kannst du meinen Freund Leo im Vollbild grüßen? Ey, sehr, sehr gerne. Leo kommt unter die Geburtstagsliste. Kommt heute Abend. Gruß. Kusse. Küsse. Denkst du nicht, wir werden sterben durchs Coronavirus? Nein. Hast du keine Angst? Nein, habe ich wirklich nicht. Weißt du, warum? Weil du die Kraft von oben nimmst. Das ist das, danke. Ich glaube nur an Allah. Das Koran. Was war kurz das Koranvirus? Hä, warte mal kurz. Der Monitor war aus. So, nochmal. Da haben wir doch über Corona geredet, da war Corona noch nicht so ein großes Thema. Das war ganz am Anfang des Jahres. Da haben wir noch über Corona geredet. Ich habe gesagt, hast du keine Angst? Warum? Weil du die Kraft von oben nimmst. Das ist das, danke. Ich glaube nur an Allah. Das Koran. Ich muss auch was sagen wegen Qualität. Das ist so Standardqualität. Ich brauche gar nicht Scheiß zu laufen. Das ist wie wenn ihr Abschlussklasse gehabt habt. Diese Abschluss-T-Shirts, die ihr danach weggeworfen habt. Das ist so normale Qualität. Ich brauche gar nicht zu laufen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall ein Video, in dem ich die Werbung machen kann für mein Merch. Machen wir jetzt auf Younes Amiris Nacken ein bisschen Geld. Auf jeden Fall, worum geht's? Es geht darum, dass Younes Amiri jetzt mittlerweile verlobt ist. Mit einer, ich glaube, 17-Jährigen. Oder was? Was? Okay, ich wusste nicht mal, dass die 17 ist. Und die sind verlobt? Ja, alles okay. Falsch in meinem Leben. David, Küsse. Die sind schon verlobt mit 18, mit 20 heiraten die. Bruder, ich bin 30 Jahre alt. Nix, keine Frau, kein gar nichts. Puh, ich ach, Penner. Wunder mich doch gar nicht. Die haben schon mit 18 Führerschein. Junge, ich bin 30. Ich bin das erste Mal mit dem Auto gefahren vor einer Woche. Langsamer. Lenk. Bremst. Mitte. Irgendwas ist in meiner Entwicklung falsch gelaufen. Ich schwöre. Meine Mutter verheimlicht mir irgendwas. Gucken wir Younes Amiri sein Video. Hi Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video mit dir zusammen. Ja.
wie soll ich sagen? Ey, Zengunis Amiri, der ist ein Fuchs. Der weiß, wie man diese Kinderfans abgreift. Diese TikTok-Drama und so. Jetzt auch guck mal sein Shirt an. Welche Leute, die gerade so frisch verlobt sind, haben so sich als Pärchen auf dem Pullover gedruckt und draufgeklebt. Ey, bitte, ich wünsche eine Frau habe. Ich will die gar nicht jeden Tag sehen. Ich werde nämlich auf mein T-Shirt haben, Alter. Fuck mich nicht ab. Und auch noch TikTok-Werbung kommt vor seinen Videos. Perfekt. Ich erstmal gerne. Nee, ich finde, das ist ein schönes Thema. Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein schönes Thema. Es ist ein schönes Thema, nur es wird halt. Dieser Moment, wenn du zwangsverheiratet wirst. Oh mein Gott, ich kann da gar nichts sagen. Oh mein Gott, ich muss hier was Romantisches. Scheiße. Ich brauch mein Handy. Moment. Leute, ich muss meine Nanoleafs auf passende romantische Farbe für die frisch Verlobten machen. Moment, Moment. Das ist doch eine ganz klare Sache hier, oder? Eine ganz klare Sache. Da muss er ganz kurz auf romantisch hier. Ui, Memo. Auf romantisch angelehnt, so. Ui, ui. Das Problem ist bei der ganzen Sache, viele da draußen meinen ja, ey, ihr kennt euch einen Monat. Was? Einen Monat erst? Digga, die sind so. Alter, die meinen. Oder zwei Monate. Also für uns ist die Sache, ihr müsst euch vorstellen, meine Schwester Jihan kannte ihren Mann 5 Monate. Und dann haben die geheiratet. Dann haben die geheiratet direkt. Ja, aber wie alt ist deine Schwester Jihan? Jetzt fuck mich das wieder ab. So diese kleinen Mädchen, die dann heiraten mit 17, 18 und dann sich wundern, dass sie mit 21 geschieden sind, Alter. Leute, Walla, lasst euch bitte Zeit mit dem Heiraten. Wirklich sicher ist mit einer Person. Ist es bei uns in dem Islam so? Jetzt will die bei Islam. Guck, Kamera kaputt. Scheiße. Karriere vorbei. Verdient. Puh. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hey Junge, wie geht's? Was hast du dazu gemacht? Ich habe heute gezockt. Moonlighter, Küsse, kennst du dich? Wisst ihr, was ich wirklich glaube? Ich habe nämlich in den Snapchat-Stories von Younes gesehen, dass der richtig häufig Werbung macht, wie so Verlobungsringe, Ketten. Das sind wie ich gerade mit Lootboy, so eine Kooperation, die über mehrere Monate läuft. Und dann macht er jetzt so diese dickste Promo-Plan für die und hat sein Geld gemacht. Kann er später sogar meine Hochzeit mitbezahlen. Wir sind unsicher. Wir gehen gut aneinander an. Wir gehen zusammen sehr gut. Okay, ihr habt jetzt geheiratet. Ja, seht, dann kommen jetzt Briefe. Steuerklasse, das. Als ob ihr das könnt. Ich bin überfordert mit Anträgen, mit Briefen und so. 16, 18 Jahre alt. Bruder. Super grouchy. Hey, Junge, kannst du meiner Verlobten, Marietta, sagen, dass sie liebe? Wir schauen seit einiger Zeit täglich deine Streams. Hey, Marietta, ganz liebe Grüße von deinem Verlobten. Er liebt dich sehr. Küsse gehen raus an euch beide, ihr Süßen. Noch viele Probleme. Ihr könnt nicht mal Sachtextanalyse in Deutsch richtig schreiben, weil ihr könnt nicht mal hier einen geraden Satz bilden. Wir gehen zusammen sehr gut um. Wir gehen zusammen sehr gut um. Nach viel weg. Und irgendwann denkt man sich auch, ey, das ist doch alles haram. Und aus diesem Grund sind wir den Schritt gegangen. Was ist haram? Zusammen wegzufahren? Oh, okay, shit. Scheiße, ich bin mit meiner Freundin woanders hingefahren. Auf Madeira und jetzt haram. Damit wir nicht immer wieder sagen, ey, es ist haram, dass ihr das und das macht. Es war ja jetzt auch haram, wenn ich mit ihm hier so sitzen würde. Und das wird. Digga, was? Oh nein, also heiraten die jetzt einfach wegen ihrer Religion in erster Linie oder was? Weil sie sonst das Gefühl hätten, es wäre haram. Also ist in erster Linie ihre Religion jetzt der Auslöser dafür, dass sie heiraten. Und nicht die Liebe oder irgendwas. Okay. Die jetzt nach 9 Monaten auf. Ey, du Younes? Eigentlich ist das ja voll haram, dass wir nebeneinander sitzen. Stimmt, wir sind ja Moslems. Lass mal schnell verloben gehen. Richtige Google-Moslems. Das Ding ist, wir sind halt noch relativ jung und man weiß nie, wann man von der Erde geht. Ey, du bist doch das! Man weiß nie, wann man von der Erde geht. Sie ist 17. Puh, ganz schwieriges Thema. Eieiei. Vor kurzem auf die Erde gekommen, Alter. Du bist gerade erst geboren. Warum redet ihr schon noch, wann sie geht? Wann ist noch Kinderarztpatientin? Und weiß nicht, wann man von der Erde geht. Sollen wir so Real Talk machen mit 16? Du hast erst bald zentrale Abschlussprüfung der 10. Klasse vor dir. Du hast vor 2 Jahren noch Lernstandserhebung in der 8. Klasse geschrieben. Chill mal, Alter. Schön die Google-Moslems, man kennt sie. Ich
Sorry, man weiß nicht, wo man von der Erde geht. Darauf hinweg da anzunießen. Ich glaube, der ist der Erste, der geht. Covid-19. Er hat Covid-19 und ist im Alter von 19 von der Erde gegangen. Also weiß man doch, wann man geht. Ja, wieder Werbung, wieder Werbung. Da ist mehr Werbung als Video bei dem. Was gibt's Schöneres, als wenn man gar keine Probleme hat und einfach so akzeptiert wird? Hey, du gehst doch mit Turnbeutel zur Schule wegen Sportunterricht und kriegst einen 6, wenn du nicht mitmachst. Das sind die Probleme, mit denen du dich auseinandersetzen solltest. Lego Mario Time! Yeah. Ich bin 30, hör auf, bitte. Türklem, moin, habe heute meine Displays bekommen, bin beschäftigt, die aufzuhängen. Kuss. Ey, Türklem, gönn dir. Das ist eine Regalwand schon. Wir haben hier einmal so einen Pulli, den habt ihr auf TikTok sehr oft gesehen. Dazu habe ich einmal einen Link unten in der Beschreibung, wo ihr zu... Das ist jetzt Merch, die beiden als Pärchen ist jetzt Merch. Digga, also ich sag mal eine Sache. Merch schön gut hin und her, ja? Aber jetzt pass mal auf. Wenn ich mit einer Freundin oder einem Freund zusammen bin, ja? Und ich dann schon so einen Pullover trage, wo wir beide drauf sind, ist schon grenzwertig. Aber wenn ich das auch noch verkaufe, wer zieht denn einen Pullover an von einem anderen Pärchen, von einer 17-Jährigen und einem 19-Jährigen? Wer zieht denn sowas an? Hä? Wer zieht denn einen Pullover an, wo ein Pärchenfoto drauf ist von denen? Ich verstehe das nicht. Ich werde diesen Pullover bestellen. Boah, mit Kuss. Haram. Trinkgeld. Was für Trinkgeld, Bruder? Bist du Pizza? Trinkgeld? Beim Merch bestellen? Digga, der hat an alles gedacht. Raffinierter Fuchs. Er kauft das Merch. Warte mal, kostet ja nur. Trinkgeld. Ich werde diesen Pullover bestellen. Boah. Ey, die reden über Haram und verkaufen einen Pullover, wo die küssen. Die reden über Haram und verkaufen den Pullover, wo die küssen. Das ist Haram. Also, 34 Euro für den Pullover und dann auch Trinkgeld obendrauf. Mashallah. Boah, mit Kuss, Haram! Ist das Lieferando oder wo bin ich hier gelandet? Haram! Kennst du nicht? Trinkgeld? Was für Trinkgeld, Bruder? Bist du Pizzalieferant oder was? Auf jeden Fall habe ich das jetzt bestellt. Ich habe Jonas supportet. Jetzt habe ich das Recht, weiterzumachen. So, YouTube, jetzt sehen Sie, da ist eine Absprache entstanden. Ticker ab, jetzt mache ich immer meinen Merch-Shop Trinkgeld rein. So dumm, Alter. Ey, bei meinem Shop haben in den letzten 3 Wochen irgendwie 40.000 Leute bestellt. Hätte jeder von denen auch nur 2 Euro, 3 Euro Trinkgeld gegeben, ja, da kann ich ja direkt in Rente gehen. Was soll das? Warum habe ich keinen Trinkgeld-Button? Holy Mesh, was ist da los, Alter? Chan, hey Simon, kannst du Skipia One Piece grüßen. PS, wenn du One Piece sagst, kannst du ihn gerne mal auf YouTube abchecken. Kuss, wenn du One Piece magst. Ah, ja, ich mag One Piece sehr gerne. Check ich gerne mal ab. Skip ja, Grüße gehen raus. Kuss. Und Facelooks. Küss, Alter. Wallah, der ist krank. Ich schwöre, wir haben den ersten Corona-infizierten YouTuber in Deutschland. Ja, es gab doch schon Corona. Es gab doch schon YouTuber, die Corona hatten, oder? Ey, guck mal. Vor das... Der eine hat Corona, niest die ganze Zeit, die andere schizophren. Ja, aber jetzt mal bei allem Spaß beiseite, ne? Ich wünsche den beiden viel Glück. Ernsthaft, das meine ich ernst, aus ganzem Herzen. Ich mache da auch ein bisschen Späßchen hier, haha. Aber ey, ich wünsche den beiden viel Glück, wenn das ihr Wunsch ist. Hey, sollen die machen. So, ich wünsche ihnen einfach nur alles Glück der Welt, so. Aber es ist schon alles weird. Es ist schon weird, Alter. Verkaufen Couple-Merch mit Knutschfoto, sagen aber alles Haram. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Bruder? Man merkt, dass ihr verlobt seid. Um auf den Punkt zu kommen, Leute, wir haben dann einfach ein Vaterherr gemacht. Das ist sowas. Ein was? Die alten Verlobung. Man spricht sich mit den Imams zusammen. Manche Leute gibt es auch, die haben das gemacht, damit die Bahben dürfen, ohne dass es Haram ist. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich das auch gemacht. Hätte ich nicht so viele Sünden, aber ey. Ich war mit 16. Die haben einfach, die beim Imam haben die einfach Bescheid gesagt. Karai, ich hab's nicht vergessen. Es tut mir leid, Kuss geht raus, Karai, Kuss. Mit 16 hat Schwanzmann sein eigenes Zimmer. Du bist der Mann, der mit mir zusammen ist, der inshallah mit mir mein ganzes Leben verbringen wird. Jungs, ich sag. Inshallah. Hoffentlich bleibt's so, ne? Hoffentlich. Sina, Küsse.
Kannst du deinem Verlobten sagen, dass ich ihn auch liebe? Hauptsache, er sitzt neben mir und ist so ein Fuchs. Ey, ey, du Verlobter von Sina. Du Fuchs. Sie liebt dich. Kuss, kuss, kuss. Wie sexy. Hier, kleines Trinkgeld. Auch ohne Hoodie. In meiner Größe. Kuss. Sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das klappen wird. Du wirst mit 30 Jahren genauso wie ich Single sein und noch in deine Socken spritzen, Bruder. Ich sag dir, wie ist das? Viele haben auch in den Kommentaren, hab ich überall gelesen, wow, mit 16 das zweite Mal islamisch verheiratet und verlobt. Das muss ich auch kurz genau. Sagen. Wir sind da hingegangen. Warte mal kurz. Warte mal, mit 16 das zweite Mal islamisch verheiratet und verlobt? Sie war schon mal verlobt oder verheiratet? Warte mal, was? Sie war schon mal verheiratet? Was? Es passiert in jeder Minute in diesem Video, passiert irgendwas Neues, wo ich einfach nur denke, hä? Was? Was? Hä? Was? Mit was? Der Sheikh hat uns ausgelacht und es war halt scheiße von dem Sheikh, sage ich ganz offen und ehrlich. Aber der Sheikh hat uns weder was verlobt noch irgendwas, der meinte, ich mach gar nichts. Wir sind da hingegangen, er hat uns Geld geschickt und es war dann so. Dieser Sheikh, weißt du, wer da ist? Da ist Sheikh Sozialpädagoge, der hat alles richtig. Der hat die einfach ausgelacht, der Sheikh. Richtig gemacht. Oh, Junge, ich ein Sheikh, und du willst so zurückkommen und sagen, geh mal weg, wie mit 16, oder was bist du? Willst du Jonas als 18-Jähriger jetzt ihre Klassenarbeiten unterschreiben, oder wo ist der Sinn dahinter? Du Sheikh Sozialpädagoge. Dass man sich einfach alle zusammensetzt, dass alles wieder gut wird, inshallah. Inshallah, das wird alles wieder gut. Ah, Miso, Küsse. Hey, ich war krank, hab den Start vom Schock auf 4XL, 5XL verpasst. Jetzt ist alles aus. Wann ist der nächste Drop? Ich brauch das. Miso, meine Güte. Ey, das kann nicht sein. Wer hat die denn alle gekauft? Big Sexy hat den nicht bekommen. Miso hat den nicht bekommen. Mark Huger hat den nicht bekommen. Wer hat denn die XXL-Pullover gekauft? Wer hat denn die 5XL, 4XL-Pullover gekauft? Wer hat die denn gekauft? Kann mir mal jemand sagen, wer die gekauft hat? Warum sind die ausverkauft? Kann mir jemand sagen, warum die ausverkauft sind? Das ist ja nicht normal, Alter. G-Gaming? Ey, natürlich. Kuss geht raus. Happy Birthday, mein Lieber. Kriegst natürlich heute noch einen Gruß. Tree Gaming. Assassin Wolf, Küsse. Kannst du auf mein Video Handschlag-Challenge reagieren? Dauert nicht lange. Kuss, Assassin Wolf. Chase ab. Kuss. Inshallah, mein Engel geschickt von Allah. Du bist nicht allein, Schatz. Ich bin für dich da. Du bist ein Engel geschickt von Allah. Wenn wir irgendwelche kleinen Kinder draußen sagen, ey, kennst du Mariam, Yunus? Sag ich, ach so, diese Engel geschickt von Allah. Ne? Sagen die, ja, als wäre die so eine gesamte Audubi-Levin-Shitan-Regime. Dabei einfach nur, weil irgend so ein Typ so einen Song gemacht hat, hat sich dieser Name in meinem Kopf eingebrannt. Aber da jeder YouTuber in diesem Monat fast jeden Tag ein Video hochlädt, so einfach den ganzen Dezember jeden Tag ein Video drehen. Und das können wir natürlich nur mit eurer Hilfe, wenn ihr uns... Das können wir natürlich nur mit eurer Hilfe jeden Tag ein Video drehen, weil im Dezember, da klingelt die Kasse. Bam, bam. Leute, wisst ihr, wer jeden Tag, das ganze Jahr über jeden Tag, nicht nur ein Video, sondern meistens sogar zwei Videos plus Livestreams macht, wisst ihr, wer das ist? Ich. Nicht nur im Dezember, nicht nur im November. Auch im Januar, wenn es scheiße läuft, wenn die AdSense-Einnahmen ganz unten sind, im Februar, im März, every day, every night, es wird immer durchgehustelt. Dann kommen die Leute im Dezember und machen dies, machen das. Ah, im Dezember, ja. Adventskalender, ja. Ah, oh, jetzt Challenge, jeden Tag ein Video, ja. Ah, beiseite. Ja, dreht mal bitte jeden Tag Videos, weil das Geld werdet ihr auf jeden Fall brauchen. Sobald ihr zusammen wohnt, gibt's... Ja, das Geld wird auf jeden Fall benötigt, denn das Kind, das wird teuer. Ein Kind ist teuer, sag ich mal. Zeit um Miete, wer zahlt Essen, wer macht das? Ich kenn diese Firma, müssen heiraten schon, oder nicht? Bruder, ich steh sogar... Das war übrigens kein Front an Leute, die jetzt einen Adventskalender machen, wie zum Beispiel Iratsch oder so. Ich finde das nicht schlimm. Ich würde auch einen Adventskalender machen, wenn ich nicht sowieso schon jeden Tag, auch ohne Advent... Videos ballern würde. Oh mein Gott, meine Freundin hat mir so geile Raps gemacht. Oh mein Gott, inshallah werden die gut schmecken. Oh mein Gott, mashallah, wenn das der Imam sieht. Oh mein Gott, ich hoffe ohne Schweinefleisch. Ich hoffe so sehr inständig. Inshallah ist da kein Schweinefleisch drin. Inshallah. Mh. Haram. Helal. Mashallah. Oh Leute, dieses Eggmeck hier. Chokgüzel. Alter Schwede. Alter Schwede. Geil.
Bickel hat gerade eine Freundin. Junge, Bickel hat einmal Kondom in Toilette runtergespült, weil er dachte, da kommen Kinder raus. Ich schwöre. Viele von euch wussten ja schon, dass ich eine Freundin habe. Auf Snapchat habe ich sie ja oft angekündigt. Ich kündige nicht mal meinen Merch an oder meine Songs und die kündigen ihre Freundinnen an. Jetzt unschluss, auch wenn ich nicht so wirke, aber ich merke, dass ich älter werde. Weil in der Öffentlichkeit, wisst ihr, wenn ich jetzt mal mit dir draußen bin, dann guck mich auch welche an. Und voll oft war ich mit Milfs draußen und sehe mich irgendwelche Zuschauer, dann wie geht das, geht? Dann sagen die... Hä? Ah, jetzt schon das zweite Video. Ah, Jungs und Mädels ist jetzt fertig, oder was? Okay. Ich segne euch und, ja. Bleibt dem Islam treu. Macht keine Sünden. Heiratet schön. Inshallah, habt ihr ein langes Leben, glücklich zusammen. Kuss auf eure Köpfe und euer Auge. Habibi. So, weiter geht's. Jetzt kommt Bekir. Ja, oft angekündigt. Ich kündige nicht mal meinen Merch an oder meine Songs und die kündigen ihre Freundinnen an. Wurde mal jetzt unschuss, auch wenn ich nicht so wirke, aber ich merke, dass ich älter werde. Weil in der Öffentlichkeit, wisst ihr, wenn ich jetzt mal mit dir draußen bin, dann guck mich auch welche an. Voll oft war ich mit Milfs draußen und sehe mich irgendwelche Zuschauer, dann wie geht, was geht? Dann sagen die voll auf, ich hasse die geklärt, sag ich, ja, mach mal, Bruder, ich geh dir geschmackt. Korrekt, ey, du bist so dreckig, ich wollte alles mit mir, sag ich, Bruder, chill, es hätte auch deine Mutter sein können. Vor 3 Jahren war ja meine letzte Beziehung und die lief ja einfach richtig scheiße. Das war die Prio. Ich habe mit meiner Freundin nach einer Woche, nachdem wir uns kennengelernt haben, verlobt. Wir sind immer noch zusammen und es ist perfekt. Kuss. Das ist ein gutes Beispiel, dass es auch klappen kann. Die Sache ist, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sich relativ schnell verlobt oder so. Muss ja jeder für sich selber wissen. Nur die Hintergrundgeschichte von Yunus Amiri und seiner Freundin war jetzt so ein bisschen komisch. Die war schon mal verheiratet mit 16. Jetzt ist die jetzt wieder verlobt und die hat irgendwie ihren ehemaligen dann Verlobten betrogen und jetzt sind die zusammen und sind 17 und 19 und dann heiraten die oder und verkaufen Merch mit ihrem Gesicht drauf, wo die knutschen. Ich sag mal so, jeder wie er mag, viel Glück. Die Beziehung mit mir, ich hab den so hart vernachlässigt, der arme Wunder. Das geht wirklich schlecht, ich geb nur ein Like am Wunder. Für mich ist auch was Besonderes, weil ich sowas irgendwie vorher noch nie so erlebt habe. Bei uns lief das irgendwie... Wie geht die ganze Zeit stolz in die Kamera guckt, so richtig so... Klicks, Klicks. Ey, aber super süß. Ich find's super süß. Beke zeigt seine Freundin so übel stolz, so. Hey Leute, ich hab eine Freundin und... Ist einfach so richtig stolz. Richtig süßer Boy, ey süß. Ich küsse eure Augen. Klicks. Eine Woche noch, dann verloben die sich. Dann guck die dich einmal an! Warum musst du diese Augenkontakt? Jetzt bist du doch in Beziehung, Bruder. Bevor du dich schon einmal reibst und mich dann anrufst und fragst, ob die davon schwanger werden können. Leute, sie hat aber nicht gesagt, welche Landsfrau sie ist, okay? Ihr habt jetzt recht. Sie hat nicht gefragt, welche Landfrau sie ist. Ihr habt nicht gefragt, welche Landfrau sie ist. Italiano. Leute, Vicky, wenn das jetzt eine Italienerin ist. Wilke, wenn das jetzt eine Italienerin ist, Alter, dann bist du einfach nur King, weil er hat damals diesen Insider schon mal etabliert. Kennt ihr noch die ganz alten Hasen von euch? Kennt noch den Insider mit der Lanz? Welcher Lanzer bist du? Ah, Italiano. Kennt ihr noch diesen Insider? Kennt ihr noch diesen Insider? Manche von euch, ganz wenige werden ihn noch kennen, weil da haben wir schon ewig mehr drauf geguckt, aber ey. Digga, er fragt immer, welche Landesfrau. Okay. 3 Sekunden Zeit. 1. 2. 3. Landsfrau, TikTok. 3. Sie ist Polen. Ich hoffe, da Polen. Eine Polen. Auch Ehre. Aber eine Italienerin, das wäre einfach Bekir hätte dann die Zukunft vorausgesagt. Weil er hatte nämlich, damals hatte er nämlich dieses TikTok oder Snapchat war das, glaube ich, hat er so ein Gespräch gehabt und hat er gefragt, welche Landsfrau bist du? Italienerin. Italiano, hat er gesagt. Legoshi, Küsse. Ich habe wegen dir Gaming-Firm auf Instagram geschrieben. Wann kommt es auf dieses Kochbuch? Neue Merch-Idee, Unge Schlee-Playbutton. Sei gespannt. Da kommt ganz schnell jemand und holt den Hund ab. Du musst verstehen, ich hatte als Kind wirklich blondes Haar. Engelblondes Haar. Nein, der Engel bist du nicht. Wir haben schon einen Engel und der ist geschenkt von Allah. Der ist auf einem anderen Kanal, nicht bei dir. Im Auto, in ihrem Auto und da war so eine Kreuzkette. Und dann haben mich halt voll viele gefragt, hey, wie kannst du sie haben? Sie ist Christin. Hey, bist du konventiert? So voll viele Fragen. Konventiert. Ey, oh mein Gott. In jeder Beziehung geht es nur noch um Islam oder Christentum. Der eine heiratet, muss heiraten, weil sonst haram. Der andere hat eine christliche Polin und er ist aber Moslem. Direkt schon wieder haram. Hä, was? Bist du konvertiert?
Digga, hast du zu Jesus gebetet? Was geht da los, Beke? Was ist da los? Erzähl mal. Converter. Tobias, Küsse. Mein Munkel, du schreibst mir erst, wenn Corona vorbei ist. True. Nein, Spaß. Bruder, ich glaube, du weißt nicht, welche Religion der ist. Ey, war das einfach nur viel zu geil. Ey, Beke, ich danke dir für diese Zusammenfassung. Ich küsse deine Augen. Ich kaufe mir ein Merch. Ey, Kuss, Kuss, Kuss. Alter Schwede. Es ist einfach nur Yunus Amiri und BK sind einfach nur am Start. Alter, checkt ABK aus, checkt sein Leben aus, küsst sein Auge. Alter, wir gehen rüber zu... Wo gehen wir hin? Wir gehen kurz rüber zu... You Look It Xe. Deutsche Memes aus Montana Blacks Ankleidezimmer. Kick. Oh mein Gott. Ich bin gerade noch am Essen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Es tut mir mega leid. Ich darf nicht kleckern, weil ich muss noch den Pullover brauche ich noch fürs Shooting. Es tut mir mega leid, aber es ist so lecker, ich muss essen. Okay, danke. Deutsche Memes. You Look Xe. Let's go. Dieses Video soll jemanden verletzen und die nicht zur Unterhaltung. Alles klar. Es ist Christmas time. Es ist Christmas time. Es ist Christmas time. Und jetzt kommen wir natürlich hier zum Highlight im Grunde auf der Etage. Wirklich zum Highlight. Mein Ankleidezimmer, Digga. Und ich sag's gleich vorweg, das ist mein Ankleidezimmer. Das ist kein Laden, wo ihr shoppen gehen könnt. Leon, bist du bereit? Soll ich die Tür aufmachen oder was? Yes, sir. Jetzt kommt eine Kick-Filiale. Da hat das aber das Thumbnail gespoilert. Kommt jetzt eine Kick-Filiale? Ja, okay. Also, ich würde sagen, in dem Sinne 3, 2, 1. Nee, doch nicht. Es kommt einfach. Was ist das? Hätte Monte das gemacht. Dann wäre er einfach nur ein Ehrenmann. Ist ja auch so, aber ey, das wäre auch so ein guter Move gewesen. Ey, das war so geil gemacht. Oh shit. Wenn ich realisiere, dass 77 plus 33 100 ist. Hä, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Bin ich lost? Baba. Der Typ hatte kurz Eier aus Stahl. Jetzt wird der Spieß umgedreht. Wow. 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 Ich hätte nur sowas Leckeres gegessen. Ich finde es gerade so geil, zusammen mit Moneyball zu essen. Das feier ich. Zu dem Jerk Chicken. Damn, so nice. Er schläft, aber er ist immer bereit, im richtigen Moment zuzuschlagen. Wenn der Kasten Bier im Angebot ist und man kein Auto hat. Crazy. Der Typ hat auf jeden Fall Fahrradfahr-Skills, Alter. Wenn man ein Ikea-Regal aufbaut. Ey Leute, ich krieg das hin, ich bin Heimwerker. Macht zum Foto. Nicht nur einmal. Oh, dieses Video geht an den Foto. Nicht. Wenn meine Großeltern mich fragen, ob ich schon mal eine 6 bekommen habe. Nur einmal. Dieses Video geht an den Typen, der auf die scheiße Idee gekommen ist, den Lichtschalter vom Badezimmer außerhalb des Badezimmers anzubringen. Hast du keine Geschwister? Hast du keine Freunde? Hast du keine Cousins? Ich fett am Knödeln, kein Problem, sitzt auf der Toilette, Tür ist zu, Licht an. Mein Bruder kommt oder mein Cousin kommt. Licht aus, an, aus, an, aus, voll am Abfacken. Ich kann nicht in Ruhe kacken, bin richtig im Stress, weil das Licht ganz einfach ausgeht. Und du bist ein Blödkopf, weil du eine scheiß Erfindung... Was ist das für eine Erfindung, Mann? Ist das deine Freundin? Ja. Yeah. Ich weiß ja, dass Mittagsschlaf schön macht, aber wie viel hast du geschlafen? Ein Stein? Also zwei. Das ist... Ein Stein? Danny, was ist die kleinste Hunderasse der Welt?
Die kleinste Hunderasse der Welt. Bello. Ja, nee, oh Gott, wie heißt es? Es gibt noch Bello. So eine, aber ich weiß den Namen nicht. Es ist so, der Hund hat doch mal so Scorpion so einen, glaube ich. Ich glaube nicht, Loops. Sorry, Loops, Bro. Danke, Junge. Wenn die Polizei dir mal wieder besonders sinnvolle Fragen stellt. Im Rollstuhl? Wer sitzt denn im Rollstuhl? Ja. Sie. Ich. Können Sie aufstehen? Wollen wir noch gleich Pizza essen? Hm? Pizza essen. Was? Pizza. Achso, ja. Ja oder nein? So, was hast du nochmal gesagt? Wollen wir gleich Pizza essen? Hm? Gleich Pizza essen. Achso, ja. So, ich hab aufgegessen. Oh, es war sehr lecker. Mm. Oh mein Gott, es war echt köstlich, schmöchtlich. Oh mein Gott. Ich müsste eigentlich jetzt aufstehen, zu Sabine gehen und den Kuss geben, weil es so lecker war. Alter. Mm. Alter, war's lecker. Alter. Mm. Oh. Das war einfach knaftig. Saftig, knaftig. Ja oder nein? Was? Hast du Mach, ich gebe dir kurz einen Kuss. Moment, ich komm sofort. Mmh, war lecker. Hab ihr einen Kussi gegeben. Sie macht gerade fertig, denn sie streamt gleich mit Among Us. Wir spielen gleich zusammen. Benny the Real. Hey Simon, ich würde gerne mal TFT streamen. Aber bei OBS habe ich FPS-Drops. Hast du irgendwelche Tipps dagegen? Kuss auf die Ongrund. Das kann ich natürlich jetzt nicht pauschal beantworten. Ich kenne dein Setup nicht. Ich weiß nicht, was für eine Hardware du im PC hast. Ich denke, da musst du einfach dich ein bisschen durchgoogeln. Könnte sein, könnte vielleicht einfach... Ich weiß nicht, ist dein PC stark? Ich weiß nicht. Da kann ich ja, das ist zu wenig Infos. Kuss. Bock auf Pizza, oder? Rede doch klar und deutlich, ich verstehe dich nicht. Ich wollte nur fragen, ob wir gleich Pizza essen gehen wollen. Ist okay, können wir machen. Verdammt! Jeder hat es zu 100% mal gemacht. Was, runterspringen? Ah, das mache ich immer noch. Das ist das Geilste. Man investiert 190, bekommt 3,99. Investiert man direkt ins nächste Tor, Taui, direkt ins nächste Tor, 3000. Und dann hat man das. Ganz einfach. Tier. Ustabur. Ah, Leute, jetzt eine Milka. Jana, ganz liebe Grüße. Diesen Kuss geht raus. Gemeinmediziner nennen Schüler. Oh, und Alpha Alpaka, natürlich bekommst du heute... Ein Ständchen. Alpha-Alpaka, Küsse und Happy Birthday. Und Azubis nur den Attest. Küsse, sorry für die Spätung. Musst noch kurz von Basel nach Schwyz fahren. Kuss. Lauf! Wenn dein Vater bei den Bundesjugendspielen Geld auf dich wertet. Lauf, 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 lauf! Run, 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 Sascha! Ey, ich hab so einen weißen Viereck einfach auf meinem Bildschirm, Bruder. Weißt du, wie ich den wegkriege? Alte 4, öfter drücken, dann geht's weg. Oh. Hallo? Hallo? Ja. Wie alt bist du? Ich bin 17 und du? Alter, zu jung, sorry. Hallo? Hallo. Wie alt bist du? Ich bin 18 und du? Alter, zu jung. Mann. Hallo? Hallo. Wie alt bist du? 18 und du? Alter, zu jung. Wenn mein Bro mich nicht so abholt, dann will ich nicht einsteigen. Okay.
Der Arme weiß gar nicht, was los ist. Philippe, Küsse. Oh, tutu bem. Du bist ein Portugies-YouTuber, Beijo? Nee, I don't know, Beijo. Let me check. Ist ein portugiesischer YouTuber? Ah, nein. Ach so. Philipp, ich weiß nicht, du redest mit Portugiesisch und Englisch. Kannst du Deutsch? Oder muss ich auf Englisch antworten? Ich bin lost. CTT, Küsse. Ey, ich wollte fragen, was auf deinem Essen drauf war. Das war so ein Wrap mit Kidneybohnen, Tomaten, Babyblattspinat, dann war irgendwie so ein Tofu mit drin. Sonst, ich weiß nicht, Reis vielleicht noch. Küsse, Elektro, hey Junge, kannst du beim Girl Isabel ausrichten, dass ich über alles liebe? Isabel, dein Boy liebt über alles. Kuss. Da kommen schon wieder private Nummern hier rein. Ich hab gesagt, die sollen es nicht machen. Ja, wem hast du es? Dem. Hört auf anzurufen, mein Vater ist sauer. Hört auf. Komm, mach das alles sofort aus! Mach das alles sofort aus! Oh je, das tut mir irgendwie weh im Herzen. Das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Da fühle ich richtig mit. Der Junge tut mir richtig leid. Der wollte einfach nur streamen und Spaß haben. Hey Leute. Das finde ich eher traurig, muss ich sagen. Das finde ich richtig traurig. Das tut mir leid. Das tut mir weh. Ich bin von Apple wieder zurück zu Android gewechselt. Ich bin jetzt wieder zurück zu Android gewechselt, einfach weil so viele Personen gesagt haben, mittlerweile ist es auf jeden Fall so gut wie Apple. Ich habe jetzt dieses Samsung Nokia 3720S. Ich bin vollkommen zufrieden, wie ihr sehen könnt. Hammerqualität, super. Was ist, wenn er dich betrügt? Wenn eine Person die andere Person betrügt, finde ich, das ist echt ehrenlos. Weil sowas macht man nicht. Bro, warum ist denn die Apfeltasche noch nicht? Letztes Mal habe ich mich verbrannt, jetzt weiß ich warum. Warum? Steht abkühlen bis 0 Uhr. Wie viel Uhr haben wir? Ich habe noch eine Minute. Ach so, du bist schon ein Fuchs. Wusste ich gar nicht, dass auf der Apfeltasche sowas draufsteht. Hä, ist ja geil. Dorde, Küsse. Bro, lass mal wieder was Krasses mit den Jungs starten. Die Jungs und ich. Das ist Berlin, einfach er klaut eine Laterne, ihr Salome. Er klaut eine Laterne, ihr Salome. Offiziell ein Souvenir für sein Zimmer. Sein Garten. Wie war das Spiel, Bruder? Ach, Bruder, wie immer, unsere Verteidigung war wieder am Breakdancen. Los. Stark. Check die Rubrik extra aus. Kuss geht raus. So, bevor wir zu Among Us gehen, gucken wir uns doch ganz schnell. Wie lange geht das? Kennst du dich, Diss-Track? 4 Minuten? Den ballern wir uns rein. So, Leute. Ich bin gespannt. Kennst du nicht? Entweder wird es jetzt der mega cringe oder es wird stark. Ich bin gespannt. Kennst du dich? Hat einen Unge-Diss-Track gemacht. Let's go. Jetzt wird's cringe, Leute. Jetzt wird's cringe. Okay, ich hab's gesagt. Es wird cringe. CCT, Küsse. Irre. Cringe! Wisst ihr, warum es cringe wird? Denn jetzt kommt das 10.000 Abonnenten-Special von Kennst du nicht. Viel Spaß damit. Küsse gehen raus. Lass einen Daumen nach oben da. Support ist kein Wort. Kuss geht raus! Passt das so? Okay, ich bin gespannt. Oh, der Beat geht schon mal gut rein! Let's go! Ich fühle den Beat, ich fühle ihn! Oh, der ist gefährlich! Oh shit! Und ich shoote aus dem Maybach auf das Millionärskentunge. Überlaut dich wie eine Streitkraft, kill dich in der ersten Runde. Bist breit doch ohne Muskeln, selbst ein Hund, der boxt dich weg. Gib mir ein paar Minuten, bis der Kummer dich zerfetzt.
Du sagst mich ist Gift, aber das stimmt halt leider nicht. Sondern Madeira für die YouTuber, es nimmt mir meine Sicht. Jetzt keine Spenden, aber lässt an deinen Superchat doch ran. Sagst, bist neutral und hate es nicht, dieser Betrug ist einfach krank. Und Evanjo, der Fettsack, hat dich einfach zerstört. Verlierst gegen ein Schwein, das hat die meisten empört. Oh shit, das trifft mich tatsächlich. Dass ich gegen Evanjo im Wettessen verloren habe, das tut mir wirklich weh im Herzen. Scheiße, ja, scheiße. Selbst deine Community, sie frontet sich selbst. Blockieren oder muten sich auf Twitter, Comedy-Welt. 225 kommen, sagt ihr von der Emote, only check. Das ist ein Manipulator, das haben die Fans noch nie gecheckt. Du Hund bist nur ein Noob, selbst nach 8 Jahren Minecraft hast du gar nichts drauf. Hör dir diese Zeilen an, was dir sehr schnell den Atem raubt. Und ich schieße auf den Red Hat an. Merkt ihr, wie es den euch läuft, am Platz zerreißt. Jede Zeile ernst gemeint. Hoffst du, dass ich die ganze Welt mit dem Track. Stark, stark, auch Joke ist nice. Stark! Schieße auf den Rap-Tag ein. Merkt ihr, wie es den euch so komplett zerreißt? Jede Zeile ernst gemeint. Hoffe, dass ich die ganze Welt mit dem Track erreicht. Ich bin auf den zweiten Part gespannt. Jetzt geht's aber los. Such ich Swabine, auf YouTube kommt der Kanal von deiner Ex. Also hör mir besser zu, bis deiner Warnung ausgesetzt. Was? Wenn man Swabine auf YouTube eingibt, kommt der Kanal von meiner Ex-Freundin? Das wäre mir neu, aber wenn es wirklich so ist, starke Line. Kommt ja überhaupt nicht. Na gut, ich hab portugiesisch YouTube. Vielleicht ist in deutschen Such anders, ansonsten hat die nicht getroffen. Ich weiß nicht. Kann mal jemand kurz überprüfen? Europa ist das reichste Land der Welt. Ein Tiger wiegt locker eine Tonne, bist meistens nicht sehr hell. Und der Wilme kann sie abnehmen, doch sehen kann ich nicht. Kein Unterschied bei den beiden, verwischt die Tränen im Gesicht. Und wenn ich will, lösch ich dein Livestream. Sag nicht wann, du wirst es nie erfahren. Hä? Ja, könnte Rezo fragen. Dein Zweit- und Drittkanal kackt ab, wo sind die Klicks? Ich mach für dich ein Quiz, vielleicht wird's wieder ein Hit. Warum on top liegt es an Sascha, ist der Grund für deine Klicks. Ich frag mich, wer von euch beiden jetzt unsympathisch ist. Was soll diese Scheiße, YouTube? Also ich finde sehr, sehr viele gute Lines drin, muss ich sagen. Also der Text bisher hat mich gut abgeholt. Also da sind wirklich viele gute Lines drin. Deutlich besser als viele andere Diss-Tracks, die ich bis jetzt gehört habe gegen mich. Cast yourself, bist erfolgreich mit Reactions, machst im Monat viel Geld. Deine Fans sind dir egal, du machst sehr auf was du Bock hast. Ohne diese Sopfer, willkommen am Talker. Und ich schieß... Das trifft mich auch hart, Moment. Bist erfolgreich mit Reactions, machst im Monat viel Geld. Bist erfolgreich mit Reactions, machst im Monat viel Geld. Boah, scheiße. Was soll ich dazu sagen? Scheiße, Alter. Der Diss hat mich getroffen. Och Mann, Leute. Das ist traurig. Kennt ihr das? Wenn ihr viel Geld macht? Sad life. Deine Fans sind dir egal. Du machst sehr auf was du Bock hast. Ohne diese Sopfer, willkommen am Talker. Und ich schieße auf den Rap-Hat an. Merkt ihr, wie es den euch läuft, am Platz zerreißt. Jede Zeile ernst gemeint. Hoffst du, dass ich die ganze Welt mit dem Track erreiche? Schieße auf den Rap-Hat an. Merkt ihr, wie es den euch läuft, am Platz zerreißt. Jede Zeile ernst gemeint. Hoffst du, dass ich die ganze Welt mit dem Track erreiche? Kommt noch ein dritter Part? Oha, sieht so aus, vor allem länger. Also bisher muss ich sagen, ich bin ultra positiv überrascht. Ich habe nicht viel erwartet, weil, wie ich das auf Twitter mitbekommen habe, war es irgendwie so ein Fiverr-Projekt. Oder war nur das Bild das Fiverr-Projekt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich dachte so, okay, ja, irgendwas Lustiges, aber das ist richtig stark tatsächlich. Also textlich ultra, ultra strong, wirklich. Richtig viele Insider auch eingebaut, auch mit dem Twitter-Beef und solchen Sachen. Also richtig viele gute Sachen, die nur wirklich... Ja, Leute wissen, die sich auch damit auseinandergesetzt haben. Also textlich ultra, ultra stark, tatsächlich. Also wirklich richtig stark. Also Props gehen raus. Es ist noch nicht zu Ende. Oh, ist noch nicht zu Ende. Gündiz, du musst kurz warten, ist noch nicht zu Ende. Mach dich auf was gefasst. Ey, ja.
Und der Grund, wieso der Pisser steht, sein Lachen verdeckt, sind seine Zähne schief und krumm. Alter, fuck, sind die Rap. Gut, das hab ich in meinem eigenen Roaster Self schon selber gedisst. Nach Madeira, weil der Hund sich nicht traut, aus Angst geschlagen zu werden von Chris von Bullshit TV. Du machst gar nichts selbst, du lässt die anderen nur cutten, diese Ratte. Ich schwöre, da gibt's gar nichts mehr zu lachen. Merke nichts von Wertschätzung, merke nichts von Perfekt. So löscht seinen Kanal und stellt ihn stumm, weil es sich jährlich lohnt. Auch dran kann man kaufen und das Spielen ist nicht nice. Könnte Yannick und Lukiro fragen, was soll dieser Scheiß? Tut mir leid, es ist soweit, Junge, jetzt kommt deine Zeit. Wenn ich mache dem ein Ende, hab ich lange prophezeit. Sie stürmen Madeira, kommt dir fordern wie bei 300. Lerne aus den Fehlern, weil dein Verhalten so keinen Grund hat. Du machst fein Umsatz, aber es ist nicht verdient, weil das ganze Geld nur aus der Tasche von ein paar Kindern fließt. Und ich schieße auf den Rap-Tatter. Merke, wie es den euch nur komplett zerreißt. Jede Zeile ernst gemeint. Hoffe, dass ich die ganze Welt mit dem Track erreich. Alter, ich bin richtig, richtig überrascht. Wirklich. Also sehr starke Arbeit an alle, die mitgemacht haben. Ari Adams, der Beat-Producer, Maximum Beats. Alle, also richtig, richtig stark. Richtig, richtig stark. Kennst du nicht? Kuss. Also wirklich, Alter, hast mich richtig geflasht mit dem Projekt. Richtig stark. Ich werde es mir noch ein paar Mal auf jeden Fall anhören. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich es angehört habe. Auf den Rap-Tag, merkte, wie es den euch so komplett zerreißt. Jede Zeile ernst gemeint, hoffe, dass ich die ganze Welt mit dem Track erreicht. Stark, stark, stark. War nicht nur, das war nicht solche wacken Disses, da waren richtig gute, gut durchdachte Diss-Lines drin, die halt ja einfach richtig gut einen abgeholt haben. Also mich hat es richtig gut entertained und ich fand es sehr, sehr stark. Also ich fand es wirklich sehr, sehr stark. Ey, ich kann nur sagen, Respekt. Richtig geiles Projekt. Richtig geiles Projekt. Wenn ihr mehr von, oder wenn ihr das nochmal in Ruhe anhören wollt, checkt bei Kennst du dich aus. Das ist das 10.000 Abo-Special von Kennst du nicht und ich muss sagen, nicht schlecht. Nicht schlecht. Hat mir aber gemacht. Liebe draus. Richtig stark. Richtig, richtig stark. Richtig, richtig stark. Wirklich strong. Kennst du, ich hatte gesagt, dass das hier rasiert. Dass das hier rasiert wird. Bin gespannt. Richtig. Alter, jetzt viel zu stark. Richtig, richtig stark. Also wirklich strong. Kuss an dieser Stelle. Check, kennst du dich aus? Kuss, Kuss, Kuss. Wir gehen jetzt rüber zu Among Us. Ich muss mal ganz schnell Discord öffnen. Ich bin schon 4 Minuten zu spät dran. Hallo. Hallo, Anna. Geht mir nicht am Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja. Jetzt bin ich weiter weg. Hallo? 2K Viewer verloren. Uff. Moin, Simon. Hallo. Scheiße, Revi. So, ich mach mal ganz kurz hier alles an. Da, da, da. Es gibt wieder ein paar Probleme bei. Es wird gegen Caruso das reparieren, Leute. Ich hab Vertrauen in ihn. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Among Us, Unge. Unge, Among Us. Gibt es schon eine Lobby? Nein, nice. Lass uns ganz kurz warten, Simon. Wir müssen gerade Crewlink fixen. Ah, okay. Was ist denn das Problem bei Crewlink gerade? Selbe Fehlermeldung wie gestern. Ah. Ja, ja, die ist. Ich denke, es liegt einfach an der Uhrzeit, dass die Uhrzeit jetzt gerade. Ich denke, es liegt daran, dass es überlastet ist. Ja, yep, gehe ich auch von aus. Ja, eben hat es geklappt, also kurze Erklärung für den Chat. Wir haben es eben schon mal getestet vor einer Stunde, vor anderthalb Stunden. Und da hat es noch geklappt. Jetzt klappt es leider nicht scheinbar, weil es wieder einen Fehler hat. Ich denke einfach, dass der Server, dieser Voice-Server, der da bereitgestellt wird, einfach überlastet ist um diese Uhrzeit. Leider. Leider, leider, leider. Ja, und mit dem Voice-Server, den wir für uns aufgesetzt haben, der ist halt eine alte Version. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen warten, scheiße. Da können wir heute nicht. Ich kann noch mal versuchen, fix einen aufzusetzen. Glaubst du, der geht mit der neuen Version? Ist ein richtiger Hacker. Glaubst du, der geht mit der neuen Version? Nicht? Ja, wenn er jetzt. Gestern hat er halt noch kein neues. Ja, guck mal. Crewlink-Server gemacht, aber vielleicht hat er mittlerweile eins gemacht. Schau mal. Caruso, du bist ein geiler Hacker. Danke, Mann. Schade, sonst hätten wir. Dings. Sonst hätten wir. Junge, wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir? Auch gut. Ich hab eben Trimax umgebracht. Wo? In welchem Minecraft. Spiel? In Minecraft, ja. Minecraft, ja. Sau geil. Ja. Das ist schön, Revi. Das ist schön. So, der Docker deployed. Kann sich noch um Minuten handeln. Was heißt der Docker deployed? Ich verstehe das nicht.
Hex, Injecting, Hackermans, Coding, 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 okay. Java, 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 Python, Python, C++, Hack, Hack, Hack. Ständig. Ich kann mein Standbild, ne, hab mich noch nicht bewegt, Omega Lul. Wenn du jetzt einen Voice-Server aufmachst, wie connectet man dann mit Crewlink? Muss man dann auch einfach, da, ach so, Voice-Server, da unten die IP, ja, ja, okay. Genau, da endet ihr einfach die IP und wenn ihr die liegt, dann seid ihr halt blöd. Naja. Aber okay. Du bist so krass, ob du das kannst, Caruso, oder was? Jetzt bin ich gespannt. Okay, einfach nochmal Crewlink und warten. Leute, das hängt alles von Caruso ab. Ja, ich bin schon bei mir geht es jetzt mit meinem neuen. Da muss man einfach nur den Voice-Server ändern, ne? Ja. Ja, dann schick mal. Lass mich kurz gucken, ob es auch wirklich funktioniert. Boah, das wäre geil. Chat, ich hab's mal ändern, oder? Okay, bei mir funktioniert's. Wie gesagt, ich habe den Server jetzt aufgesetzt. Wenn irgendjemand die IP zeigt, dann. Ihr müsst das, was ich hier reingepostet habe, einfach kopieren. Ja, und da unten rein. Ja. Genau. Wichtig ist, ihr dürft unter gar keinen Umständen das Crewlink-Fenster jemals on Stream zeigen. Ja. Da ist nämlich Lobbycode drin, da ist wer alles da mitspielt, etc. pp. Das einfach in den Voice-Server einfügen und dann. Bei mir sollte es funktionieren. Menü. Ja, dann ist richtig. Dann ist richtig. Let's go! Geil, Alter! Ihr dürft nur das Crewlink-Fenster nicht auf anderen Bildschirm lassen. Komm, wenn es jetzt bei mir auch geht, dann mach ich. Dann würde ich jetzt einfach schnell on-stream zeigen. Ja. Wenn Revi das liegt, dann schuldest du mir 100. Dann schuldest du mir 100 Subgifts, Alter. Wenn Revi dafür sorgt, dass. Ihr sagt immer Subgifts, sagt doch einfach Geld. Das ist doch viel besser als Subgifts. Aber Subgifts ballern viel mehr, Revi. Das ist halt auch besser für die Community. Wir denken halt an unsere Zuschauer. Ja, wir denken an unsere Community. Da musst du mir nur den Hype-Train mitnehmen. Mach mal Lobby auf. Ganz kurz. Den Link von Caruso reinposten, um ihn alle mal Follow da zu lassen. Das, was du geschickt hast, da drauf, dann das, was da drin steht, das kopieren und dann da reinfügen, ne? Nein, Bro, du nimmst einfach diesen Link, kopierst ihn, dann gehst du in Crewlink ins Menü, das machst du oben links über das Zahnrad, dann unten bei Voice Server, dann löschst du alles, was bei Voice Server drin ist und fügst das ein, was du kopiert hast aus dem Discord. Den ganzen Link, okay, hab ich. Chat oben? Den ganzen Link. Allen Follow bei Caruso, da lass alle in den Chat rein. So, jetzt noch eine Lobby und dann ist wer da ist. Ja, Revi. Macht jemand Lobby auf? Mickey, können wir den Raum wechseln? In den Dings ein. Ja, wir sind mal Das ist völlig egal, in welchem Raum wir hier in Discord sind. Es gibt kein Overlay für diesen Voice-Server. Aber man sieht ja, wer mit einem redet. Das ist ja das Lustige an diesem Feature. Habt ihr Voice-Activity oder Push-to-Talk? Ich mach mal Push-to-Talk. Also das heißt, in Meetings brauchen wir Discord auch nicht. Wir brauchen es gar nicht. Bei Voice-Activity müsst ihr, glaube ich, aufpassen, dass ihr, wenn ihr mit dem Stream redet, ne, dass nicht einer bei euch ist, oder? Ja, klar. Aber egal. Ihr solltet ja sowieso nicht mehr Stream reden, während ihr. Also, ihr wisst ja dann trotzdem, wer der Imposter ist, versteht ihr? Es ist ja trotzdem ganz normales Among Us. Ja, bitte. Kannst du mir noch mal ganz kurz den Link geben? Bei mir steht Mute. Link? Den Link für das Streamkit, oder ist das hier noch drin? Man braucht für dieses Feature keinen Streamkit-Link, weil es kein Overlay gibt, weil wir benutzen ja nicht Discord zum Kommunizieren. Ihr mutet euch gleich alle im Discord. Genau, wir muten. Redet nur über dieses Programm. Das ist eine spannende Sache, und ich freue mich, das erleben zu dürfen. Ja, wir machen das heute nicht. Bei mir geht's nicht. Okay, was geht mir auch nicht. Geht bitte in euer Crewlink. Ja. Geht oben links auf das Zahnrädchen und wechselt unten die Voice-Server-IP gegen den ganz langen Link. Ihr müsst den in der kompletten Länge kopieren von H-Anfang bis Schrägstrich Ende und müsst das einfügen und das unten ersetzen beim Voice-Server. Caruso, ganz, ganz wichtig, ich muss kurz was zwischenwerfen. Bei mir kam, ich bin jetzt in die Lobby gejoint, jetzt kommt die Windows, Defender, Firewall, bla bla bla. Ja, einfach zulassen. Lass es zulassen. Zulassen. Lass es zu. So, oh mein Gott, ich höre jetzt in-game. Oh, ja, ich komm mal rein, Moment. Nicht in-game. Hallo? Oh mein Gott, das ist laut. Alle, die schon miteinander in-game reden können, am besten muten. So, hört ihr mich? Ey, ihr seid alle hässlich. Ey, hallo. Pass auf, teste mal was. Also erstmal, Kev, kannst du, hallo, kannst du mir Hellgrün geben, Kev? Oder bist du Ja, kann ich machen. Oh, das ist der. Ich bin eigentlich über Hellgrün, aber wenn du so willst, hast du kein Problem. Ey, ich höre die ganze Zeit rumschreien, dass Nico ein Poster ist. Du kannst auch Veni zwingen, Dunkelgrün abzugeben. Dann bin ich auch, dann nehme ich Dunkelgrün. Mute-Taste auch. Veni, willst du Dunkelgrün? Oh Gott, ist viel zu laut. Scheiße, warte mal. Ey, Nico? Ey, man kann Dinge nicht machen, ne? Warte mal, Hallo? Hört ihr mich? Ja, Revi? Ja, Sekunde. Oh, geil. Aber jetzt geht's. Ich hab. Ja. Ihr müsst einfach bei Lautstärke-Mixer, müsst ihr Crewlink einfach ein bisschen runterdrehen, dann passt das. Ey, Kev hat das Twitch-Pad. Hört ihr mich jetzt? So. Hallo? Kann man mich hören?
Mach mal folgendes, ja? Pass auf. Okay, mach mal folgendes. Okay, renn mal um mich rum und red mal. Red mal normal. Ja, das ist voll nice. Hallo Simon. Maske aus. Digga, das wird so ein Durcheinander. Oh. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, hallo. Oh mein Gott, Alter, wie nice. Kennt ihr das, diese 5D-Audios von YouTube, diese, wo man so Musik hört? Digga, das hört sich genauso an. Ich kotze davon immer, wir wird davon schlecht. I'm the bad guy. Oh mein Gott, das ist so wild. Ey, aber das Twitch-Fan ist aber geil. Sabine, wie geht's, ey? Bist du mit Uwe zusammen? Wie geht's? Sabine, bist du Single? Sabine, bleib stehen. Bist du Single? Sabine, bist du Single jetzt oder nicht? Sabine, geht's bei dir? Sabine, bist du Single? Bleib mal stehen, bist du Single, Sabine? Hallo, Sabine, geht's bei dir? Sabine, bist du Single? Komm, Sabine, lass mal daten. Geht. Komm, lass daten, Sabine. Warum ist es so laut? Ihr müsst es leiser machen. Ihr müsst bei Soundmixer... Man kann jetzt keine Leichenreport, oder was? Doch, kann man. Ihr müsst bei Soundmixer... Ihr müsst bei Soundmixer unten rechts in der Leiste. Da müsst ihr die Lautstärke von Dinges runterstellen. Ist das nicht das Ding dafür? Nein, das hat nichts damit zu tun. Wir machen eine Voice-Mode rein, damit wir keine Leichen mehr reporten können. Hä? Ich dachte, geil! Das Thema von. Mickey? Geil! Hallo? Ich hab dich eingeladen ins Squad-Stream. Ich hab keinen Bock auf dich. Hallo? Mickey? Tut mir mal ein bisschen gefallen kurz. Ich muss, geht mal alle bitte nach rechts kurz. Junge, das ist so schlimm, euch zu hören, wenn quasi einer ganz rechts steht, einer ganz links. Geh mal bitte alle nach rechts, geh mal ganz nach rechts, alle. Ich höre euch nur in meinem rechten Lappen, 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 Lappen. Ist so schlimm? Ja, nicht alle hören zu, okay. Artikel geändert. Kev, red du mal bitte in der normalen Lautstärke. Red mal. Hallo. Und ich geh weg von dir. Simon. Ja, weiter. Hallo. Guten Tag, na. Melonengolem. Ja, geil. Melonengolem. Ja, lass mal anfangen. Ja, ein kleines bisschen leiser. Jetzt konnten wir uns gar nicht bei Caruso bedanken. Wie meine Ohren sind so noch vorne. Ja, gar nicht. Das machst du nachher, Alter. Mach's einfach nachher. Wir spielen Among Us und das ist fantastisch. Mickey, nimm mal Dings an. Ich nehm an, Revi. Let's go, Mickey. Küsse. Let's go, Revi. Kuss. Sabine, bist du Single? Ihr habt auch kein Revi. Natürlich. Sorry. Ey, wir brauchen ja Push-Talk. Kein Push-Talk, oder? Oh. Ja, okay, easy. Geil, let's go. Wir können jetzt in der Runde miteinander reden, oder was? Und Server-Karten, let's go. Wir können in der Runde miteinander reden, aber wenn wir weit weg sind, hören wir uns nicht mehr. Ey, ich werde einfach schreien, wenn er neben mir steht. Ja. Ich werde auch schreien, wenn mich um hier umbringt. Und der Server startet. Let's go. Und der Server geht los. Und der Server startet. Und jetzt geht's ab. Sind wir eigentlich ready zu starten? Ich bin schon hingegangen. Ja, wir sind ready. Mann, ich bin schon hingegangen. Beni, los. Let's go. Oh mein Gott. Let's go. Ich rede über Discord. Oh, Imposter, Scheiße. Oh, wir hören euch auch noch im Wartescreen. Okay, cool. Oh, was? Hallo. Oh, Nico, ich töte mich nicht. Simon, ich schreie. Nein, Nico, wie du tötest mich. Oh, meine Güte. Ich dachte, Nico tötet mich. Ich dachte, er wird mich umbringen. Oh, mein Gott, hier sind so viele Leute. Hilfe. Hallo, Vase. Ich bin zu dort, wer? Hallo. Wer ist hier zu dort? Ja, hallo. Oh mein Gott, okay. Ey, Miki, hörst du mich noch? Okay, was hab ich verpasst? Beni! Beni! Hörst du Simon. Mich? Hallo. Ja? Beni, du bist eine kleine Maus. Junge Simon. Warst du AFK? Ja. Ich war AFK, ja. Willst du eine Leiche? Hast du ihn umgebracht? Ja, hab ich. Komm, sag die Wahrheit. Dich. Ja! Oh, let's go! Ich lebe noch, Gott, es war Beni. Hallo. Alter. Hallo. Revi dachte, ich bin tot. Eben, ich lebe aber. Chef war eben noch bei uns drinne. Chef war doch eben noch bei uns. Also ich kann Sabine für die ganze Runde clearen. Wir haben die ganze Zeit geredet und Smalltalk halten. Okay. Also Fine? Chef war mit Vase unterwegs noch. Nein, ich bin nach rechts gelaufen. Chef ist nach links gelaufen. Ich weiß nicht, Fine war mit mir unterwegs die ganze Zeit. Okay. Wir waren in Electric und da kam Kev kurz rein. Ey, also, ja, genau. Bevor ihr hier alle reinredet, wollte ich wissen, wo die Leiche liegt. Ja, alle Leute. Also, den hast du reported. Veni habe ich gefunden und er ist unter Metroids. Also in dem Gang, wo. Weapons.
Ja, da drunter, da drunter. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Mickey irgendwo bei Navigation in der Richtung liegt. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Könnte sein, soweit bin ich nicht gekommen. Dann ist vielleicht ein Double Kill da passiert. Also ich würde Revi ausschließen, war gerade ganz lange mit Revi unterwegs. Ja, ich kann Tina auch ausschließen tatsächlich. Der also Nico, wo warst du denn? Ich bin die ganze Zeit mit Sabine unterwegs gewesen, wirklich die ganze Zeit, seitdem okay. ich mit Vicky getrennt habe. Wo warst du? Das ist sehr sus. Ich bin Electrical gewesen ich wollte mit der Nico. Fine und Revi und mit Schirrstrom und dann bin ich nach rechts und Chef ist nach links gelaufen. Okay, Revi, wo warst du am Ende? Mit wem warst du zusammen? Ich war am Ende mit Fine die ganze Zeit, wir sind gerade Richtung Admin gelaufen. Okay, Kev? Wir waren sogar schon in Admin. Also ich war auch die ganze Zeit unterwegs, ich habe Nico und Sabine beide rechts gesehen, bei Communications war dann kurz in Admin, bin dann in Electrics rein, hab da, ich glaube Fine und Revi gesehen und jetzt bin ich immer noch da in der Gegend. Ich finde Vase highly sus, um das mal zu sagen. Einfach Vase, Simon und Kev sind für mich alle sus, weil Sabine und ich Nico schließen sich aus und ich und Revi schließen ja, aber Sanico und Nico Leute, könnten, aber Sabine zusammen, und Nico könnten aber auch könnte zusammen doppelt, sein. Könnte als, doppelt sein. Ja. Ein also aber auch nicht so sein. Ist okay, wir bleiben aber zusammen Kill, bis zum Ende. Ja. Ich wollte ich weiß nicht, ob es Double Kill war. Ich weiß es nicht. Ich habe nur wenig gesehen. Nur leicht, wenig das Gleiche. Revi? Ja? Pass auf, dass du mir nicht in die Quere kommst. Willst du mich umbringen? Bist ein Mörder, ne? Nein, nein, sowas will ich noch nicht. Okay, jetzt kann ich endlich wieder meine Subs vorlesen, wo alle weg sind, ey. Gambler Joe, vielen Dank für 5 Euro. So, Pachi, Mikone, man hört einfach wirklich, wie Leute Subs vorlesen. ESL Simon, Pixelfahrer, let's go. Stich mich nicht ab, bitte, stich mich nicht ab. Ich werde dich auseinanderschneiden. Lass mich nicht mit Nico alleine. Okay, ich bleib hier. Was für ein Simon, vertrau mir doch einfach. Nein, ich hab Angst vor dir. Nein, Nico ist ein Mörder. Ich hab Angst vor dir. Revi, wo ist Revi? Fine, wo kommst du gerade her? Wo kommst du gerade her? Ich komm von rechts, ich war mit Vase. Fine, komm. Ich guck nach Vase, ich geh nach Vase gucken, ich geh nach Vase gucken. Ja, Simon, komm mit. Vielleicht ist Vase tot, vielleicht ist Vase tot. Hier liegt kein Vase. Ich hab hier eine Task, warte. Ja. So, da. Niemand hier. Ich muss eben kurz hier was erledigen. Sekunde. Ja, ich bleib da. Okay. Let's go. Vase ist gar nicht da, aber Fine sagt, sie war mit Vase. Das ist sehr verdächtig. Ja, kann sein, dass er aber hier hochgegangen ist. Aber keine Leiche, Moment. keine Leiche. Wie lustig das ist, dass man miteinander reden kann, oder? Ja, es ist wirklich richtig lustig. Okay, jemand ist in den Camps. Ist sehr dunkel, Kev. Ich hab Angst. Ja, ich warte, ich scan mich kurz. Ja. Hallo Fine. Hallo Simon, ich bin wieder. Töte mich nicht, okay, danke. Na? Wo warst du, Revi? Warst du mit Fine zusammen? Wart ihr zusammen? Ja, wir waren zusammen. Okay. Ich habe in den Camps nichts Auffälliges bisher gesehen. Ich sehe auch nichts. Wendet jemand? Simon, wollen wir Roleplay machen? Ja, erzähl, was willst du machen? Komm mit, mein Gefreiter! Seid ihr beide oder sind wir safe? Wir sind safe. Wir sind safe. Ich weiß es nicht. Ich seid unschuldig. Hilfe, mich jemand hört! Simon. Hilfe! Simon, aber bist du safe? Ich bin nicht safe, ich bin gefährlich. Hier ist keine Leiche, wir können wieder gehen. Okay. Hey, ich muss zur O2, kommt ihr mit? Wo musst du O2? Ja, ich muss eh zur Navigation, das passt. Ja, geil. Dann gehe ich mit Simon zur O2. Oh nein! Oh. Dann nicht noch Base und Vase sind auch okay. Bitte kein Stack, ich meine. Ey, einer von uns muss Richtung Wink laufen. Oh, Sabine hat schon ausgemacht. Ist nach unten. Ist schon alles aus, okay. Nein, vielen Dank für die ganzen Sub. 50 Subgifts für Sam! Base? Ja? Geh mal gucken, wo Revi ist. Ich bin stolz, Nico. Hier ist weit und breit niemand. Alleine, ja? Freunde, wie ich ja kurz gesagt habe. Wer hat's gemacht? Nico, du hast alleine gemacht? Ich hab's gegeben. Ja, ich hab's alleine gemacht. Ja, vielleicht damit du unser Vertrauen bekommst. Simon, was hast du gegen mich, Simon? Das ist so eine persönliche Sache. Warum? Hallo? Ich hab nichts gegen dich. Ich bin fertig mit der Aufgabe. Es ist Space. Ich hab auch alle Aufgaben fertig. Ich glaub auch, dass es Space ist. Space ist mir vorhin hinterhergelaufen, obwohl er mich nicht sehen konnte. Pass auf, Space, wenn du Eier hast, geh auf den Vent. Oh, es geht passiert, Stackkill. Achtung, Kill. Oh nein. Ich lauf weg, ich bin Shields. Wenn du mich killst, ne? Nein, ich kill dich nicht!
Let's go! Oh, ja. Let's go, man! Let's go! Ja. Boom, boom, boom! Junge, ich hab doch gesagt, dass Waze nicht wegen dem Militär gelaufen ist. Oh mein Gott. Wir wohnen in einem Haus. Ich wusste nicht, wie viele tot waren. Junge, ich wusste nicht, wie viele tot waren. Waze, wie dreist war dein Kill, bitte? Wie geil ist das? Wie geil das nächste Mal hau ich Waze. Oh mein Gott. Er läuft mir hinterher, ohne dass ich in seiner Range bin, weil ich ihn nicht gesehen habe. Und er läuft mir trotzdem hinterher. Nee. Oh, let's go! Leute, alle einfach first round. Leute, alle Discord. Hallo, Discord. Hallo, Discord. Simon, ist dir nicht aufgefallen, dass du mich gar nicht hörst? Ja, Sabine, reconnecte einmal bitte in die Lobby neu rein. Und ihr habt ja jetzt eure ersten Erfahrungen gemacht mit der Runde. Bitte einmal jetzt dran denken, die Imposter, also eure Redeweite ist so weit, wie eure View-Range eingestellt ist. Am besten spielt ihr damit ein bisschen, bedeutet, vielleicht dreht ihr die einfach ein bisschen runter zum Beispiel, dann könnt ihr auch nicht Leute durch die Wände so weit hören. Und deswegen war Simon die ganze Zeit so laut, der Hund. Selbe Dings, oder? Maybe. Und am besten Imposter und Crewmate Rage zum Beispiel gleich. Auch auf Discord nicht. Ja, aber er hat nicht gesagt. Simon, sag mal was. Die Vision gleich. Ich hab Sabine schon in der Lobby die ganze Zeit gefragt, warum ich. Ich hab dich auch die ganze Zeit gefragt, hörst du mich nicht? Ja. Aber hört ihr euch denn jetzt in-game? Ja, nee, also ich höre sie in Discord. Im Discord. Simon, kannst du mal in die Lobby neu reinconnecten? Ja, weil wir gerade. Hört ihr alle Sabine, auch nur ich nicht? Ja, alle hören Sabine, ja, genau. Ja, okay, dann reconnect dich mal kurz. Das. Oh ja. Ui. Oh. Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass Simon und Sabine miteinander reden. Das finde ich so schön. Sabine, rede mal. Nee, ich höre dich immer noch nicht, Sabine. Nee, hört sich immer noch nicht. Ich höre dich immer noch nicht. Bei mir wird auch alles einfach leise. Weil die von einer Kopie, weil die von einer IP connecten, maybe, Caruso. Ah, Revi. Haben doch aber clever. Internet. Was ist Internet. Internet ist oder nicht? Freunde, das ist sehr, sehr süß, dass ihr alle Lösungsvorschläge zu haben. Hm. Aber das hier sind viele Köche. Sabine und Unge, hört ihr euch jetzt in-game? Was? Nein. Ja, dann setzt euch einfach nebeneinander. Nee, das ist ja. Okay, das ist tatsächlich ein Common Bug, was wir tryen können, dass ich nochmal einen neuen Server aufsetze und gucken, ob es bei dem funktioniert. Okay, dann. Probier's mal aus, wir müssen also nur die IP gleich ändern, ne? Ja. Also, probier's mal aus. Und nicht on-stream machen, dass alles andere leise ist, ne? Ja, das ist auch mega nervig. Stellt euer Dings auf Default. Including das Audiogerät auf Default. Nicht die Kopfhörer auswählen oder so. Okay. Ich hab die Kopfhörer vorher ausgewählt, aber alles leise. Und jetzt hab ich auf Default gestellt und es geht. Ja, ich hab nur eine Auswahl, aber wenn ich es auf die Auswahl stelle, dann ist es leise. Wenn ich auf Default stelle, ist es normal. Obwohl es dasselbe Gerät ist. Hallo. Hallo. Ja, klar. Leute, erste Runde. Ich meine, wurde einfach direkt rasiert. Ihr hättet doch drauf kommen können. Erste Runde immer im Post, ihr wisst doch. Stereo ist ja voll wichtig, damit du weißt, ob einer von rechts oder links kommt. Simon, so ein Hacker. Ihr wisst es immer erst. Hätte ich nicht gedacht von dir. Oh. Miki, geht's dir wieder besser, weil du hast gestern geschrieben, Notfall. Nein, ich hab in der Kälte drauf. Notfall ist besser, aber ich bin in der Kälte wieder. Simon ist ein Psychopath. Okay. Liebesummes, ich bin wieder okay. Aber ist so geil. Ist geil? Ja, Bro, what the fuck, ich liebe so. Ist ja, wie gesagt, nur Google, dass ich das sage. Ihr könnt's machen, wie ihr wollt. Was denn? Revi. Ich will den nächsten vorlesen. Mit dem Mod geht's ja darum, dass man miteinander redet. Jetzt nicht so, ey, geil, danke mal für den Schneider. Ich muss dir nochmal die Donation vorlesen. Yo, Mike, danke nochmal für die 5 Euro. Ey, krass, ein Subgift für... Wow, ja, aber machst du jetzt eine neue IP oder was machst du? Ja, ich hab die schon ready. Okay. Chat, mir geht's gut. Müssen wir das nochmal neu starten oder einfach? Jetzt mal ganz kurz an alle Chats, weil das wahrscheinlich gerade bei allen steht. Ja, man hört gerade alle doch, das liegt daran, dass wir gleichzeitig über Discord und das Programm reden. Entweder, ihr hättet zwei Möglichkeiten. Nehmt euch den Stift und rammt ihn euch ins Ohr oder halt Small. Okay, ich hab jetzt mal kurz für uns zumindest umgeschaltet. Ja, neue IP eintragen. Genau, neue IP eintragen, nicht zeigen. Hello. So. Hallo. Ist auch gut, dass Chef und Mickey einfach immer noch gemutet sind. Hört mich schon jemand im Game? Hallo? Ja, Veni höre ich. Ja. So. Ja. Hi Simon. Hi Simon. Pink, Kev. Hallo. Ja, hallo. Kev. Hallo. Fine, genau. Hallo, Simon. Ich höre Simon. Nico. Ja.
Sehr gut. Türkis, Revi? Das Ding ist, ich sehe eine Lobby, wer nicht connected ist. Das sind und das Base sind Mickey. Ja. Nee, Base ist jetzt. Base ist jetzt. So, ja. Sabine ist drin, aber ja, ich höre sie ja nicht, ne? Die sind ja hier das Soundmute, die haben gar nicht mitbekommen, dass sie eine Lobby machen. Sabine. Ja, genau, die müssen einfach nur das Ding nochmal ändern. Hört ihr Sabine? Ja, wir hören Sabine. Ey, warum höre ich Sabine nicht? Ich verstehe es nicht. Wenn wir Mickey und Chef irgendwie anstupsen oder so? Okay, alle können ja, Sabine du, hören. Raffst du auch mal was? Wir haben 100-mal gesagt Discord. Du musst neuen Voice connecten, wir haben neue IP, nicht klicken. Okay, also es ändert sich nichts, ich kann Sabine nicht hören. So. Okay, also ich kann Sabine trotzdem nicht hören. Also das Spiel ja neu starten, Caruso. Mickey muss ja nein, einfach nur die neue IP angeben. Das. Okay, also für Simon und Sabine geht's anscheinend nicht, weil sie aus dem gleichen Haushalt kommen. Wahrscheinlich ist das. Ja, wahrscheinlich auch so ein Bug. Das hat wahrscheinlich nicht unbedingt mit der IP zu tun, aber zumindest mit der Standort. Hallo? Wollt ihr dann so weiterspielen? Ansonsten hätte ja, Trimix jetzt auch gefragt, der hat richtig Bock. Also ist halt übel awkward, aber sonst spiele ich halt zu neun gefühlt. Ja, also, was wir sonst machen könnten, die Sache ist, ich könnte mit Sabine in einen extra Channel gehen und wir machen beide Push-to-Talk an. Und wir drücken halt Push-to-Talk, wenn wir uns sehen. Könnt ihr auch machen. Wie ihr das machen wollt, ist mir egal. Ja, besser als das Trimax kommt auf jeden Fall. Okay, ja. Perfekt. Aber warte, Micky wollte gerade was sagen. Ja, Micky, du musst in den neuen Voice connecten. Link ist im selben Channel. Simon, Sabine, musst du aber nur austauschen. Ein Channel runter. Ja, ja, genau. Alle mal mitten. Okay. Ja, Sabine, lass einfach mal den Push-Talk anmachen, okay? Den neuen Link einfach dort, wo der alte war. Oh Gott, jetzt bist du so leise im Discord. Ja, ja. Meine Ohren sind so wild. Sprachvideo. Wie wild? Push-to-Talk. Okay. Also ich habe jetzt immer, wenn ich den Knopf drücke, hörst du mich, ansonsten nicht. Also für die Meetings, ansonsten hallo? Ist ja nicht so schlimm. Ja, beruhigt. Hallo, Micky. Okay? Ja. Okay, alle da? Hallo, Micky. Ja, wir sind alle da. Okay, perfekt. Hi. Ja. Let's go. Ich bin noch übel leise. Ich kann dich nicht noch lauter stellen. Ich habe jetzt übrigens die Crewmate Vision und Imposter Vision nicht ganz gleich. Wenn das noch ein Problem ist, dann können wir es gleich machen. Okay. Alles klar, Nubitz, ab geht's, ab. Alles klar. Moment. Ganz kurz, wir hier einen Mod da. Ja, ist besser, Caruso, danke. Ist bei Chef okay, Mod Mute in Discord, alle Mute in Discord. Oh, schon wieder Imposter. Oh, Imposter. Hey. Bitte nicht beim Download killen. Ja, warte, ich muss. Vase oder. Okay, wen soll ich töten? Ah, da ist noch jemand grünes dahinter. Moment, den töte ich. Simon, geh weg. Ich töte nicht. Oh, ich töte wenig. Nein, Simon, nein. Wen bist du? Imposter? Simon, sobald du Sabine siehst, sag ihm mal, dass sie ihre Szene noch wechseln muss. Ja, Sabine muss noch deine Szene wechseln. Deine Szene muss noch wechseln, Sabine. Sagt Caruso. Es ist dunkel, ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Jaaaaaa! Er hat mich abgestochen. Ich wusste es, Veni. Ich wusste es. Chef, was ist das? Nein, ich habe das Licht angemacht. Chef hat, glaube ich, Licht angemacht. Ja, Mann. Revi und Unge Downs. Alter, warte mal kurz, Veni. Warum soll ich rechts im Eck stehen bleiben? Und Revi. Ja, deswegen frage ich auch Chef, was ist passiert? Chef, du hast es wirklich nicht gesehen. Nee, ich habe Licht angemacht und bin rechts im Task. Da muss man noch ein bisschen mehr. Also die anderen in Electrical liegt auf dem Vent, die Leiche. Chef schon rechts in der Ecke und hat die Task gemacht, gerade nachdem er Licht angemacht hat. Ich glaube nicht, dass es Chef war, aber es sah ganz sehr komisch aus. Ja, es sah super. Ich finde es sehr, sehr gut, dass Revi und Unge down sind. Also ich möchte echt sagen, die Imposter haben echt guten Job gemacht. Ich finde das auch Sabine gegenüber sehr fair, weil Sabine deswegen halt jetzt auch nicht mehr pushen. Also wer ist Imposter? Ihr habt den Win. Das also ich weiß, dass Vase und Nico safe sind. Und Sabine hat Simon gebracht, damit sie nicht Push-to-Talk drücken muss. Ja, stimmt, wir sind safe. Ja. Nee, Sabine Fine? Ist mit mir reingelaufen. Ich? In Electric oder was? Ja, Fine. Warum? Was denn? Du's? Ich finde, das ist eine wenige Runde. Revi und ich haben gerade eben richtig schön gedatet letzte Runde. Ich würde ihn nicht töten. Gedatet? Oh. Ja, ein bisschen. Statement? Okay. Veni? Veni, willst du dich jetzt lieber einfach als Imposter outen jetzt nach dem Call? Warum so, was? Nach welchem Call? Wow. Dass die daten? Warum Unge? Imposter, wenn die daten? Also ich hab's Licht angemacht. Unge? Mehmet? Stimmt schon. Unge, hörst du mich? Was der Unterschied ist, dass man jetzt auch im Spiel reden kann. Ich hab nur Licht gekriegt. Unge, hörst du mich? Wäre auch super weird, dass er einfach stehen bleibt und warte, bis die Leiche kommt. Unge? Ich find's halt immer verdächtig, wenn Veni so keine Detektivarbeit und so macht. Das ist eigentlich sein klassisches Spiel. Vielleicht macht er sie auch gerade leise. Simon, du bist es nur gewohnt, weil ich das früher immer gemacht habe. Ich verstehe nicht, wie Revi mit mir redet. Ich bin immer als erster gestorben. Weil ich bin Geist und du bist okay, bin okay. Okay. Ach so, wir können miteinander reden, Revi! Aber ich weiß bisher nichts, weil keiner weiß, wie wir reden. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wir können miteinander reden! Ich weiß, dass es endlich ist. Ey, Veni hat mich getötet. Chef hat dich getötet. Veni hat mich getötet. Mickey, Vase und. Ah, nee, Kev nicht. Ihr habt zusammen, es bringt rechte Seite, ne? Doch, Kev. Ja, Revi, lass uns doch bleiben!
Hey, von Nico, ihr wart doch rechts, oder? Ihr seid mir noch ja, ganz mit Base unterwegs. Ach, man kann Geister hören. Ja, ja, Geister hören gegenseitig. Ich hab doch alle Aufgaben. Wien, hab ich einfach abgestochen. Ich wusste von Anfang an, wer war's. Ich wusste. Lass abhauen, komm mit. Hören wir auch die Lebenden? Hören wir die Lebenden? Oh mein Gott, wir hören die Lebenden und die Toten. Das ist ja super nervig. Oh, komm mit. Machen wir unsere Task. Aber die hören uns nicht. Ja, wir hören die ohne uns nicht. Komm, machen wir unsere Task. Aber hier ist nicht meine Task. Ich bin Navigation. Das ist ja viel geiler. Ey, lass mal Leute belauschen. Lass mal Leute belauschen. So perverse. Stell dir vor, du redest mit dir selbst, weil du denkst, es ist niemand der Leo und dann hört dich so Geister. Wir sind, ey, ich fühle mich gerade wie in Phasmophobia. Komm. Hast du die Aufgabe hier? Komm mit, wir machen Aufgaben. Ich weiß die alle gar nicht, die du machen willst. Das sind alles gar nicht meine Aufgaben. Stell dir mal vor, wir werden wirklich tot, wir werden Geister, wir werden nur Scheiße machen. Guck mal, die beiden da. Ja, oder? Oh, oh. Guck mal, kämpf wenig. Komm, wenig ist böse, wir wollen gehen. Wenig ist böse. Wenig ist böse. Was die Mama. Lauf. Weg. Oh nein, es gibt ein Double-Kill. Wie wollen wir. Oh, ist wieder der Böse, ist wieder die Böse. Nein. Ja, ist ja richtig. Ich hab Angst vor Vini, ich hab sehr Angst vor Vini. Ich hab auch Angst vor Vini. Ich mach schnell meine Aufgaben hier. Oh. Wieder wir beide, Vicky. Und jetzt nicht mehr. Oh nein, jetzt umgebracht. Oh. Hast du's gesehen, ja, Simon? Ja, unverschämt. Mit ihrer Stimme. Also, fast hab ich sie beleidigt. Ey, ey, Micky, hörst du uns? Micky, wir sind Geister, ja. komm mit uns. Ey, ich war in meiner letzten Zeit mit Testtaste. Och. Wusst! Verstehen. Wer von euch war es, ihr Schweine? Ich war nicht. Ich hab eine ganz krasse Theorie. Weil ich hab Kev noch gehört, als ich Richtung Storage gelaufen bin. Kev, würde ich nein, so sagen. Nein, Kev ist nicht. Okay. Ich bin's ja, ich gefällt, ich dachte wieder im Endeffekt. Damals vielleicht sogar. Ich weiß nicht, welche Stimme ich gehört habe, aber die war. Habt ihr die Distance weit jetzt gleich eingestellt? Nein, nee, nicht ganz. Ich glaub, nee, ist slightly höher beim Imposter. Ey, Revi! Ja! Weil ich glaube, ja. Wen hast du irgendjemanden gesehen? Tot? Irgendwen. Ich bin tot. Ja, also die hat sich auch die eine gelbe Frau umgebracht. Es war noch Kev, Waze, du und ich drin. Oder wer war noch? War Nico auch? Wenn du ich bin Samsist, ne? Ja. Nein, ich meine davor, wir waren ja gerade alle in der Leckung. Ach so, ja, da war ich kurz mal. Red mal nicht rein, lass mal kurz den zuhören. Das war aber warum vor der Frau? Wait, Nico, wo bist du? Nico auch gewendet? Nico ist ein Waze, bist du drin? Baby, warum vor der Frau? Ich hab euch auch noch gehört. Die Sache ist, was ich jetzt sagen will, ich hab Kev vor Face gehört, was ich halt komisch finde. Baby! Ja, weil ich vorgelaufen bin. Micky hat doch was Mund, hör zu. Ist, glaub ich, kurz ja, okay, ja, dann, so, okay, dann, ja, dann macht Sinn. Ja, wir stellen nichts in unserer Safe gleich an, sodass deswegen keine Assumptions mehr gemacht werden. Wo war Sabine? Okay. Sabine, wo warst du? Sabine war Admin mit mir. Okay. Ich bin gerade in Dings in Weapons und mach meinen Download-Task. Ganz kurz wenig, ich würde also auch von Electrical. Hey, warte. Ich bin auch nicht gewendet bei Weapons. Ist. Ich hab dich nicht gesehen. Wo bist du bei Weapons bei der Task? Alter, du lügst! Ja, ich bin rechts oben bei Weapons. Ich hab dann es kann sein, dass ich dich einfach nicht gesehen habe wegen der Vision, aber ich bin gerade reingelaufen. Ich bin bei Weapons und oben stich in Download. Als ich von Electrical weggegangen bin, wenig haben mich auch Micky und Fine gesehen und Fine müssen es bestätigen können. Also ich bin von unten nach oben gekommen in dem Moment. Also ich bin nicht gewendet von Electrical. Ja, das stimmt. Aber sie können es wieder runtergewendet. Ich kann Self-Report sein Chef und oder Fine. Ich hatte gleich nicht mehr. Was wäre das denn für eine Logik, dass ich an Sabine vorbeilaufe und sage, ich glaube, da ist ein Kill passiert und dann ein Kill mache und Self-Reporter? Voll die krasse Logik. Ich habe am Admin-Panel gesehen, dass wer gewendet ist, deswegen bin ich hingelaufen. Wir haben noch 7 Leute. Oh, warum bin ich jetzt geboten? Hey, die Frage ist, wer ist der zweite Chef? Ich krieg Chef Probe raus, geil, ich mach dich hier raus. Ich auch nicht. Komm, die perversen Geister sind zurück. Die perversen Geister sind zurück. Oh, ich will, dass einer duschen geht, ich will zugucken. Schleck, mein Junge, Schleck. Jo, so geil. Wer ist denn der zweite? Fino und Veni. Sicher? Ja. Veni ist? Ja, Veni hat mich gerade umgebracht. Veni hat mich umgebracht. Ah, ich weiß nicht. Hä? Bist du dir da ganz sicher? Der hat mich umgebracht. Na, ich weiß nicht. Der hat mich abgestochen. Hugo, moin. Hier. Ich glaube, Fino und Chef werden sie jetzt umbringen. Das ist so lustig, wenn man die Geister so hört, Alter. Oh, oh, da hat Vini jemanden umgebracht, oder? Safe Call ist Chef tot. Nee? Hä? Chef und Fine sind doch irgendwo lang gelaufen. Fine ist die Freundin von Unge. Oh. Ja.
Die habe ich erstmal entmutet bei Discord. Same. ganz kurz, ich weiß, dass es Fiene ist. Es ist 100% Fiene. Die ja, ist mit, Fiene habe ich gerade auch mit Chef runterlaufen. Die ist gerade mit Chef an mir vorbei. Ich schätze mal tot, aber sag mir noch, das Leid ist wichtig. Ich geh zurück und dann die gleiche. Ja, ich vertraue immer den Falsch. Miki und Chef, bleib mal ruhig. Wo ist Chef denn? Ja, es tut mir leid. Es war keiner drumherum, Leute, wirklich. Das war, ja, weiß ich nicht. Ich hab die auch gesehen, die waren rechts bei Navigations 2. Ja, genau. Ich bin auch eine Sekunde an Storage begegnet, ich geh atmen hoch, mach kurz Kabel, geh zurück und dann liegt die Leiche. Und genau an der Stelle, wo ich den begegnet bin. Oh, oh, Fiene, das war's dann wohl. Wiederschauen und reingehauen. Gut. Wiederschauen und reingehauen. Lass die auslachen, lass die jetzt auslachen, wenn die ja, lass die auslachen, aus, wenn die uns Fiene, hört. Fiene. Warte, lass über die lachen. Fiene. Eins, zwei, Fiene. Einfach eine Fiene so schlecht. Ja, die Geister hören sich. Du bist so fett. Und dann Chef zu töten, wie er gesagt hat, er vertraut mir, es war einfach so schön. Es war einfach ich hab so dir vertraut, Fiene. Ich hab dir Simon? Vertraut. Ja? Ich wollte einfach mal richtig rein. Du schreist so laut, dass ich gleich hören kann, wer der Imposter ist. Achso, ja, dann mach deine Boxen lauter. Deine Kopfhörer oder so. Hallo? Ja, wisst ihr, dass der Kopf wegfliegt oder was? Hast du deine Tür zu in dem Zimmer? Natürlich. Ja, gut. Ich sag dir mal nicht, wer es ist. Tschüss. Du willst einfach nur spicken. Sabine hört mich im Nachbarzimmer. Sabine hört mich im Nachbarzimmer. Ich habe eine Idee, Sabine. Ich zieh deine Decke über den Kopf. Das ist geil, dass sich auch Imposter hören, da kann man so Double Kills absprechen und sowas, was eine richtig geile Sache ist. Das ist richtig geil. Verstehen uns Chat. Ja. Sabine, jetzt bist du eh tot, scheiß drauf, oder? Sabine hat jetzt gerade noch gelebt, ich hab sie noch gehört, wie sie runtergegangen ist in Lower Engine und geredet hat. Wo warst du? Sabine, du bist tot, ne? Ich bin, ich steh bei den auf dem Vent, auf Camps, steh ich auf dem Vent und wollte checken. Weil du rausgekommen bist, oder? Nee, ich steh da auf dem Vent schon die ganze Zeit. Hörst du sie von dort noch, oder was, in der Elektrik? Ja, man hört durch die Wände halt, wenn sie nah dran sind. Weißt du, was ich meine? Das hört okay. Man noch. Ja. Also ich bin gerade Security runtergelaufen und sie liegt in dem Eingang zu Elektriker. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es Sabine ist, weil sie das letzte gewotet hat. Ja, ich auch. Aber jetzt, also das Ding ist, was ich halt jetzt denke, ist, also ich will jetzt niemanden jetzt so hart sassen. Halt auch glaub, sein, weil, also Vini hat halt gemerkt, dass Fiene halt viel zu viel belastet war letzte Runde. Und deswegen dann einfach auf Krams so mitgezogen ist. Schlau, wer ist das? Wer ist so schlau? Ich hab's später gemacht. Also ich finde, ich bin selber also ausgeschlossen. Also das Ding ist, Base würde ich sowieso safe callen eigentlich die Runde. Also ich würde... Ich war die ganze Zeit mit dem Kern unterwegs, die haben die ganze Zeit uns gehört und geredet eigentlich. Deswegen, also ich denke jetzt entweder Nico halt oder Veni, aber wir können von mir rausgeben. Ich hab Fiene rausgeschmissen, ohne Begründung irgendwie. Ja. Ich würde trotzdem skippen. Also keine Ahnung, so wie Nico das jetzt erzählt. Votet Veni. Von Base vielleicht nicht. Aber es könnte alles mögliche sein. Ja, weil du sie gerade noch gehört hast, das ist das Einzige. Aber wir können einfach skippen. Ja, also wenn Nico halt jetzt... Also ich habe halt vergessen, dass Nico Fiene gecallt hat. Deswegen ist es für mich eigentlich safe. Und ich habe sie ohne irgendjemand anderes. Sehr gut, Kev. Ich habe sie einfach rausgenommen. Los. Nico, wen würdest du? Simon. Also ich bin jetzt gerade bei Veni und Base. Kev hat immer so nett gesagt, hallo Nico. Fand ich ganz nett. Kev. Ja, deswegen vote. Bin ich ein von euch beiden eher. Kev, vote. Das ist aber stupid zu voten. Das Kev, Ding. Also egal, ob ihr einen Hass habt oder nicht. Ja. Ich vote auch Veni. Veni! Ja, Nico! Nico vote Veni. Ich kann skippen oder Veni, nein, oder? Nico vote Veni. Ja. Nico vote Veni. Ja, komm. Oh, shit! Was soll ich? Oh, shit! Here we go. Oh, shit. Here we go. Junge, Kev, wenn du es bist, ich bin sauer. Digga, wenn du es bist, ich bin auch richtig sauer. Haha, verarscht, Idioten. Okay. Nice. Let's go. Veni, warum hast du mich einfach getötet? Oh, warum? Alter, wie das einfach... Also ich muss sagen... Hallo, können wir ganz kurz alle zusammenkommen? Ja. Kurze Regel für die Geister. Wenn Discussion-Time ist, müssen die Geister leise sein. Ja. Sonst ist es zu durcheinander. Ja, also alle Geister, wenn diskutiert wird... Ja, das ist richtig. Ruhe, oder, bitte. Oder weil, weißt du, was du machen kannst? Du kannst einfach dein Ding... Ich bind dann auf Push-to-Talk, dann hört man mich eh nicht hingehen. Ja, einfach alle die Fresse halten, das ist das Gleiche. Ja, ich hau einfach hier noch eine Runde. Division Range gleich an. Wollen wir 0,75 oder 0,5? 0,75. Also ich find's mal richtig bockig, wie diese Welt. Ja, sowas. Ja, ist geil. Hey. Ist geil. Ich glaube, Baby hat den Code geleakt. Nein, hab ich nicht. Baby? Bei mir hab ich nicht. Baby?
Ah, immer Crewman. Oh, schon wieder Imposter. Das ist ja unnötig. Simon. Mann, lass mich in Ruhe, ich vertraue dir nicht mehr. Geh. Ich bin hier oben am Downloaden. Wenn mich jemand tötet, ich sag sofort, wer es ist. Hallo, es ist dunkel. Oh Gott, okay, okay, oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ah, ich habe eine Leiche gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe Veni gefunden. Ich werde sterben. What the fuck? Veni war gerade noch bei uns. Ja, hier. Ja, ich bin gerade noch am Download gewesen oben. Bin rechts Veni reingelaufen. Ist gestorben. Ja, und direkt. Ja, muss gerade damit gewesen sein. Direkt. Da muss das Fine gewesen sein. Nein. War Fine bei dir? Ich war's wirklich nicht. Fine ist wieder hochgelaufen. Fine ist wieder hochgelaufen. Die muss gewesen sein. Wer war noch da? Fine, wer war noch da? Warte mal kurz. Fine, wo warst du gerade? Nico und Chef waren auch da, glaube ich. Nico, Chef, stimmt das? Ich bin ganz am Anfang an Weapons vorbeigerannt, hab gesehen, okay, dass Veni... Okay, dann nicht Chef, dann Nico. Darf ich ausreden? Hallo? Ja. Das, ich bin direkt am Anfang nach Weapons gegangen, da ist nur am Anfang direkt Veni mitgekommen. Der hat sich direkt aus Weapons gestellt, ich bin direkt auf Tour gegangen. Und das hab ich also Fine war bei mir, ich sag's wie es ist. Ja, ich war bei Revi, ich war's wirklich nicht. Und Revi war's auch nicht. Wo? Nein, Fine kann wieder hochgelaufen sein, what the fuck? Ich hab die damit nicht entzast. Hey, nein, aber... Chef, wo warst du gerade? Ich kam ja wieder hochgelaufen. Ich war schon bei Navigation einmal und dann wollte ich mich entschuldigen. Ich find's auch witzig. Hey, ich bin gerade kurz vor Electrical. Fine, du savest jemanden, obwohl es dunkel ist. Also ich habe Fine gerade gehört noch im Gang vor Navigation. Ich stand nämlich drin. Ich bin nämlich gerade von Navigation wieder zu O2 zu reden. Nee, dann hat das Zeitlich nicht gepasst, weil sie ist dann tatsächlich runtergelaufen. Aber Revi, warst du wirklich unten? Weil ich hab's ja am Ende gehört. Nein, die ist wieder hochgerannt, Revi, die ist wieder hochgerannt. Ich war O2 gerade drin, hab grad die Blätter. Aber hast du mich gehört? Hast du mich gehört? Als ich gesagt habe, ich werde sterben. Ich hab gehört, ich werde sterben. Ah, eine Leiche! Ich glaube, es ist Nico, I voted. Hä? Ich auch. Oh. Okay. Dippe, ich hab nichts gesehen. Ja. Nico geht so hart auf mich, es ist Nico. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Sabine runtergelaufen ist. Ja, boah. Ich bin Admin. Nico, was sagst du, Nico? Ja, okay. Chef Strobel ist wieder so ruhig, ich vote den. Ich hab geantwortet. Ja, Chef und Nico sind's. Also wenn ich jetzt rausgevotet werde, der macht den Chef Strobel von gestern. Was? Die Imposter haben mich gevotet. Viele so schlecht gelogen. So schlecht gelogen. Okay, dafür wirst du das nächste rausliegen. Dafür wirst du das nächste rausliegen. Wenn ich sterbe, bitte vote Fine. Ich hab Fine gevotet. Ja. Ich hab Fine schon gevotet. Wenn ich sterbe, votet Simon und Nico. Digga, das war so schlecht. Oh, Chef Strobel, wenn du mich jetzt umbringst, ne, dann werde ich. Immer bin ich Chat. Immer bin ich. Leute, na, ich bin... rein in Olga! Sabine redet gerade mit mir über Dinges. Oh. Chef, nicht dich töten, okay? Nee, nee. Das weiß. Aber du musst jetzt sterben. Ah! Ihr Dummköpfe! Was? What the fuck? Haben Double-Kill gemacht, Chef und Vase? Ach, Unge, nicht schon wieder, wir zwei Viertelgeister. Die haben uns nebeneinander abgeschlachtet. What the fuck? Guck mal da. Lass ey, Revi, warum hast du nicht sofort Report-Button gespammt? Man. Hab's nicht gecheckt? Ich war direkt dead. Ach, Mann. Danke für die 10 Beziehungen. Das ist Fine wirklich nicht. Ich hab Fine gewonnen, aber es war's Fine wirklich nicht. Bitte nicht töten, Sie können mir nicht vertrauen. Sie gesagt, jetzt bin ich. Ich gewinne jetzt einfach. Oh mein Gott, was eine. Was für ein Speedrun! Oh mein Gott, GG. Alter, Base, ich hätte wieder durchgelaufen, Alter. Digga, was für ein Speedrun. Dang. Mein Poster sein, finde ich cool von euch. Danke. Okay, Fine, Entschuldigung, dass ich verdächtigt habe. Stark. Es waren tatsächlich Chef und. Aber nicht Nico, sondern es war Chef und Base. Erstmal, ich hab nicht bei mir, ich stand in dir drin, als du reportet hast. Ich hab's einfach auf dich getan. Ey, Veni, lass einfach die großen nochmal neu rein da. Die dreckige rein da, ja. Komm. Ich wollte gleich von random. Ey, das ist gleich mal große Map spielen. Oh, schon wieder ein Imposter. Wie soll auf solche Poster machen heute? Imposter, scheiße. 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 Veni, bleib da stehen, ich dachte dich jetzt ab. Bleib kurz stehen, okay? Ich muss noch fertig hoch. Ja, ich warte auf deinen Download, aber warte, geh hoch jetzt, damit dich keiner sieht. Geh dich hoch, damit dich keiner sieht. Ja, ja, im Dunkeln jetzt, warte kurz. Okay, Veni, bist du es oder soll ich? Willst du mich töten? stell dich in mich rein, Simon. Stell dich rein. Du wirst mich töten. Nein! Jetzt hab ich Angst. Nein, oh mein Gott. Also ganz kurz, ich weiß, dass es Mickey ist, weil Fine zu Mickey gegangen ist, hat gesagt, hallo Mickey, und ich hab das gehört und jetzt liegt Fine da tot. Ausreichen wir. Ich bin runtergerannt. Ich hab die gar nicht mehr gehört. Falsch. Nee, aus. Ich bin da von direkt gerannt, what the fuck? Fall dich drauf rein. Doch. Fall dich drauf rein. Fine läuft an mir vorbei.
er sagt, hallo Nico, hallo Mickey, und ich geh runter tot. Ja, warte, oh, warte! Fall doch nicht drauf rein direkt. Fall, ich muss raus. Junge, mach dich raus. Ich bin nicht Imposter, fall dich drauf rein. Ich hab dich gewotet, ich glaub dem das. Oh mein Gott, das ist ja nice. Ich hab gesagt, er ist Imposter, ich hab Base gewotet. Echt? Hat er wirklich gesagt? Stimmt, hat er wirklich gesagt, ne? Ja. Egal, lass erstmal Mickey raushauen. Ich bin nicht Imposter. Bist du jetzt raus? Also Mickey, wenn du es nicht bist, echt an der Also Mickey, dieses Lachen am Ende hat man schon wieder irgendwie durch deine Stimme gehört, muss man ganz sagen. Oh Mickey, schade, Alter. Was soll ich sagen? Ich vote Nico. Ja, vielleicht schafft Base das jetzt alleine. Der neue Titel ist von Mickey, der Voice Chat hat mich verraten. Kev, lass wieder zusammen chillen. Mann! Ja, okay, abfahrt. Ew. Ja, Musik, geil. Ey, Nico, eine Frage. Ja? Du hast ja gerade Mickey rausgevotet, bist du's? Nee, Simon, ich bin's wirklich nicht. Okay, cool. Also, Simon, guck mal, soll ich's nachstellen? Komm mal, her, komm mit, ich stell's nach. Also, guck mal, Ich stand hier, ne? Ja. Dann kam Fine, sagt so, hallo Nico, rennt hier runter. Sagt, hallo Mickey, läuft hier rein. Und dann auf einmal liegt hier Fine hier rein. Ja, ich hör dich, Face, ich hör dich. Ja, dann war vorbei. Lol. Also er war 100% passiv. Weißt du, dass die Geister uns belauschen können, wenn wir reden? Wusstest du das? Ja, Mickey soll ruhig wissen, dass ich ihn enttarnt hab. Veni, komm mit, wir müssen unten die Dingers ausschalten. Du weißt, komm. Ah, da ist eh jemand drin. Nein, hey, wir machen das. Auf dem Vent. Was ist nein, mach da immer. Komm jetzt, Veni, komm jetzt, Veni, komm. Hey. Ah, ist schon aus. Es war eh schon jemand da, alles gut. Ja, aber wir müssen doch immer hier hustlen, du weißt. Ich weiß nicht. Ich hab grad gesehen, wie Vase jemand umgebracht hat. Ja, das war Vase. Und Vase hat gerade Cap umgebracht. Das stimmt überhaupt nicht. Kann gar nicht sein, weil Vase war gerade auch bei uns. Nee, er ist schon mit uns mit gerade. Vase hat gerade Cap umgebracht. Ich hab's gerade gesehen. Ich stand gerade am Upload. Ey. Falsch, ich stand gerade am Upload. Chef, du hast gerade gesehen, dass Vase es war. Du standst daneben. An welchem Upload standest du? Bei Admin-Panel am Nachkommen. Hä? Aber Vase war doch noch gerade auf dem Vent. Ja, dann ist er gewendet. Lol. Hä? Nein, er ist mit mir mitgerannt. Er ist mit mir mitgerannt. Das stimmt schon. Aber Cap wurde gerade von Vase umgebracht. Leute, wir sind schon in Admin, es war schnell genug die Zeit. Also wir sind ja, eben. Schon ich vote Vase. Nee, ich nicht. Nein, warte mal. Ich skippe. Warum denn? Vase hat doch eben gesagt, dass er Imposter ist. Es kommt nochmal dazu. Ja, das hat jeder gesagt. Hör mir zu. Ich war gerade noch am Download, aber ich hatte noch mit Kevin gesagt, ich feiere deinen Emote, gehen in den Download. Ja, richtig. Rein, und dann hat Vase ihn, während du das gemacht hast, also es war Vase oder Revi. Einer von den beiden war 100%. Also ich würde nicht sehen, dass ich lass Folgendes machen. Lass Folgendes machen. Also ich hatte gerade den Screen offen. Ey, ich hab eine gute Idee, lass Folgendes machen. Wir können auch mit den Leuten reden. Lass uns die mitnehmen, wie so Verbrecher, wie so Gefangene. Und dann lass uns die zu irgendeiner Task bringen, dann müsst ihr uns genau erzählen, was die gerade machen. Und wer lügt? Und wenn sie wegrennen? Oh, dann werden die rausgewotet. Ich höre Simon nicht. Ich höre dich auch. Naja. Ich weiß nicht, Vase oder Revi ist es halt. Ja, dann nehmt mich mit zu der Task. Nehmt mich mit zu der Task. Ja, wir skippen aber sowieso. Ja, skippen. Ich habe Vase gewotet, ich sag's, wie es ist. Okay. Ah, fuck, Alter. Der Nico. Zwei Votes, Vase. Ich hab Vase gewotet noch. Ich hab Vase noch gewotet. Was? Okay. Vase, bist du's? Weil Kev weiß nämlich, dass ich recht habe. Kev, schrei als Geist Hua Hua, wenn ich recht habe. Okay, Vase und Revi, komm mit mir. Vase und Revi, komm mit mir. Vase und Revi, hallo. Komm mit mir. Kommt. Ja, komm. Komm, ey. Ich hab ja was Schönes für euch. Nein, kommt hier, hallo. Vase. Ich muss Matt. Ja, hier. Ich geh hier drauf. Ja, geh mal rauf da. Vase, hast du die Task auch? Hast du die Task auch? Nee, hab ich nicht. Oh, Simon. So, ich hab Revi gerade geproved, weil ich hab nämlich die Task auch. Revi ist es nicht. Was machst du jetzt, Vase? Ja, lauf weg, Vase, lauf jetzt weg. Du kannst jetzt noch laufen und jemanden töten. Wir werden dich nicht verraten, Vase. Warte, Revi, ich mach den Scanner auch. Okay, es ist Revi. Vase hat gerade Unge umgebracht. Ja, das war noch was. Wir waren in Mad Bay und Revi hatte die Unge. Ich hab gerade Mad Bay gescannt und er hat Unge umgebracht. Ich schwöre auf alles. Also entweder Vase oder Revi wollten gerade Prison Break spielen. Erstmal den Wächter gekillt hier. Ich glaube, Digga, pass auf. Ich hab gerade zu Vase gesagt, wenn er cool wäre, Wente. Ich hätte es keinem gesagt. Ja, lass einfach Revi voten. Lass einfach Revi voten. Ja, dann verliert ihr Revi. Let's go. Chillig. Dann verliert ihr. Ja, danach können wir Vase voten. Hey, diese dummen Flipwords. Ich mach meine Aufgaben. Dafür ist nicht fertig. Ihr werdet sehen. Dass die Revi rausholt. Schaut, Alter. Digga, dass du überhaupt irgendwie und gewonnen. Und falsch. Was? Ey, Revi, wie dumm sind die, dass sie dich rausholen? Wie dumm sind die? Ja, Vase, was sagst du? Ich lauf mal mit dir mit, Vase, komm. Vase, warum willst du dich nicht dafür ein, dass Vase rausholen? Scheiß auf die anderen sagen. Ich bin auf deiner Seite. Scheiß auf die anderen sagen. Ich hab alles gemacht. Du willst dich auch niemals killen, oder? Ah. So funktioniert das. Ich bin auf deiner Seite, ich glaub dir.
You had a good run, Waze. Ah, es muss Waze sein. Ich war sogar bei ihm und er hat auch Reaktor gefixt. Es waren nur drei Leute in Medbay und das kann sogar, ich glaube, Chef auch proven, weil wir waren in Atembären und es waren drei Leute schon durch. Und ich habe gesagt, gleich passiert irgendwas und dann ist Simon getötet worden. Ja, und Sabine war unten bei mir. Also da wäre ich ja wieder ein Poster. Waze, sorry, aber es geht. Nee, dafür alle waren auf der rechten Seite und Waze fixt links den Reaktor. Oh Mann. Lost. Scheiße. Lost. GG! Ey, hört mir zu, hört mir zu! Ich hab die auf den, Scanner gebracht, aber dann wurde ich umgebracht auf den Scanner. Hey, Vini. Ja. Switch mal zur großen Map, oder? Eine Runde noch, dann wechseln wir ins Polus. Eine Runde noch, dann wechseln wir ins Polus. Miki, was sagst du? Miki, was sagst du zu der Situation? Base, warum hast du links den Reaktor gefixt? Nein, weil ich sowieso rausgekriegt worden wäre. Oh, schon wieder ein Poster. Krank mit Revi. Revi, jetzt rocken wir. Revi, jetzt rocken wir. Okay, jetzt kommt der Sieg. Ich downloade. 14%, 28%, 42%, 56%, 75%, 80%, 90%, 100%, ich bin fertig. 4, 3, 2, complete. So. 1, complete. Fertig killen, Simon. Nee, du hältst deine Schnauze. Fertig killen. Nein, ach, Miki, bitte nicht. Doch. Miki, lass mich kurz die Karten noch durchziehen. First try. Und. Oh, falsch. Oh, second try. Mach du jetzt? Ah, er will mich umbringen! Miki ist es! Miki! Hilfe! 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 Ich hab gesehen, wie Miki mal umgebracht hat! Hallo! Hilfe! Miki ist es! 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 Ich hab gesehen, wie er ihn umgebracht hat! Oh nein, er macht den Reaktor an! Ja, es ist Miki! Ich hab gesehen, wie er ihn umgebracht hat! Oh mein Gott! Warum lachen wir? Oh, ich werde Revi umgebracht, aber niemand will sagen. Ja, ich habe gerade Revi gefunden. Ach. Nachdem Miki und die davon weggerannt sind. Also können wir jetzt Miki voten, oder? Also ich hab grad Unge gesehen, der an mir vorbeigelaufen ist und geschrien hat, Miki ist es, Miki ist es. Ja, ich hab jetzt auch gesehen. Ich hör Simon mal wieder nicht. Ja, also Miki und Simon, oder? Ja, Sabine, du hörst mich auch nicht, ist ja so. Dann lass Simon voten, oder? Nein, ich bin's ja gar nicht. Ja. Hey, nein, bitte. Simon, ich weiß. Aber warte mal, Miki ist auch nicht zu 100%. Miki ist auch nicht zu 100%. Die Sache ist, Miki hat mir gesagt, er will mich umbringen und dann bin ich weggelaufen vor ihm. Ey, ich hab Miki schon gewotet, ja. Ich hab auch Simon gewotet. Ja, GG, Alter, irgendwer fliegt jetzt. Oh mein Gott. Keiner hat geskippt. Wie seid ihr asozial? Was seid ihr für asozial? Asozial. Ey, behalt mal Miki im Auge. Unge, was geht? Du bist immer tot, oder? Kann es sein, dass du immer tot bist? Chef Strobel, ich wollte Chef Strobel sagen. Ey, Chef Strobel, ich bin Imposter, dann war der einfach, er hat mich umgebracht. Oh, nein, Chef Strobel und Miki? Hey, hallo Nico. Okay. Warum haben die mich rausgevotet, Revi? Was war das? Digga, wie so ein Soziopath rennt dann über die Map und schreit. Ah! Warum haben die das gemacht, Revi? Warum haben die das gemacht? Oh oh! Sabine ist. Oh, deine Frau! Es war so geil! Sabine, was bist du für eine kleine Mörderin? Findest du auch dir schöne Füße? Ja, geile Füße. Ich geh mal weg. Was soll ich? Oh, es ist Sabine. Die ist gerade vor mir umgefallen. Der ist gerade vor mir umgefallen, aber ich habe nicht gesehen, wer es war. Die Leiche. Nico ist gerade vor mir umgefallen. Dann muss es ja Veni sein. Nein, Veni glaube ich. Also doch. Miki kann es eigentlich, glaube ich, nicht. Es waren nicht Finn und Miki. Das waren ganz sicher nicht Finn und Miki. Ganz sicher nicht. Ja. Waze kam rein, es muss Waze gewesen sein. Ja, Waze warum hat sich denn sehr, sehr komisch auch verhalten an der Tür tatsächlich. Oh mein Gott, wo waren Chef und Sabine? Warte, wo waren Chef und Sabine? Ich bin gerade in Medbay. Ja,
Halt ich bin auch gerade in Admin reingelaufen, um zu gucken, wer da ist. Weil wenige spielen. War Kev auch bei Simon's Health? Kev war von Simon's Health. Wo ist Kev gestorben? Ich glaube, mit Vase machen wir nichts. Warte mal, Veni. Wo ist einer umgefallen bei dir? Ey, habt ihr mich schon reingehört? Sabine? Storch beim Licht. Ja, ich hab dich gehört. Ich hab dich gehört. Habt ihr mich schon reingehört? Miki und Sabine, dass ihr gleich da liegt? Nee. Ich hab dich gehört. Dann muss es Vase sein, weil ich hab ihn nicht gesehen als einzigen. Ich hab nur euch zwei gesehen. Nein, ich hab dich gehört, als ich in Admin war. Okay, Vase, letzte Task. Also, ich hab Vase gesehen, Vase ist in Admin reingehört. Nein, letzte Task war. Nein, nein. Ja, was war letzte Task? Als ob ich viermal hintereinander bin. Ich war in Auto und hab grad nur was gemacht und bin von umgekommen. Und warte mal, Fine und Mickey sind bei mir. Mickey, nein, Nein, ich glaube nicht, dass es Mickey ist. Dann ich bin rausgelaufen, die Leiche ist vorne von Mickey mir. Weggerannt. Ne? Es ist Mickey und Fine. Mickey ist Fine. Es ist safe, okay, safe, safe. Mickey kann das nicht gewesen sein. Ich hatte scheiße Angst vor Mickey, aber Mickey war der Kerl nicht. Mickey und Fine können es nicht gewesen sein. Sabine wurde Vase. Und ich weiß, dass eine Person nicht gewesen ist. Doch, klar, die beiden sind es. Nein, die beiden sind es. Ich hab die Leiche vor denen gesehen. So sieht's aus. Ich glaube, es sind Vini und Mickey, Leute. Ich sage fürs Erste. Raus mit dem Vase. Vini und Mickey. Ich hab Angst. Sabine, du musst jetzt gleich einfach in 10 Sekunden O2 anmachen und dann Double Kill. Habt ihr gewonnen? Komm, Sabine, go. Was darfst du denn nicht sagen? Doch. Nein. Ein bisschen helfen. Ja, nein. Doch. Was auch eine gute Frage ist. Boah, Memo. Von irgendjemandem. Mickey, moin. Können wir, was denkst du, wer ist der Imposter? Veni ist es. Nee, ich bin's echt nicht. Da? Okay. Hey, Mann. GG! Ja. Stark! Sabine, ich muss nicht mal was machen. Ich wollte gerade noch. Oh mein Gott, Ehre. Oh, hast du überhaupt gewotet? Mann, hast du überhaupt gewotet? Ich hab gewotet, ja. Aber oh, sehr spät auch wieder, ne? Oh, so, Dings hier. Polos. Ja, auf jeden Fall. Polos ist geiler. Ah ja, andere Männer. Let's go. Andere Oh Gott, das wird der Horror. Girl, sehr stark. Okay. Sehr stark gespielt. Girl, sehr stark. Oh, ich war so nervös. Ich wollte die ganze Zeit nichts sagen, nichts reden. Ich war so, oh mein Gott, ich muss einfach die Chance halten. Sehr gut gemacht, Sophie. Sehr gut gemacht. Ey, die haben alle verdächtigt, nur euch nicht, Alter. Ja, ist so. Sehr gut. Alle sind schon in der neuen Lobby. Ich bin so, hallo. Neuen Code eingeben. Hallo. Okay, let's go. Sabine, du hast noch Dingens nicht ausfrischt, doch. Nein. Ja. Yo. Bah, wer hat da gerade gefurzt? What the fuck? Hat sich jemand die Nase gefurzt? Das war Revi. Ach so. Oh, Crewmates. Geil, Crewmates. Ich bin keine Gefahr. Endlich. Ich bin keine Gefahr. Ja, welche Schlüssel habt ihr? Ich hab den unten rechts. Den zweiten von unten rechts. Ich hab den zweiten von unten rechts. Ich hatte unten rechts. Oben rechts. Ich hatte zweiten von unten rechts. Achso, okay. Ey, wenn man das hier mit Voice Chat mit deinem Hirn spielt, hört man ihn dann im Voice Chat hoch. Ja, klar. Nacht, was? Die ganze, hey. Vase, bleib da schön stehen, dass ich hinter dir stehe, falls mich jemand Stack hitten will. Wir feiern die ganze Nacht. Ich glaube, es ist Simon. Aua. Boah, wen soll ich abstechen, Chat? Wen soll ich abstechen? Wer kann hier scannen? Guck mal hier. Leider ich nicht. Ja. Ich scanne mich noch nicht, als Imposter bin ich. Hellgrün. Wer ist nochmal Hellgrün? Ja, Unge. So, wen von euch soll ich umbringen? Hä? Wen von euch soll ich umbringen? Lass es! Nicht töten! Revi? Komm, Revi ist dann wieder. Lass! Ich hab's eins, Sess! Unten rechts? Oh! Alter! Leute! Sabine also. Und Revi. Ich hab reported, ich hab zuerst drin, das hast du. Mhm, Sabine okay. Und Revi haben beide von mir Unge und Kev getötet. Oh, beide leicht nee. Durch umgefallen. Na. Bullshit! Das ist Bullshit, denn wir sind gerade reingekommen und Chef Strobel. Ich hab Double Kill alleine gemacht. Na, Junge, lass mich doch ausreden. What the fuck, Alter? Chef Strobel stand alleine in Specimen drin und einer ist nach links noch rausgelaufen. Wer zuerst? Sabine so. Oder warte, erst ganz kurz. Okay, ich habe eine ganz interessante Info für den Punkt. Wenig, Chef ist 100% innocent, weil er vor mir gescannt hat. Ich hatte auch die Scan-Task. Tja, und dann habe ich damit. Bist du Revi als erstes raus? Lass Revi zuerst, Revi zuerst. Und danach Sabine. Das war ein Fehler, Revi. Das war ein Fehler, Revi. Das war ein Fehler. Digga, also einfach das ist mit einem Report beide im Poster. Simon, warum kriegst du eigentlich wieder uns beide? Digga, was für eine Scheiße, Alter. Ja, Kev, okay, was soll ich dazu sagen? So die Besten. Aber Leute, mach das mal nicht beim Scanner. Die Besten müssen zuerst ausgeschaltet werden. Ja, genau, die Besten. Raus denn, Revi. Digga, einfach nur unlucky, dass der da um die Ecke kommt. Raus. Wie kann man so blöd sein wie Revi? Einfach ins Beste mit dem Boot mal. Mann, ich hab beide noch reported. Oh. Ich wollte auch.
Meine Ohren sterben von diesem Sound. Macht jemand einen Alarm? Sound? Ja, bei mir knackt das alles richtig. Oh oh. Ui. Sabine, komm, nein, jetzt play. Ey, Revi, wie schlecht war das eigentlich, dass du mich im Specimen tötest? Oh. Ey, es war so schlecht. Der reinläuft, Alter. Nee, aber im Specimen, du kannst nicht raus. Da gibt's kein Vent, nichts. Das ist so dumm, wirklich, Revi. Das war einfach nur dumm. Ich sabotiere jetzt die ganze Zeit, bis ja, du nichts machen es war einfach nur dumm, Revi. Es war einfach nur dumm. Revi, also dass du jetzt verloren hast, war einfach nur deine eigene Schuld, weil du dumm bist, wie ein Stück Scheiße. Sabine hat schon zuerst gekillt. Ja, nee, du hast zuerst gekillt. Du bist ein dummes Stück Scheiße. Das aber Sabine einen Double Kill macht. Oh, stark. Sabine ist der zweite. Geiler Sabine Track. Ist gone. Okay, ich lass an. Hey Sabine, nicht schlecht trotzdem. Dass du dich für einen Double Kill getraut hast, war stark, aber Revi war scheiße, deswegen hast du verloren. Halt's Maul, Alter! Ja, aber die gute Runde, Revi, hast gut gespielt. Easy, Leute! Easy! Revi war ja Revi war eine richtig gute Post. Ich hab mich fürs Team geopfert. Revi war Team. Stark, was? War gut, ich bin zufrieden. Ja, sehr gut. Ah, Digga, scheiß Chef Strobe. Geh direkt nochmal rein, Oh, Crewmate, Leute. Crewmate, ich bin kein Imposter. Schlüssel ganz unten rechts, ganz unten rechts. Ganz unten rechts. Ich hab zwei Leute oben rechts schon wieder. Ich hatte ganz unten rechts. Ich hatte ganz unten rechts, Veni. Unten rechts hast du gesagt? Unten rechts. Oben rechts. Veni, komm mit mir, komm doch mit mir. Veni, lass uns zusammenbleiben. Lass uns zusammen. Komm mit mir, komm mit mir. Komm mit mir, Veni. Hast du hier oben eine Task? Wir gehen unten. Ja. Ja, dann mach du erst die Task oben, komm. Hä? Ach, du hast unten eine? Ja, hier, oben habe ich keine. Ja, okay, ich habe hier den O2-Kanister. Mach du mal da, ich rede weiter mit dir durch die Wand. Ja, ja. Ja, da ist weiß bei Veni, wenn du Veni tötest. Ich weiß, dass du es bist. Ja, ich weiß, dass Sabine, wenn du. Simon, du machst den Task nicht, warum stehst du hier draußen? Hä? Ich mach die Task. Hä? Du stehst bei mir draußen vom Raum. Hä? Hä? Aber ich mach grad die Task. Lol. Kann nicht sein. Hab die Task gemacht. Ja, wirklich. Hä, du trollst? Nein! Jetzt mach ich Wasserrad. Nein, halt auch nicht. Er hat's Wasserrad. Oh, Sabine. Was soll ich dazu sagen, Girl? Wir wurden einfach. Wir wurden abgestochen. Warum hast du nichts gesagt? Wie, warum hab ich nichts gesagt? Ja, wir haben die ganze Zeit mit dir geredet und du hast nichts gesagt. Ja, ich rede mit allen, nur du verstehst mich nicht. Und du hast auch nichts gesagt. Das musst du mir erklären. Veni und Chef Strobel sind vor mir gewendet. Veni und Chef Strobel sind vor mir gewendet. Chef Strobel habe ich kann nicht bezeugen. Wo bin ich vor dir gewendet, Base? Ich war in Electrical und unter mir seid ihr hochgewendet. Ja, Base, kannst du mir das bitte erklären? Ja, Base. Nein, Chef Strobel ist safe. Chef Strobel ist safe. Ich hab's auch gesehen. Base, bist du. Base, du hast auch gesehen. Ja. Base, bist du da? Ja, hallo? Nico, wollte ihn doch. Ja, ich wollte Chef. Was soll ich dir erklären? Du standest in Electrical am Lichtschalter. Das Licht geht aus, du machst das Licht nicht an. Erklär's mir. Nein, ich bin ja rausgelaufen und dann ist das Licht erst ausgegangen. Ja, und dann rennst du nicht zurück? Nee, weil ich direkt zum Emergency-Button laufen wollte. Chef Strobel, ja, aber der Chef und die Base ist auf der anderen Seite, Base. Mickey, der ist Proof. Chef Strobel ist. Warum? Nein, das ist absolute Bullshit, hä? Chef und Veni, 100%. Ja, Chef und Veni, er findet einfach irgendwas. 1000%. Das macht gar keinen Sinn gerade. Wo war die Leiche überhaupt? Die Leiche ist in. Warte, ich hab falsche Map offen. In O2 unten. Und Mickey kam mir von seinem Gang, aber Mickey ist es nicht. Doch, ihr seid. Nein. Ihr seid aus dem Event gekommen. Ich bin rübergelaufen zu Camps und dann bin ich wieder raus. Also, Waze, ich hab Simon gesehen einmal kurz, aber was du gemacht hast. Strobel, bitte. Nein, ey Junge, Revi laber schon wieder. Es ist absolut. Es ist 1000% Chef und Veni. Nein. Ja, Chef Strobel. Du, ich hab keine Ahnung, wie ihr das random hier. Ey, hat irgendjemand die zwei gesehen? Standen die vor einem Haufen und haben sich ausgemacht, dass die das einfach sagen jetzt, oder was? Ja. Revi war nicht mal bei mir. Das ist absolut. Ja, guck mal, Revi war nicht bei dir. Warum gibt dir Revi so Rücken? Das verstehe ich. Ja, was ist denn das? Weil es einfach. Chef Strobel ist es gewesen, weil ich weiß, was Waze gemacht hat. Er sagt die Wahrheit. Was hat Waze gemacht? Hä? Der guck mal, ich sag euch doch mal, was Waze gemacht hat. Aber wo willst du wissen? Ich hab drauf gewartet, bis das Licht ausging. Und dann bin ich rausgelaufen, als ich gesehen habe, dass ihr beide rausgewendet seid. Ich glaube, Revi in unsere Richtung und geht einfach unsere Gegend, obwohl wir nach Leipzig. Ich will einfach nur Chef Strobel rausfliegen. Danach bitte, Veni. Das ist ja so schlecht einfach.
Nee, ich glaube, er kommt leitend aus und er kommt uns entgegen bei Liberatory. Ja, dann lass dann auch einfach Veni voten. Ja, ey, Chef, wie schlecht fühlst du dich jetzt? Bitte Waze. Schön reingeschissen, Chef, ne? Kann man da durchschauen? Ich wusste das gar nicht. Ah, Chef, reingeschissen, Chef. Reingeschissen, Chef. Kann man da durchschauen? Wo kann man durchschauen? Wo? Wo? Hier, von hier? Nach da. Ja, ja, kann man. Das wusste ich gar nicht. Ich hab gerade wegteleportiert, habt ihr das gesehen? Und jetzt Veni raus. Jo. Und Veni raus. Wenn es Veni also nicht ist, dann... Schon krass, dass zweimal die Impostor von einem geroastet werden, so ein bisschen. So, also ja. Es ist doch jetzt ein Double Kill passiert, oder? Nein, es ist gar nichts passiert. Veni raus. Hä? Okay, Veni? Also... Veni hat das Game geleftet und Chef wurde rausgevotet. Veni hat den Disconnect. Okay, Waze also und Revi ich hätte es aber nicht Veni haben instant gevotet. Guck mal, das Ding ist hier, wenn wir mit Veni, wenn Veni jetzt nicht, wenn, nein, wenn Veni jetzt nicht richtig ist, dann könnt ihr nicht... Warum? Nein, falsch, Mickey, falsch! Oh, Kaffee, Mickey, Mickey, bist du dämlich? Aber das Ding ist, weißt du, Mickey, kann man so blöd sein? Wir haben jetzt einen safe, wir haben jetzt einen von Veni und Chef und wir haben jetzt einen von dir und... Votet bitte Veni, dann haben wir gewonnen. Votet Veni! Warum sollte ich auf zwei gehen? Das Alter, das macht keinen Sinn. Ja, lost. Oh, dumm. Wasted vote. Ey, Mickey, wie bist du so doof, Mickey? Oh mein Gott. Das macht doch gar keinen... Wie kann man... Also, lost. Nicht wahr, wenn Mickey so geht... Ey, ist Mickey so blöd, oder? Ja, komplett hängen geblieben. Mickey, bist du dumm? Mickey. Hat, Mickey, dritter Imposter einfach. Mickey, bist du blöd? Ich will einfach, dass du rausfliegst. Mickey, was soll die Scheiße? Na komm, bring mich doch um. Mickey, es ist Veni. Es ist Veni. Nein. Warum denkst du das denn nicht? Weil Waze von dem Electrical-Ding weggelaufen ist. Veni wollte mich gerade umbringen. Scheiße, wollte ich. Revi läuft mir die ganze Zeit hinterher einfach. Mickey, mach jetzt nicht diese dummen Scheiße, bitte. Ja, Waze, was? Ich truste einfach Waze nochmal. Ich truste Waze. Ja, ich euch aber nicht. Es ist 1000% Veni. Wir sind 6 Leute. Wenn es Veni nicht ist, ihr werdet sehen. Waze, warum bist du da weggerannt? Kev, vote einfach, bitte. Für uns. Bitte votet Veni. Bitte, Kev. Warum bist du da weggerannt? Trust me, Kev. Kev, wirklich. Warum bist du weggerannt? Voll Electric. So blöd. Ja, es ist halt über random. So, weißt du, das macht keinen Spaß. Wo hast du gesehen, dass sie gewendet sind? Aus Electrical raus, bitte. Du siehst den Vent unten. Wenn du an den Lights-Dingern siehst du in dem Lichtkegel, siehst du den Vent unten. Ey, Chef. Beide sind rausgelaufen. Im Lichtkegel, wenn das Licht aus ist, siehst du das. Das war ja nicht aus. Ich habe ja gesagt, dass ich rausgelaufen bin und dann ist es aus. Nein, es war aus und du hast das nicht angemacht. Nein. Du bist da weggerannt. Dann, du bist mir entgegengekommen. Wir haben uns ja getroffen, als wir... Genau, ich wurde... Alter, Kev, oh bitte. Mein Gott, Mickey. Trust me, Kev, einmal. Kev, wirklich, mach mal. Einmal. Ich will bitte, einfach Waze... Ich will Waze einfach einmal glauben, Kev. Sonst gibt das keinen Sinn. Guck mal, das Ding ist, Mickey ist auch von der Leiche weggerannt. Also, ich beschuldige nicht mal Mickey. Ja. Ja, aber trotzdem, weißt du, das Ding ist halt so, keine Ahnung. Also, wenn wir jetzt halt einen von euch beiden rausholen, dann haben wir halt einen safe. Kev, dann können wir easy, weil du mal weiter. Und dann kick mich. Dann es wird sowieso keiner rausgevotet. Entweder du votest mich und es ist over praktisch, weil ihr dann verliert. Oder? Ich glaube, es ist doch eben Double Kill passiert. Es ist kein Double Kill passiert. Wenn wir jetzt richtig liegen, wenn wir Veni jetzt rausvoten, können wir danach Waze flippen. Ganz einfach. Es ist halt 3 Votes für mich und 2 für Waze gerade, Kev. Also. Ja, eben, ich weiß. Und das Ding ist, wenn ich jetzt nicht vote, dann wir gehen fucking Reactor an und wir sind alle dead. Nein. Ich weiß nicht, welcher Welt ihr das jemals trust. Dass zwei Leute einfach random beschuldigen. Aber ihr raus da jetzt. Das Ding ist, ich find's halt einfach krass, dass Chef und Veni einfach aus dem Match gesprungen kommen. Ach, oh, Digga, kämpft mal! Muss man checken, ja nicht. Dann machen wir jetzt noch ein Emergency, ich brauch mehr Zeit. Ja, komm! Rein mit dem Emergency! Gottes Willen. Mach du, Kev. Meine Güte. Ich kann nicht mehr. Mach doch einfach jetzt den Sack zu, Alter. Was ist es denn jetzt? Mickey, wie kann man so blöd sein? Ich brauch irgendeinen Schwanz hier Task machen. Wirklich. Lost. Rübsen. Der war schwach. Jetzt wird. Sabine, du bist nicht gemutet, ne? Weil hört dich rübsen in meinem Stream. Perfekt. Jetzt wird Veni halt die Leute töten. Jetzt wird Veni die Leute töten, die halt gegen ihn gestimmt haben und dann wird er gewinnen. Weil die Leute, weil Kev und Mickey einfach nur dämlich. Ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen. Ja, da. So dumm. Nee. Eieiei. Boah, jetzt bin ich auch am Zweifeln. Ich glaube, Veni hätte die Wahrheit jetzt gesagt. Ja, eben, ich auch.
Scheiße, ich wollte ihn nochmal einfach. Ich hab richtig Angst. Ich seid so fucking stupid. Kevin, schloss mich einmal, bitte. Einmal. So geil, random. Mickey, komm rein damit. Ey, scheiße. Die Frage Mickey, was ist. Guck mal, das Ding ist, ich frag mich halt, sind Revi und Vase wirklich so dumm, jetzt die ganze Zeit nicht Double zu killen? Und es einfach lassen, weil die den Upload wollen, Mann. Wir hätten die ganze Zeit Double killen können, auch gerade an dem Table. Wir haben's ja, und gemacht. Genau deswegen, Revi, weil es die ganze Zeit Upload. Könntet. 10 Minuten. Weil es die ganze Zeit könntet. Das muss man nicht mehr, man muss 8 Minuten haben. Und wie dumm war das jetzt, wäre das jetzt bitte gewesen, hätte ich Lights sabotiert und, also es macht überhaupt geh keinen Sinn. Geh alleine fixen, das macht keinen Sinn. Kevin, hast du gewonnen? Bitte, warte ich nicht. Los, Kev, du hast mich gewotet. Ich schwöre, wenn du mich gewotet hast, ich bin wirklich sauer. Das ist so dumm, Mickey, bitte vote Vini, bitte, Mickey. Ich bin wirklich sauer. Ich vote Vase. Danke. Oh mein Gott, wenn wir jetzt gewonnen haben, dann wie hat in Gottes Namen hast du uns das Event springen sehen. Ich hab dich nicht gesehen. Oh mein Gott. Jawohl, Junge. Ich hab dich wirklich nicht gesehen. Alter. Oh mein Gott. Meine Güte, das ist gedauert. Mickey, wie kann man so blöd sein? Mickey, wie kann man so blöd sein? Ich hab dumme Lachen. Mickey, du warst einfach dritter Imposter, Alter. Ey, und Veni und Chef hat irgendwie ein Disconnect. Wie kann es eigentlich sein, dass sich so auf die Imposter beide zusammen... Dumme Lachen, Alter. Du, das ist absolute Bullshit. Ich hab keine Ahnung, wie der uns gesehen hat. Doch, ich hab seine Beine gesehen, aber ich wusste, dass die Crewmate Bitchin von da oben vom Leitkasten... Warum bist du leid, wenn du da dran bist? Danke, Remi, dass du mir geglaubt hast. Danke. Gerne, Mann. Chef Strobe wollte ich einfach nur... Mickey, du bist so blöd. Mickey, du bist so ein Dummkopf. Mickey, du bist so blöd. Mickey, wenn ich Imposter werde, werde ich dich einfach nur töten. Für deine Blödheit. Für deine Dummheit, ey. Ja, ja, Mickey, du bist so blöd. Fine, kommst du wieder ran? Ach, Leute. Wenn Fine sagen, dass sie wieder reinkommt, ah, ja. Oh mein Gott, ihr hört mich wieder, oder? Ja, ja. Ja. Oh, let's go. Oh, nee. Mickey, wenn ich Imposter werde, ich werde dich sofort töten, weil du so blöd bist, Junge. So blöd kann doch keiner sein. Boah, Mickey, pass auf dich auf. Pass auf dich auf, Alter. Oh, Crewmates. Oh, und ich bin Imposter. Zweiter Schlüssel, zweiter Schlüssel, zweiter Schlüssel. Zweiter Schlüssel. Den letzten Schlüssel. Zweiter Schlüssel. Der dritte Schlüssel von links. Ich hab hier Schlüssel. Dritter von links. Dritter von links. Den Storage, bitte nicht töten. Ja, gut, dann komm ich mit dir, Fine. Ich töte dich, ich töte dich. Junge, hier ist Double Kill gleich. Ja, sechs Leute. Ich töte. Ich will bei euch bleiben, bei so einer großen Gruppe bleibe ich. Hallo Revi. Ey. Hallo Fine. Hey, immer hinter dir. Also irgendeiner lügt hier, wir haben nicht alle diese Aufgabe. Nee, ich hab die auch nicht, ich hab die nicht. Ich hab die nicht, ich stehe nur bei euch, damit ich safe bin. Ich hab sie einfach nicht. Aber Revi, wenn du mir glaubst, kannst du mit mir jetzt mitkommen. Okay, Revi, ich vertraue Revi, ich vertraue dir, Revi. Ich vertraue dir nicht, ich okay, aber komm mir trotzdem mit. Ey, wenn Revi stirbt, bin ich es, weil... Revi, komm jetzt mit mir, Revi, komm mit mir, komm. Ich komm nicht mit. Doch, Revi, komm mit. Komm mit, Revi. Nein! Ich muss hier was downloaden. Hier, Revi, Kabel. Rot, blau, lila, gelb. Fertig. Wo ist er hin? Da ist es Simon. Vase, bitte töte mich nicht. Nichts. Sabine, bitte töte mich nicht. Merlin, Charlie? Ah, Björn stirbt, warte. Ey, nicht, Chef. Moin, wir gucken, wie er tot ist. Ja, es noch alles, Es leben noch alle, cool. Aber töte mich nicht, okay? Jo. Wenn du mich jetzt tötest, ich bin in der Kamera. Ich bin eine kleine grüne Imposterpflanze. Ich hab schon zwei Leute getötet. Jetzt töte ich noch viel mehr. Wen töte ich als nächstes? Wen töte ich als nächstes? Ah, Fine. Moin, ich lad schnell hoch. Ja, ich lad auch hoch, aber warte kurz. Also, das kann ich bestätigen, du warst vorhin noch beim Download. Das wäre Pfeife, wenn du das als Imposter machen würdest. Oh, Chef, das ist stark, okay. Okay, ich vertraue Chef. Und ich vertraue Chef Strobel nicht. Oh, es sind zwei Leute gestorben. Okay, Sabine, du musst jetzt deinen Push-Talk-Button loslassen, damit ich dich auch höre. Ja, so. Veni hat, Veni lag vor, wo der Emergency-Button ist, in den, zwischen den Räumen. Okay. Quasi, davor. Ja, es muss gerade relativ frisch sein, weil ich war mit Chef eben an Lifeline, da war noch keiner tot, dann sind wir eine kleine Runde haben wir gedreht, so 20 Sekunden her ungefähr. Also der Kill muss in den letzten 20 Sekunden passiert sein. Und Chef und ich und Veni waren gerade beim Download in Communication. Nico, wo bist du hin? Wer war gerade Specimen? Und links. Dann glaube ich, Nico ist es nicht.
Ich stehe also an dem Wasserbehälter. Chef Strobel, niemand in der Nähe gesehen, leider. Okay, Miki, wo warst du? Ich war die ganze Zeit mit der Nico unterwegs und dann habe ich gedownloadet am Ende in Weapons. Das ist wie im Upload mit Unge, und Unge hat auch davor gedownloadet, bei wo Lifeline ist. Deswegen bin ich sehr stark dafür, dass er. Miki? Ja. Dein Abzug, wieso hat der so lange gedauert? Das habe ich dich eben schon gefragt. Weil ich gucken wollte, ob du den Abzug machst. Nee, Miki ist ein Imposter. Ich habe den Abzug gemacht. Okay. Miki klingt so krass. Miki hat auch kein Alibi, ja, Miki. Wo ist der Alibi? Miki hat am Abzug eben sehr lange gestanden und hat gesagt... Communications bei euch. Aha, nee. Okay, ist eine Lüge. Ist eine Lüge. Ey, Miki stand nicht bei uns. Miki ist erst ganz am Ende dazugekommen. Das kann mit der Killzeit hinkommen. Ja, genau. Lügen, Miki, raus. Ja, raus. Nein. Doch, du hast schon oben gesagt, ja, ich hab Schlüssel. Oh nein, ja, was für Schlüssel? Was für Schlüssel? Ich bin Imposter. Es stimmt nicht, ich bin Imposter. Okay, sag mir, wer dein Teamkollege ist. War es? Ich bin Imposter. Mach mal Auge auf Waze, bitte. Okay, sehr gut, den haben wir. Leute, einer Waze weg. Keine Chance. So, Chef bleibt bei mir, wir sind Team. Komm, Chef. War es sicher, Miki? Wenn du mich jetzt abfackelst. Nein, keine Sorge. Ich glaube, es ist Waze. Nee, es könnte auch Fine sein. Nee, warte. Ich muss nach links, nach links. Komm, Upload gemacht? Die Sache ist, Fine hat eben noch Dingens gedeckt. Komm mit, ich muss hier das da einmal machen. Die Wasser machen. Und genau, ich muss hier einmal die beiden Zahnräder, beide. Sekunde. Hast du den ganzen Upload gewesen? Schon gemacht, Unge? Ich bin mir nicht sicher, warte kurz. Hör mal auf, Revi, bitte. Okay. Warte, ey, lass mich nicht alleine, ich muss noch das andere Wasser reinmachen. Okay, ich mach kurz das andere Wasser. Oh Gott, Nico, hui. Nico war eben schon sus, ich sag's, wie es ist. Junge. Nico, wenn du mich jetzt tötest, war es dumm. Das ist niemand, ich stell mich einfach deine Leiche, dann sieht das niemand. So, haben wir alles fertig? Ey, die anderen sind abgehauen. Oh, Chef, bleib bei mir. Was musst du machen, Chef? Welche Aufgabe? Upload? Ja, komm, ich komm mit dir. Komm. Ja. Kommt, Jungs. Nico, bist du safe? Ja, ich bin. Ja, Nico ist vorhin gerade mit mir rumgelaufen, auch im Specimen Room. Achso, das habe ich eben fertig gemacht, Chef. Ich muss noch unter Admin dieses Labyrinth machen gleich, hier unten rechts. Und dann habe ich noch, meine letzten Aufgaben sind im Lab und dann bin ich fertig. Alles klar, Leute, ich gehe Tank auffüllen in den Office. Nee, Base, du läufst bei uns. Was machen? Tank auffüllen in den Office? Doch Wasser-Ding. Hier, Wasser, ey, ja. Chef, warte doch. Bleib kurz hier unten, ich komm gleich. Nein. Nur oben Wasser machen. Nein, er will mich alleine lassen. Ich muss jetzt hier auch noch die Käbelchen machen. Hallo. Ey, Chef, Jungs, kommt einer mit nach Labor? Ich hab Angst allein. Ja, ich muss im Labor meinen letzten Task machen, aber einen hab ich noch vor dem Labor. Ja, ich hab auch noch zwei. Ich hab noch das Labyrinth vor Labor. Warte kurz. Ich mach noch kurz die letzte draußen vor Labor. Komm mit. Hier die. Und dann gehen wir alle ins Labor zusammen. Chef, warte. Wir gehen nach alle ins Labor zusammen. Ich hab auch noch zwei in Lab. Ich hab drei im Lab. Moment. Ich hab C-Note und Kabelverbindung über den Band. Chef, hast du's noch? Warte. Ich warte auf Chef. Komm. Ich muss nach ganz links, ne? Ja, nee, komm mit Lab. Okay. Ich beschütze dich dann gleich. Ich muss hier einmal so, einmal klick, zack, dann einmal Meteoriten angucken. Raumschiff habe ich, zack, da ist es. So wie Tobi. Und dann hier einmal Kabel fixen. Lila, rot, blau, gelb. Und dann habe ich jetzt noch den, hier, Scanner. Oh, Leute, es ist dunkel und ich habe den Scanner. Ich habe übrigens, Blutgruppe ist meine letzte Task. Blutgruppe B+. So. Komm mit. Und jetzt habe ich noch einen Task hier an einem Klo, wo man wenden kann. Das sind die letzten Kabel. So. Zack. Okay. Chef ist irgendwie abgehauen, kann das sein? Ah, da ist er. Ich bin hier. Okay, Chef, wir folgen dir jetzt, Chef. Ich habe alle meine Aufgaben fertig. Lass mal Leichen suchen gehen. Ich habe extra meinen Safari-Hut aufgezogen, Freunde. Man sieht ihn leider nicht. Ja, ist bei mir gar nicht. Nackt. Okay, lass du ganz kurz. Oh, hier ist Leichen. Wir haben eine Aufgabe noch oben. Okay, wer hat meine Freundin getötet? Es kann auch Revi oder Waze sein. Ja, also es können Chef, Nico und ich nicht sein. Wir waren zusammen. Revi, sag mal, wo du bist. Ich bin gerade in Admin, mein Freund, am Lifeline-Panel. Okay, und? Wie lange ist Sabine schon tot? Das habe ich nicht gesehen, weil ich dann noch mein Cardswap gemacht habe und gerade erst reingeschaut habe. Okay, und Waze, wo bist du? Ich habe gerade Electrical gefixt und bin in Security. Chef? Chef, Sabine. Nico und Unge, wir sind gerade Security. Wo warst du denn genau? In den Camps. Wo stehen wir gerade? Hä? Hattest du nur die Camps offen und hast du es nicht gesehen? Ja, hast du uns nicht gesehen? Also, nee, ich habe euch nicht gesehen. Wir stehen im Cam-Raum gerade. Ja, da sind ja keine Camps drin. Die Leiche liegt in Camps.
Willst du dich verarschen, Waze? Willst du dich verarschen, Waze? Nein, ich stehe gerade an den Camps. Welche Leiche hast du gefunden? Sabine, die liegt in Camps, die Leiche. Ich habe die mit Chef und Nico gefunden. Wir sind gerade in Camps und die Leiche liegt da. Und Waze stand da nicht. Also habe ich nicht gesehen. Hä? Ja, keine Ahnung, was du lachst, Waze. Vielleicht war es auch laggy. Ich raff grad gar nichts mehr. Wie, du raffst nix? Kann es sein, dass du einfach gewendet bist, Simon? Also ich stehe gerade an den Camps. Ja, okay. Und Revi? Und das müsst ihr gesehen haben, eigentlich. Ich stehe gerade, wie gesagt, hinten bei Leipzig. Ich bin gerade ans Pendeln gegangen, nachdem ich meinen Card-Swipe gemacht habe. Nee. Und ich glaube, dass Waze tatsächlich auch, wenn er eine Leiche sehen würde, dann würde er sie auch reporten. Aber warte mal, habt ihr die Camps angesehen? Haben wir. Chef, Nico, wir wurden Revi, ist vorbei. Hä? Ja. Warum mich denn? Ja, ist vorbei. Digga, ich war in Lifeline drin, bist du lost? Ist vorbei. Wo liegt Sabine denn überhaupt, Bro? Ich wäre in Lifeline drin gewesen. Sabine liegt vor Lab. Hä? Digga, ich war ganz woanders. Wieso werde ich jetzt rausgevotet? Weil Waze? Hä, Waze, bist du dumm? Hä? Seid ihr dumm? Es ist Waze, Unge, was hast du gemacht? Es ist wirklich Waze. Oh, egal, wir haben noch genug Zeit. Scheiße, okay, wir haben noch genug Zeit. Ich hab dir gerade nicht vertraut. Ja, ich weiß, aber lass einfach backen drücken. Ich beende das. Simon, komm. Oh, scheiße. Mach die Task fertig. Schon rüber, Unge, schnell. Wer hat die Task? Hast du noch eine Task? Ja. Mach deine Task, haben wir gewonnen. Mach aus. Nein, ich sterbe. Nico ist tot. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab ihn reported, bevor er mich getötet hat. Oh mein Gott, Chef. Chef, warum hast du nicht einfach deine Task gemacht? Hätten wir gewonnen. Ich muss die Kabel machen. Ich hab eins oben gemacht, hätte runter. Ah, okay. Oh mein Gott. Ey, Waze, ich hab seinen Mausklicken gehört, weil er die ganze Zeit auf Kill-Button gedrückt hat. Ich hab seinen Kill-Button gehört. Ey, ich bin da hingelaufen, Chef. Ich bin da hingelaufen und ich habe einfach seinen Mausklicken gehört. Es ist Simon. Ey, habt ihr mich jetzt wirklich gewotet? Nein, wir haben Chef natürlich gewotet, oder nicht? Chef? Ja. Chef ist es. Ich hab mich selbst gewotet. Los, Waze. Chef, okay, kannst du sein. Ich würde auch sagen, also Chef kann es eigentlich schon sein, oder? Es kann eigentlich nur Chef sein, weil... Also vor meinen Augen hat er gekillt, ist rübergewendet. Die Sache ist, Waze stand mit mir rechts und Chef war nicht da, also kannst du Chef sein. Genau. Okay, ich war der Chef, okay? Ja. Haben wir dann gewonnen? Ja. Ey, sorry, Revi. Ich hab gedacht, Revi ist es, weil Waze hat seine Lüge gut aufrechterhalten. Also ich war einfach wirklich in den Camps. Das Ding ist, die Leiche lag auch in Camps. Ach, die Leiche lag wirklich in Camps? Simon, Ich lag nicht in Camps. Ich sage so eine Leiche unten vor Lifeline, deswegen. Ey, Eieiei. Wisst ihr was? Als ich gesagt habe... Ich mitten auf dem Feld, Waze. Pass auf, als ich gesagt habe, die Leiche liegt in Camps und Waze hat das einfach, hat das nicht debattiert so mäßig, da dachte ich, okay, kann ja nur Revi sein, aber es lag auch eine Leiche in Camps und deswegen... Ja, es lag viele in Camps. Oh mein Gott, ich habe über die Cam-Leiche, wusste ich gar nichts von. Ja, aber du hast mich doch gefunden. Ja, und du warst nicht in Camps. Genau. Ich hab Alter, weiter geht's. Hey Simon, weißt du, was weiter ich gemacht habe? Ich bin vor viele gewendet und hab sie dann umgebracht und hab sie vorher angekündigt. Geil. Ich bin so ein geiler Post. Junge, ich werd nur Roommate, Leute. Ich hasse alles. Sollen wir nächste Runde mal die View-Distance noch weiter runter machen oder so? Mein Schlüssel ist unten links. Unten links, unten links. Ey, ich hab gar keinen Schlüssel. Ich hab mich voll gepisst. Ich hatte auch keinen Schlüssel, hä? Nee, die kommt noch. Nee, okay, ich komm. Komm, wohin? Komm, geh weg, Remi, ich hasse dich. Labor erstmal. Hallo Sabine. Yes. Kenn dich. Von Internet. Gestern auch. Wieder schauen. Internet her. Oh, ist alles dunkel, ist alles dunkel. Ich geh zum Licht, aber kommt ihr mal mit? Kommt ihr mal mit zum Licht? Veni, kommst du mit? Veni, kommst du zum Licht? Ich bin nicht umgebracht. Nein, lass mich. Veni, komm, wir machen die Aufgaben. Erstmal Temperatur. Minus 8. Ey, lass mich Ruhe. Minus 37. Viele Leute hier. Mach doch Licht aus, ihr Idiot. Mach doch Licht aus. Ja, es sind alle hier, Junge. Wer ist hier? Sabine ist hier, Simon ist hier. Ja, hallo. Miki. Miki ist hier, Waze ist hier. Ist Nico noch hier? Wo ist Nico? Ist Simon nicht weggelaufen? Nein, ich stehe neben dir, du Idiot. Ich stehe neben dir. Wir sind alle. Waze lügt, Waze Imposter. Hey, ist safe jemand tot? Ey, das Licht ist die ganze Zeit nicht gefixt. Ist safe jemand tot? Komm, ey, hier ist eine Leiche. Wo? Hier ist eine Leiche. Wo? Oben. Oh.
Jetzt haben wir ein Problem. Was ist passiert? Also Cap, ja, wir beide waren die Ersten, die da hinten waren. Ey. Ja. Chef ist safe. Hört mal kurz zu. Ich stand gerade mit Mickey und Kev rechts an dem Scanner und irgendjemand hat gesagt, Kev scannt. Wer hat das gesagt? Vase hat es gesagt, aber Vase lügt. Vase lügt 100%. Nee. Ja, aber der Einzige, der nicht nach rechts gegangen ist, sondern wieder nach ein bisschen links gehalten, war Veni. Veni, hast du gerade Sabine getötet? Veni. Ich bin zu Lights gelaufen gerade. Ah, und hast Sabine getötet noch auf dem Weg schnell? Nee. Veni. 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 Ich war ja schon lange weg, als ihr da noch was. Mir reicht Veni. Das für die Wohnung. Nein, du bist nicht wohnen, aber Veni, sag mal die Wahrheit. Ich bin rübergelaufen, nachdem ich da alle Leute mit dem Scanner gesehen habe. Wer war da? Pink, glaube ich? Kennt ja. Und noch irgendwer. Und dann bin ich rübergelaufen, weil ich dachte, es sind alle da, drüben muss ein Kill passiert sein, aber bei Lights war keine Leiche. Ah. Ich habe Lights gefixt. Okay, ich würde nicht voten, aber haltet Veni mal im Auge. Irgendwie kam mir das ein bisschen suspekt vor. Weil Veni hat die ganze Zeit gesagt, ich gehe nicht zum Licht, ich gehe nicht zum Licht. Und auf einmal stirbt jemand, dann geht er zum Licht. Ja, aber da waren alle da. Es waren alle da, deswegen bin ich rübergegangen. Aha. Alle? Kev, bist du dumm? Hä, warum? Ja, scheinbar alle. Warum bin ich im Puste? Ich finde es schade, dass Veni mir nicht mit der gerannt ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich dachte, du lügst. Also, Käfer mit mir ein Medbay. Ja, also Chef hat sich gescannt, dann bin Kev hat sich auch gescannt. Hab ich Chef gecheckt und hab mich dann selber gescannt. Ah. Okay. Und da kann ich Vases halt scheinbar confirm. Ich halte mich jetzt von allen fern, werde alleine irgendwo sterben. Bitte sucht nach nicht nach mir, okay? Ich hab gescannt. Ich war trotzdem Kev. Okay. Ja, natürlich. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, eine Sache muss ich an diesem Sprachding kritisieren. Ich möchte mal meine Ruhe und das kriege ich nicht. Deswegen gehe ich jetzt irgendwo hin, ich gehe jetzt zum oberen linken Reaktor und sterbe da alleine. Einfach Subs vorlesen. Ja. Ich werde jetzt die Ruhe genießen. Ich werde jetzt auf den Gipfel. Ich werde jetzt auf den Meditationsgipfel. Ich werde jetzt auf den Meditationsgipfel gehen. Ja, ja. Im Dropship einfach Donations vorlesen. Na, kurz nochmal Richtung Weapons. Kurz nochmal Weapons. Ja, nur Past hier, okay. Kurz noch Weapons. Kurz noch Weapons faken. Ja, kurz noch die Weapons faken hier. Die Weapons Task schnell faken. Ja. Noch ein bisschen faken hier. Ja. Noch ein bisschen faken. Ich fake immer noch Weapons. So, Weapons fertig gefakt. Na, auch Veni, du wirst mich töten. Veni, du wirst mich doch töten. So, ich gehe jetzt irgendwo hin, wo ich meine Ruhe habe. Hier oben im Dropship, da ist doch meine Ruhe. Oh, Ruhe und Frieden. Meditation. Oh, die Ruhe, hört ihr die Ruhe? Meditation. Einatmen, ausatmen. Einatmen. Nee, Veni, nicht. Nee, jetzt hab ich doch Ruhe gehabt. Ich wusste, dass es Veni ist. Von Anfang an hab ich's gewusst. Ich wusste von Anfang an, dass es Veni ist. Ich wusste es, ich hab direkt in der ersten Runde gesagt, dass es Veni. Aber jetzt kann ich die Task schnell machen. Das ist auch gut. Oh, das sieht nicht gut aus, Leute. Meine Leiche wird gerade nicht gefunden. Oh oh, hallo Sabine. Early, wer hat dich umgebracht? Veni hat mich getötet. Ich auch. Oh oh, es ist gleich vorbei. Die Runde ist gleich vorbei. Oh. Weil die Leichen werden gerade nicht gefunden. Das ist ein Riesenproblem. Ich denke, wir haben noch 10 Sekunden, dann ist das Spiel vorbei, weil die werden gerade ganz schnell abgeschlachtet, die Leute. Ja, es macht scheinbar auch keine Tasks. Ja. Ja, oh mein Gott, ja, okay. War klar, weil der letzte Ding mir noch gefehlt hat. Okay, Kev und Chef und ich sind safe. Ja, 100%. Wir haben aber einen Double Kill, also muss es Fine, Mickey oder Veni sein. Mickey stand da. Waren da beide Leichen? Nur Nico. Aber Nico wurde am Anfang der Runde bei Dings getötet. Ich bin runtergegangen zu Specimen, wollte da alles abchecken, also mir. Cap und Basement. Hast du schon länger gesehen, dass er tot war, oder was? Ja, Cap und Basement entgegengekommen. Das war auf Lifeline gesehen. Aber Dings ist Nico ist direkt nach Wer war denn hier? Cap, du warst gerade Lifeline, oder? Oh, ich denke mal, ich bin kurz 11 Uhr gerade. Ja, also ich war mit Basement und Chef in Specimen und dann sind wir hoch, haben Fine gesehen und dann. Also Chef hat uns gesagt, dass Nico tot ist. Weiter als Madeira. Ja, ich war schon ein bisschen länger an Lifeline. Ich hab mich gecheckt. Ich hab auch gesehen, dass ihr ins Specimen drauf haben. Ja, aber hat irgendwer von euch gesehen, dass Simon schon tot war oder ist der gerade erst gestorben? Der ist schon mal gerade gestorben. Hallo. Der ist gerade erst gestorben. Wer war jetzt nicht gerade bei uns? Du hast eben gesagt, du sollst ruhig sein. Rewe, du hast eben gesagt, du sollst ruhig sein, wenn Leute reden. Hör mal auf. Ja. Obwohl, aber nee, Mickey, Fine und Veni sind halt heilig. Mickey, wann kommst? Ja, kommst und dann war ich. Haben die vergessen, dass ich in der ersten Runde Veni angeschwärzt habe? Oh, fuck. Wo hat irgendjemand denn Simon zum letzten Mal gesehen? Ich war traurig bei Kev und Vase. Ich war mit ihm unten bei der Note for Weapons.
Und dann ging also der Reaktor mich, an und der ist hochgelaufen. Für mich ist Veni und Fine für mich so highly sus. Ja, same. Also das Ding ist, allein dadurch, dass wir Niki jetzt theoretisch rausworten können, weil er halt nicht bei uns war. Ja, das Ding ist, hör mir kurz zu, den Kill an Nico kann ich gemacht haben, weil er ist am Anfang mit mir nach rechts gelaufen, hat diese Aufgabe. Ja, aber den Kill an Simon kann ja nur Mickey gemacht haben, oder nicht? Nein, ich war am Anfang mit Simon unten. Wenn Nico am Anfang gekillt wurde, ich war mit Simon am Anfang unten. Also ich kann Nico da oben nicht gekillt haben, weil ich mit Simon unten war zu der Zeit, wenn er am Anfang gekillt wurde. Wann war das Mickey circa? Mickey kann so Fine gewesen sein, weil Mickey war auch bei mir. Okay, lass Fine warten, ich hab Fine gewartet. Mach so dumm. Swabine, danke für dein Resub. Aus mit Fine. Dann noch Veni und Mickey. Ja doch, weil Mickey war bei mir und wenn Veni da nicht da war. Das ist geil. Ja, beide Imposter haben mich gewotet, guck mal. Ja, okay, shit. Nee, Mist. Doch. Sabine, danke schön für die 5 Gipfel. Doch. Grüße geht raus an Sabine. Dann ist der andere noch. Der andere ist Veni. Tschüss. Veni ist der andere. Ich mach's nicht an. Gehen wir hier rein. Veni ist der andere. Als erstes da ist. Was laberst du? Nein, ich bin erst mal. An den Kill nicht gemacht haben. Aber den zweiten. Ah, Veni ist also auch richtig gewesen. Gut. Das ist gut. Richtig geil ist. Und den ganzen Tag. Und dann einfach. Wie man alle hört, oder? Wie lustig, oder? Ich glaube, hier ist es wenig, glaube ich. Ja, glaube ich. Ist da jemand traurig? Und wer bist du? Was willst du hier, hä? Ich hab grad meine letzte Task gemacht, ich bin fertig. So, Fine. Pass mal auf, Fine. Mit deinem Verhalten kommst Fine, du dein Verhalten, das geht gar nicht. Dein Verhalten geht gar nicht, Fine. Einfach Leute töten. Ist ehrlich, wie Fine für 20 Euro. Ihr habt gesagt, es ist aus mit uns, Simon, aber es war nie was. Sie denkt das. Oh mein Gott. Was? Ihr beide? Oh, süß. Auf mich zuzulabern. Ja, ich find's schön, Fine. Die Leiche? Nein. Ich hab Kev gefunden. Und zwar unten bei Weapons. Ja, da muss es Veni sein. Hä? Waze, ja. Ich lass mich kurz zu. Wo bist du, Mickey? Wo bist du? Ich bin Cams. Wo bist du, Waze? Ich bin gerade neben Weapons. Ich bin gerade an Lifeline und Kev ist vor 1-2 Sekunden gestorben. Ja, okay, und Kev schade. Muss wo. Ja, dann muss es Veni sein. Kev war links und weniger vor den Cams, als wir weggelaufen sind. Da muss es Veni sein. Weil ich kann proven, dass ich Waze in der Cam gesehen habe. Ja. Unten links. Warte, wo unten links? Unten unterhalb von der. Also bei der Cam, wo du Weapons zum Teil siehst? Southwest. Halt. Wo man da bei ja, da wo du O2 rausgehst. Raus, wo du in Richtung Weapons gehst dann. Die Leiche liegt genau auf der anderen Seite nämlich. Wo denn? Ja, dort unten, wo du das Wasser da drehst. Ist dann well played, Alter. Da, wo du das Wasser da drehst. Nein, ja, hat der absolut gedribbelt. Mickey hat mich ja gesehen. Die Kamera müsste naja, also sich unten. Vote him out. Das Ding ist, er war unten links in dem Raum drin und ist da rausgerannt. Er kam nicht so da. Weißt, wenn du es jetzt wirklich bist, dann hast du absolut Übersteiger Okocha und Dings in allem gemacht. Easy win. Übersteiger. Nice! GG! Ja. Alter! Digga, Sina mit den Gift und Subs und 50 Euro. Leute, der Fußballer hat mir gerade. Hallo? Hört man mich mal? Ja, aber wir haben den Zapf gesagt, was? GG. Digga, hey, ich hab mal mein Mikrofon extra umgestellt. Danke für die Donation. Wieso hört man das denn? Case closed. Ich stell jetzt mal die Vision um. Der Bulgari, ich hab mein Handy schon bekommen. Hey, Sinan, Digga, danke schön für die 50 Euro und die Gift und Subs. Du bist Profifußballer, danke. Chat, danke für nichts. Kann bitte jemand reden für mich, sehr lieb, danke schön. Bitte reden für mich. Stirb. Ah, wird gern machen. Oh, okay. Imposter. Jede Runde Crewmate, das macht langsam keinen Bock mehr. Oh, Nico. Drittes von rechts oben hab ich. Zweiter von rechts oben. Ich hab einen Sub-Mode. Wer hat gerade gesagt, oh Gott, Kev, bist du lieb? Oh, oh Gott, es ist dunkel. Ich bin lieb. Ich geh zum Licht. Ich bin lieb, aber. Oh, da ist Mickey. Hä? Sabine, es muss Sabine sein. Ey, warte mal kurz. Ich hab gerade noch mit dir gesprochen. Kev und Mickey standen gerade neben mir. Ja, aber ja. Ich will, und Sabine hab ich auch noch gesehen. Ah, ich hab mein Ei eingeklappt. Aber Kev, also. Aber warte mal, Kev. Wieso sagst du, es kann 100% nur Sabine sein, obwohl ich ja auch da war? Warum schuldest du mich nicht? Ja, aber du hast dich. Also, das Ding ist, wenn du jemanden killst, dann portest du dich ja kurz zur Leiche. Ja, also, ja, das hast du nicht gemacht. Ah, und Sabine hat's gemacht? Nee, hat sie nicht, aber ich hatte sie hier vorbeilaufen sehen. Was ich gemacht habe. Ich bin runtergegangen und dann habe ich gesehen, dass Simon wieder hochläuft und dann bin ich ihm hinterhergelaufen. Und dann ist direkt der Kill passiert in uns. Und entweder ist es Kev oder Simon. Was soll ich sagen? Okay, ja. Dann ist es safe, Sabine, eigentlich.
Warum? Das ist Kev. Wenn ihr jetzt nicht Kev wird, rast dich aus. Also ich bin's halt for real, Nick. Hä, Kev? Ja, ich hab mit Simon normal geredet. Ja, wir haben ich normal geredet. Nochmal Double Check. Bin runtergelaufen und hab dann direkt quasi einen Report-Button gesehen und ich hab Simon in meinem Sichtfeld gesehen, dass er sich nicht bewegt hat. Das heißt, es muss eigentlich Sabine sein. Simon, ja. Hast du mich gemutet? Weil ich habe gesagt, Girl, als ich hinterhergelaufen bin. Ach so, nee, du. Da gibt's schon die ersten Kommunikationsprobleme. Pass auf, also. Also ich würde jetzt noch kein voten. Ich würde aber auf Kev und Sabine besonders Auge abwerfen. Auge machen. Simon, bitte Auge. Haltet auf Kev und Sabine Auge. Welchen Schlüssel ich habe? Welchen Schlüssel habt ihr? Komm, sag mal. Okay, also dann sind es auf alle Fälle entweder Simon oder Sabine. Ich habe jetzt Sabine Quatsch. Simon, welche Schlüssel Kev, hast du? Kev, du hast doch gerade gesagt, ich kann es nicht gewesen. Ich hatte den dritten von rechts oben. Ja, aber sag ich jetzt Kev und Unge bitte im Auge behalten. Danke. Ey, Sabine, ich geb dir Rücken und du sagst eben Auge behalten. Okay, jetzt wollte ich dich in der nächsten Runde einfach. Digga. Kev, ich hätte auf dich hören sollen. Ich hätte auf dich hören sollen, Kev. Ja, eben. Ich hätte auf dich hören sollen, Kev. Nur weil du mich gemutet hast, ich gehört, dass ich dir dahergerufen habe. Sabine, ich habe dich nicht gemutet. Du hast vergessen, den Button zu drücken. Ich kann dich nicht muten. Oh, meine Güte. Kev, bist du noch da? Kev, bist du in der Nähe? Kev? Hallo? Kev? Kev? Ey, Kev, sag mal ehrlich, war es die Wahrheit? Kev? Ja, hallo? War es die Wahrheit oder war es eine Lüge? Nee, also es war wirklich, war entweder du oder Sabine. Ja, aber wenn du es nicht bist, dann ist okay. Nee, ich bin Mann, jetzt lass mich doch mal, ich will mich doch mal. Veni? Ja. Bitte töte mich nicht, okay? Ich sehe nichts, Simon. Ja, okay. Wollen wir Lightskin gemeinsam? Ja, okay, aber ey, tötest du mich? Nein. Okay, wenn jemand von uns Light stirbt, dann wissen wir, dass wir das anderes nicht war, okay? Okay, du verarschst dich, oder? Komm. Ich verarsch dich nicht, komm mit. Oh mein Gott, Vase? Oh, da ist er! Hä? Ah, da war eine Leiche! Da war eine Leiche! Hat Vase die getötet, Veni? Ja, Vase konnte nicht für Double Kill gehen, glaube ich. Fenerbahce. Nein, ich stand doch, Vase stand vor der Leiche, der gegardet. Der wollte doch einen Kill machen. Ich bin doch gerade von Storage gekommen. Ey, jetzt hört mir mal kurz zu. Weil niemand die Lights gefixt hat. Also, ich hab mit Veni, ich bin Veni nach links gelaufen und wir sind in eine Leiche reingelaufen und Vase steht da einfach rum. Vase hat darauf gewartet, also der Imposter-Kollege von Vase hat dann Kill gemacht und darauf gewartet, dass hier noch jemand Kill hat. Weil ich die Doors aufgemacht hab. Hä? Nein, du standest nicht an den Doors. Ja, Vase, ich vote dich jetzt. Ich vote dich, Vase. Die Doors waren offen und du standest davor. Ich vote dich. Aber dann haben wir doch gewonnen, oder? Ja, aber warte, wer war da? Sabine war, glaube ich, nicht richtig. Vielleicht war es nicht Sabine richtig. Aber lass Vase rausvoten. Revi war ein Specimen, oder? Ja. Ja, wo war Chef bei dir? Ja, ich war bei Nico, ja. Die Sache ist... Ja, dann sind's Fine und Vase, I guess. Hä, warum denkst du Fine? Das frage ich mich auch. Weil Nico und Chef zusammen sind und Revi ins Specimen ist. Okay. Also denkst du, dass Fabine ein Scheißvote war? Ich glaube ja. Ja, ich glaube schon. Ich verstehe nicht, warum Kev das gemacht hat. Ich verstehe es einfach nicht. Mann, Fine, sei mal leise. Ich bin so viel vernichtet. Wen haben wir jetzt gewotet? Ja, Vase. Es könnte auch mega schlau von Veni sein, wenn Veni der zweite Imposter ist. Nee, ich bin von Storage immer noch gekommen und hab gerade die Doors aufgemacht. Ja, du könntest der zweite Imposter sein, oder Veni? Ich gut, ja. Vintage Prime. Oh, es hat kein Imposter dagegen gewotet. Oder, also einer hat mich gewotet. Das ist sus, ich würde Veni jetzt dafür rauskicken. Oh nein, ich hab Angst. Ich will Lights fixen. Veni? Fußballer, muss man sich überlegen. Mann, das nervt einfach! Ja, was ist denn hier? Alter, Schnauze jetzt. Okay, hört mal zu, wir sind nur noch 6 Leute. Ja, ich hab eine Sache, schaut mal kurz, bevor ihr irgendwas votet. Ich hab eine Frage, habe ich. Entweder hat Veni recht und es ist Fine und Vase. Hat sich entmutet. Entweder... Fine ist mir gerade Elektro hintergelaufen, auch by the way, nachdem ich... Ja, ich drück noch für... Nee, ich bin in Electric. Ja. Ich hab den Knopf gedrückt, ich möchte was Wichtiges mitteilen, bevor ihr dazwischen redet. Also, es haben alle eben Vase gut, alle außer einer. Eine Person hat mich gewotet. So. Das war nein, Revi, oder? Nico hat Revi gewotet. Hä? Nein, ich hatte ein Vote. Hast du Lust, ein Vote? Okay. So, und jetzt frage ich mich, hätte ich nicht eigentlich 2 Votes bekommen müssen oder so? Oder hat der andere... Das ist halt so, leben noch... Also, das ist halt die Frage. Leben jetzt noch 2 Imposter? Das war ein Troll-Vote, glaube ich. Veni. Wenn ich dir jetzt glaube, vote ich Fine. Aber, Veni, wie kannst du mich überzeugen, Veni? Ich bin mir selber nicht sicher.
Das Ding ist, schau, meine Herangehensweise. Ja. Revi ist ins Beste herangegangen, dass wir in Lab waren. Dann sind wir gemeinsam rübergelaufen und das erste, was ich gesehen habe im Lichtkegel, auch wenn ich sehr wenig gesehen habe, war, dass Vase nicht genau vor der Tür stand, sondern ein bisschen weiter weg. Und dann bin ich durch ihn durchgelaufen und habe den Report-Button gesehen. Und habe instant reported. Okay, Fine, ja, warum Fine sollen wir dich nicht voten? Warum sollen wir dich nicht voten, Fine? Weil ich es einfach nicht bin. Was soll ich euch mehr sagen? Du jedes Mal, wenn du ja, aber ich bin es doch wirklich nicht. Veni ist gerade instant auf genau mich gegangen was für eine und hat Task gesagt, ich verfolgt. Was für eine Task wolltest du jetzt machen, Fina? Ich wollte gerade in die Camps gehen, Bro. Okay, das war eine Lüge. Deswegen bin ich ja auch mit weil Fina hat Richtung eben noch gesagt, sie wollte Licht anmachen. Und jetzt wolltest du auf einmal ja, Camps gehen. Ja, und da waren wir doch auch. Wir waren doch bei Licht und Licht. Ich habe Licht schon gefixt und sie ist dann hinterhergelaufen. Sie ist noch nicht in die Camps gelaufen, sondern bist Fine. Vielleicht ist ein Fehler, wenig zu doppeln. Vielleicht ist es ein Fehler, aber vielleicht ist es auch gut. Ich habe irgendwie gerade, ich glaube. Fehler, mich zu voten. Ja, ich glaube aber wenig gerade. Ich glaube ihm einfach. Ich glaube ihm gerade. Das Ding ist halt, ich bin wirklich Crewmate. Wenn das jetzt ein Fail wurde, ist dann sorry. Dann habe ich gechoked. Aber. Fine, ich würde ihn richtig danach verprügeln. Wenig, ich habe dir vertraut. Und weil du gesagt hast, du bist dir nicht sicher, das hat dich sehr glaubwürdig gemacht. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Das hat dich also glaubwürdig gemacht. Genau das war es, was dich glaubwürdig gemacht hat. Let's go! Let's go! Sehr let's gut! Go. Wieder schauen! Es stimmt und halt nicht. Also, let's go! GG! Let's go! Base und Fine, oder? Ja, Base und Fine. Fine. Letzte oder ey, vorletzte. Aber sag mal ehrlich, Kev, warum hast du gesagt, Max wollte auch noch eine Runde mitmachen? Ey! Ey, jetzt mal Real Talk. Kev hat gesagt, ja, es könne nur Sabine oder Ungo gewesen sein. Ja, und wir ich hab gedacht, dass alle sonst runtergelaufen sind, nur wir beide, wir drei hier oben waren. Ja, Kev, du hast am Anfang hast du den Impostern einen ganz schönen Vorsprung gegeben mit deiner Auswahl. Ja, true. Muss aufpassen. Geil, Junge, ich verliere. Meine Fresse. Veni, bist du stolz, dass ich dich vertraut hab? Bist du stolz? Ich bin sehr stolz, Simon, ja. Ich bin auch sehr stolz, dass ich dich verkackt habe. Sehr gut, ich bin auch stolz auf dich. Ich hab dir nicht geglaubt, aber ich hätte dir halt... Ich hab mir selber nicht geglaubt, Simon. Ja, aber ich hab dir geglaubt, das war das Wichtigste. Das war das Wichtigste. Simon, komm, wir gehen die Live. Ja, ja, okay, aber ich weiß nicht, ob ich dir jetzt vertrauen kann. Hallo. Guck, Kev ist auch hier. Ja, sehr gut. So, ich mach. Ja, ja, okay, ich steh hinten. Ich warte. Ab. Sehr gut. Okay, Kev und Simon sind noch. Ey, sind wir safe? Sind wir drei safe? Sind wir ein Team? Weiß es nicht, sind wir safe? Ja, keine Ahnung. Ich muss unten hier, wenn du drück mal. Wie, drück mal? Ja, ich drücke. Alle Knöpfe, die ich hab. Hier, ich drück alle Knöpfe, die ich hab. Hört mir meine Maus. Hört ihr die? Drückst du, Mann. Was willst du von mir? Oh, wer ist da? Okay, Sabine ist tot. Warum? Ich hab Sabine. Warum, Jungs? Warum? Skipboard. Okay, vielleicht können wir es herausfinden. Was für Skipboard? Also, ich kann drei Leute. Nein, ich will jetzt. Ich will. Ja. Hallo. Fine ist dran. Ja. Detektivin Fine ist am Start. Oh. Also, ich war in Storage, hab aufgetankt. Ja. Gehe, also, dann ist irgendwann nicht ausgegangen, glaube ich. Dann bin ich hochgelaufen zum. Hier rechten Auftakt-Dings. Und dann bin ich wieder runter und da war ich wieder an und da habe ich dann Sabine gesehen, wie sie an der Note lag. Wann sie gestorben ist, weiß ich nicht. Aber sie liegt direkt an der Note neben Storage da auf der linken Seite. Okay, da habe ich eine Frage. Hey, Jungs, ihr wisst, wen ich meine jetzt, wenn ich Jungs sage. Wer war noch bei uns dort? Ich habe niemanden gesehen außer uns drei. Ich habe auch niemanden gesehen, ich habe nur uns gesehen. Warum, Veni? Hast du noch jemanden anders gesehen? Hast du eine größere View? Ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, bevor das Licht ausgegangen ist. Ich habe keinen gesehen. Aber es kann sein, dass es Sabine war, die da stand. Ja, Sabine ist tot. Ja, ich weiß, aber sie ist ja bei der Not fürs Deutsch also gestorben, das Ding hat gesagt. Und da stand kurz, jemand. Ich weiß nicht, was Sabine war. Für den Kill ausschließen kann man eigentlich Miki, Nico und mich, weil wir alle rechts sind. In Lab ja. Rein, ja. Okay. Ich bin runtergelaufen in Admin und hab grad Cups-Dings gemacht. Okay, warte mal. Wenn du Miki, Nico und Chef, wenn ihr euch drei ausschließen könnt, sicher. Seid ihr alle drei, stimmt ihr euch alle drei gegenseitig zu? Alle drei. Ja. Gut, dann können wir schon sechs Leute ausschließen. Dann bleiben noch übrig. Ich bin sicher, dass keiner von Base den Leuten, bei denen ihr jetzt Licht angemacht habt, ich stehe immer noch im Spawn. Ja, safe. Ich habe mich nicht einen Meter bewegt. Okay, also, okay. Fine, Revi und Vase bleiben übrig. Wenn Vase die Wahrheit sagt, dass er wirklich nur am Spawn steht, dann bleiben nur noch Fine und Revi. Das heißt, ja, wir haben die beiden Imposter. Ja, warte. Simon, darfst du nicht vergessen, es ist nur ein Kill passiert. Der zweite Imposter könnte in einer der Dreiergruppen sein jeweils. Das stimmt. Aber ja, der erste Imposter ist einer von den drei, da können wir uns relativ sicher sein. Okay, wir halten die drei Namen einfach. Merkt euch alle die drei Namen. Am Ende, wenn noch die drei übrig sind, wisst ihr, einer von denen okay, ist böse. Okay, wer jetzt? Fine, Revi und Vase sind die einzigen Verdächtigen. Und Revi wollte instant skippen. Ja. Revi, Fine und Vase. Revi, Mann, das war ein Joke, Veni, check doch. Sure. Okay, zwei Imposter haben Fine gewotet. Also ich hab jetzt ich hab Fine gewotet. Nee, ich hab Fine gewotet. Einfach, weil du es verdient hast. Mann, geh mal hier raus jetzt, Trimax. Was? Card Swipe. Rot, grün. Ich hab Selfie von unten. Meinst du ein Tier 1 oder Tier 2? Ey, wer von euch hat den Card Swipe hier gerade gehabt? Wer von euch hat den Card Swipe hier gehabt? Ich hab den gehabt. Nee, du hast den gerade nicht gemacht. Guck mal, Simon. Revi hat gesagt, er ist letztes Mal direkt runtergelaufen und hat Card Swipe gemacht, okay? Ja. Das hat er gerade im Meeting gesagt. Aber hier sind zwei Card Swipes. Damit verarschen wir ihn danach, okay? Ja, okay. Licht geht wieder aus. Gehen wir wieder, Simon? Ja, komm.
Veni, ich weiß nicht, ob du mein Vertrauen versuchst zu missbrauchen. Nein, nein, versuche ich gar nicht. Aber vielleicht bin ich ja auch ein Imposter. Schau mal, das Licht vielleicht eine Leiche jetzt. Guck. Aber du kannst mir überhaupt nicht vertrauen, Veni. Na, guck mal, Fine war hier. Guck mal. Ich hab Licht angemacht. Sehr gut, Fine. Du kämpfst es nix. Veni, wieso vertraust du mir eigentlich? Ich vertraue dir einfach. So wie du mir letzte Runde vertraust. Okay, aber ich bin Imposter. Aber sag's keinem, okay? Sag's keinem. Ich werde das Lab machen, okay? Ey, wo ist Simon hin? Ich werde jetzt ins Lab gehen, meine Aufgaben machen. Bin kurz gewendet. Ja, geh mal ins Lab, mach mal. Veni, ich hab hier noch Wasser. Oder meinst du in Monat? Ich hab grad gesehen, wie Fine Vase umgebracht hat. Oh mein Gott, vor meinen Augen. Das ist richtig. Mute dich bitte. Das ist richtig, das stimmt. Das ist richtig, was Revi da sagt. Revi hatte nämlich gerade. Revi war die Tür zu unten. Musste die Tür öffnen. Ja, die war zu und die ist aufgegangen und dann hat Fine ihn einfach abgestochen. Vor meinen Augen, wie geil. Das stimmt, hab ich auch auf Augenblick gesehen. Elektrischer Stuhl, Fine, was hast du. Warum warst du so auffällig, Fine? Warum hast du dich heimlich gemacht? Kein Bock mit Revi zu spielen, wurde mich. Oh. Okay, damit können wir. Nicht nur überführt und damit wird Revi als nächstes gewunkelt. Nein. Warum? Hä? Warum? Ja. Ich will eine Emergency call. Dying in your arms tonight. Oh, Base hat disconnect. Base war es schon mal nicht dann. Oh, Base ist was. Ich muss gerade irgendwie putzen. 3, 4, 6. Ey, was? Ich hab nur noch 7 Parts. Seht ihr das? Ey, Kev, kann ich dir vertrauen? Ja. Dann komm, wir gehen Reaktor ausmachen. Ja. Komm. Let's go. Auf. Reaktor. Bitte töte mich nicht, okay? Auf. Nee. Ey, auch wenn du Imposter bist, töte mich einfach nicht. Ich verrate dich auch nicht, okay? Also, wenn du jemanden Arzt tötest, ich verrate dich nicht. Ja, wirklich. Wenn du Imposter. Wenn du. Du kleine Drecksau. Ich hab oben links gefixt. Waze ist war's nicht, weil wir haben noch 7 Tars. Balken. Okay. Tja, was machen wir? Zwei Sachen. Wer hat gerade den Reaktor gefixt? Ich hab links oben gefixt. Ich hab rechts gefixt. Okay, Kevo, was? Wer hat links oben gefixt? Ich, Nico. Ich steh jetzt gerade vor dem anderen. Ich hab Chef oben gehört. Ja, ich war da. Ja, ich war links oben. Miki, wo warst du? Ich war rechts. Ich war Communications. Okay. Und Revi, wo hast du Simon umgebracht? Ich habe Simon nicht umgebracht, weil ich war nämlich tatsächlich gerade in der Tür und habe die ganze Zeit gesagt, dass ich so ein geiler Crewmate bin. Genau in der Stimmlage. Dass wir auch in der Runde reden können. Und habe da tatsächlich gerade nochmal bei Admin versucht, meine dämliche Card-Swipe-Aufgabe fertig zu machen. Beziehungsweise ich war eben mittendrin und wurde da unterbrochen. Ihr könnt mich jetzt voten, ihr werdet sehen, das Spiel geht weiter. Und einer von euch, der die ganze Zeit mit euch läuft, ist ein Betrüger. Ich sag's, wie es ist. Ihr werdet mich rausvoten jetzt wahrscheinlich, weil ihr mich sasst. Und das ist richtig, weil ich war nicht bei euch bei der Gruppe dabei. Aber im Großen und Ganzen. Können wir in Worten darauf zu reden? Ja, bitte, oh mein Gott. Im Großen und Ganzen wird das Spiel weitergehen, ich sag's wie es ist und ich werde es nicht drücken. Ich werde es nicht drücken, weil ihr mich jetzt voreilig gewotet habt. Deshalb müssen wir die 5 Sekunden hier noch anhalten. Und an der Stelle möchte ich euch ganz kurz etwas vorlesen. Und zwar würde ich euch gerne kurz über die Vorteile des Veganseins, des Veganismus aufklären. Unter anderem so tatsächlich vegane Ernährung hat viele Vorteile. Fleisch macht träge und müde. Abnehmen ist leicht gemacht. Weniger Übergewicht, weniger Bluthochdruck. Kein Problem mit Cholesterin. Und was ist mit der Vollkrankheit Nummer 1? Diabetes. Das alles kann man durch veganes Leben erstmal eine Haxe jetzt. Einfach eine Haxe darauf. Wirklich loswerden. Veganismus ist eine Sache, die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und ich würde sagen, dass der Nico auf jeden Fall highly sus ist und den würde ich jetzt voten. Ich bin raus an der Stelle. Wiederschauen, reingeheuert. Our Commander Krieger und auf Wiedersehen. Und das Spiel geht jetzt weiter. Ich sag's, also Spiel geht weiter. Das Spiel geht jetzt weiter, ne? Genau. Oh, scheiße. Egal, das ist Kev. Das ist Kev, dann ist Kev. Ja, okay, dann. Nee, wieso muss es Kev sein? Warum? Wo war Miki? Ah, gute Frage. Ciao. Aber Nico ist zu vertraulich. Danke, Mann. Haben wir wieder dieselben Aufgaben, oder warum bist du hier? Hey, kommst du Lightfix mit mir, please? Ich gebe den Knopf raus. Ja, okay. Snipsix, dankeschön, Bro. Okay, ihr wart zusammen. Veni, Nico. Jo. Miki, wo warst du? Warte, Revi.
Ja, ich war auf dem Web unterwegs, dann sind die Lights ausgegangen, ich bin nicht hingegangen, ich gehe hin, sehe die eine Tür ist offen, ich sehe Chef Strobel vor der Tür liegen, Veni und Nico kommen von unten. Ah, dann musst du es sein, weil ich statt Lifeline. Ja, kann ich halt auch einfach genauso sagen, für mich bist du es ganz Ja, aber hier. Du hast jetzt schon gesagt, dass du da warst und da ist die Leiche. Ja, natürlich war ich da, weil ich auch reportet habe. GG, Bro. Hä, was ist, okay. Also. Ja, Veni, ich würde da. Also, Veni, Nico, ich hab euch unten gesehen gehabt. Ich hab Micky die ganze Zeit gesehen. Ich fand den wie der raus wie gesagt, Veni, ich lauf dann hoch. Baby ist übel hässlich. Und dann, also, ich hab euch nicht gesehen, ich hab euch gehört. Und dann bin ich halt hochgelaufen, wie gesagt, und hab dann Chef Strobel dort. Veni, gehen wir mit dem Skip? Letztes Mal gesehen hab ich euch. Nein, wir gehen nicht Skip, Wir haben noch kein einziges Mal bei 4 geskippt. Wir committen. Okay, was willst du sagen? Also, ich sag euch, wie es ist, Jungs. Ich sage, es ist Kevin, er kann uns nicht gesehen haben, und wenn er uns gehört hätte, hätte er was gesagt bei der Leiche. Ich reported, hab euch doch mal, ja, ich hab reported. Ja, nicht nur das, sondern es muss ja irgendwas sein. Gesagt. Ihr wart zusammen, ich war live. Was hätte ich sagen sollen? Also ich muss sagen, ich glaube, es ist Micky. What? Ja, eben. Ich stand Danke. Lifeline, ich hab gesehen, dass Chef gekillt wurde an Lifeline, wollte direkt reporten, aber Licht war ja aus. Wie, wo weißt du denn, wo er ist, wenn du nur Lifeline? Eben. Weil ich doch gesehen hab, dass er down ist. Nico, ja, du kannst ja schon trust. Na, ja, genau. Ich hab dir schon mal getrustet und dann hast du mir den Rücken gestorben. Oh nein, Nico, nicht. Nico nicht. Nein, Nico. Nico Wait, bin nicht, was ist nicht geworden? Oh nein. Oh mein Gott. Was? What, Bro? Ich glaube, Kev wäre wrong gewesen. Sorry, Veni. Ich glaube, Kev wäre wrong. Ja, ich fühle es gerade auch irgendwie. Unge, komm mal mit mir. Ach, Digga, Jungs. Ich hab das sogar Kev gesagt. Komm, Leitzwix, Veni. Unge? Ja, ja. Wie fandest du das, was ich gemacht habe? Komm mit, ich muss meine letzten Aufgaben machen, komm. Ich hab Werbung gemacht für Veganismus. Fandest du es gut? Du bist doch kein Veganer, warum machst du das? Ich bin Vegetarier, aber ich dachte, ich tue dir Gefallen, weißt du? Erklär den Leuten mal, was man davon hat. Cool. Aber ich will. Nicht gut? Ich will lieber Fleisch. Werbung. Nein, hör mal auf. Hör mal bitte auf. Okay? Ich liebe Fleisch. Max, wir dürfen nicht reden, lass das bitte, okay? Bitte wirklich. Ich liebe Fleisch. Ich liebe Fleisch. Ich liebe fleischige Beine. Ich liebe Schinken. Und Männern. Oh, ich liebe geile Ärsche. Wer glaubst du, wer ist der Zweite? Ich glaub Kev. Ja, Kev ist es natürlich. Ich weiß es, Kev hat mich getötet. Fina? Kev hat mich getötet. Geht. War's gut? Fina hat mich ausgedacht, als ich gestorben bin. Fina hat mich ausgedacht, als ich gestorben bin. Ja, Fina hat aber sehr schlecht eben gekillt, das muss man dazu sagen. Fina hat mich ausgedacht, als ich gestorben bin. Aber hey, Remi, ich fand die Situation lustig, Simon. Hallo. Hallihallo. Warum hast du mich, Fina? Warum hast du mich? Simon, hallo, ah, hier seid ihr. Ich hasse nur Revi. Guck mal, leid's denn aus? Wenn wir jetzt einfach, bleiben wir einfach mal hier? Ja. Wo seid ihr? Hallo? Ach, wo seid ihr? Revi, das Leid's fixen geht. Rüber rechts, komm. Ich kann nicht Leid's fixen. Chef Strobel, was geht? Ich hab alle Tasks fertig und ich hab auch Kev gesagt und keiner hört auf mich. Ja, ich hab okay, einfach noch angeguckt, was Fienes ist. Okay. Oh, das wird ein Stackel! Oh. Ja. Okay. Alles klar. Easy. Wie habt ihr denn jetzt Veni gekillt? Veni steht doch in mir drin! Micky, Erklärung? Also, Micky ist sogar gerade hingeportet, also. Okay. Nico, bitte sag, dass du es gesehen hast. Ach komm mal, Leute, macht nicht so hin. Nico, hör mir zu. Ich hätte dich eben schon weghauen können, als wir gelaufen sind. Ich hab's nicht gemacht. Und ich hab Micky mit Veni ganz rumlaufen sehen, hab die dann gespottet, hab dann quasi den Kill gesaved und jetzt hab ich euch alle unten dort wieder gesehen. Oh, was ich nicht raffe, Digga, ich stand gerade mit Veni an der Tür, wieso hat sie... Ja genau, und ich stand links davon und rechts stand doch Veni. Ja, aber Micky hat sich gerade noch hingeportet. Was heißt denn geportet? Golem. Wenn du jemanden killst, portest du dich zu der Leiche hin und das hast du gerade gemacht. Ach, was für ein Scheiß, Nico, bitte komm. Vote bitte Kev einfach raus. Der ist seit 5 Runden. Charmax, danke für den Video. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht schön, aber das ist falsch. Bester Mann, wirklich bester Mann. Oh nein, oder? Oh nein, Nico. Ey, Nico, ich hab doch Kev noch gesagt. Oh nein, Nico. Ey, Nico. Nico, wie kann man so blöd sein, Nico? Wie kann man so blöd sein? Jede Runde, wo ich im Poster bin und in so einem Boot alle für mich und dann sowas. Bis halb zwölf bleibe ich mir noch mit euch. Ich hab mich korrigiert. Ja, Micky, es tut mir leid, aber ich bin jemand, der geht. Ich hab gut gemacht. Veni, war gut, dass wir uns vertraut haben, aber ich bin dann einfach alleine gestorben. Schade. Bei mir ist Sabine. Ah, nee, jetzt ist Sabine alles gut. ETAMWERC. Ich hab Crewmate gerade rückwärts buchstabiert. ETA? Micky, wirklich. Ich rap ein bisschen. Hallo!
Sveni, bist du safe? Sveni, bist du safe? Yes. Nein, sag mir ehrlich, sag mir ehrlich. Ich geh mal direkt Task machen. Oh, du knackst bei mir ein bisschen, Simon. Okay, dann bin ich leiser. Aber okay, ja, soll gehen. Ja? Ich geh Task machen unten, okay? Okay, ich komm mit, pass auf. Ich hab gerade eben, hast du das mitbekommen? Ich hab Crewmate rückwärts vorgelesen einfach, als kleinen Trick. Hast du es mitbekommen? Schade. Ja, du hast es vorgelesen einfach. Ne? Ja, aber da kannst du jetzt vertrauen. Schlingel. Du bist es, oder? Nee. Okay, ich hab grad diese Scheiße hier am Baum gemacht. Ich bin fertig. Ich hab Upload fertig. Dings Download, alles Upload. So schnell? Okay, Sabine, wir sind hier ein bisschen unten. Warte. Veni, komm zurück. Ich muss halt mal, ich hab noch ein paar Tasks hier, komm mit. Warum rennst du weg? Soll ich jetzt Türsteher machen? Ja, ja, oh, hier. Aber das. Oh. Wow, hast du auch gerade gedacht, du stirbst, Veni? Hast du auch gerade gedacht? Oh nein! Ich hatte gerade Angst um mein Leben. Chef Strobel hat. Sabine hat in meinen Rücken geatmet. Was denn, Micky? Also, ich war Weapons, Meteoriten machen mit Chef Strobel. Ja. Chef Strobel kickt ein Double Time an dem Ding. Ja. Dann geht er davon weg. Ich lache die ganze Zeit, mache die Task zu Ende, geh davon weg, Chef ist down. Und wer war noch da? Ich weiß nicht. Hast du niemanden gehört? Ich hab Micky reden gehört. Doch, ich hab jemanden gehört, draußen. Aber ich weiß nicht mehr. Ich hab Micky reden gehört, aber lachen habe ich dich nicht gehört. Wie? Lachen hast du mich nicht gehört? Ja, ich stand vor Weapons gerade mit Simon gemeinsam und ich hab dich reden gehört, aber nichts lachen oder so. Oder gemeint hast du das gelacht? Ja, ich hab gelacht. Ich hab dich nicht lachen gehört. Er hat nicht gelacht. Das ist keine Sass. Ja, wenn er sagt, er hat gelacht, aber ich habe nicht lachen gehört. Bunge, Veni, von euch kann es keiner gewesen sein? Wir waren mit Sabine zu dritt. Also ich Sabine habe ich auch noch gesehen gehabt am Anfang. Warte mal, da kann man nicht wenden, ne? Wo? In Weapons? Ich bin der Türsteher. Über Weapons, ja, Weapons, aber auch nur, glaube ich, ins Office an der Tür. War dein Licht aus? Das müsstest du ja wissen. Am Ende. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr. Am Ende ist es ausgegangen. Am Ende ist es ausgegangen, ja. Also jetzt gerade ist halt auch noch aus. Ja. Okay. Das müsste Micky auch wissen, dass das Licht aus war. Ja, nein, ich bin davon eben weg und dann sah ich nur noch den Report-Button. Micky? Und weil ich erkältet bin, habe ich leicht schlechte Augen. Ja. Keine Sass, schlechte Augen. Okay, Micky, ich glaube dir aber nur, wenn du jetzt keinen mehr tötest. Okay. Okay. Gut, dann skippen wir. Okay. Ja, jetzt bin ich wieder sass, weil ich Skip gesagt habe. Veni, komm, jalla, gib mir. Nee, das habe ich letztes Mal nur gesagt, weil du es instant gesagt hast, obwohl ich die gleiche. Ja, weil ich halt einfach nur gedacht habe, es ist nur Sabine gewesen, deshalb. Nicht böse gemeint, Sabine, ne? Ja, ja, alles gut. Du bist auf meinem rechten Ohr, wie kommst du da hin? Geh da raus. Du bist bei mir auf dem Liegen, ne? Oh, geil. Veni? Veni? Ja, wo bist du? Ja, hier. Machen wir Licht aus? Machen wir Licht an? Ja. Oh, ich krieg die Tür nicht auf. Ja. Kev, warum hast du eben einfach Leute getötet? In der letzten. Oha. Das war insane schnell. What the fuck? Okay. Ich hab hier links nach unten Task, Veni. Ich bin noch nicht fertig mit O2. Ich bleib bei euch, ich hab Angst. Oh. Ey, yo. Ein Double Kill. Ich hab noch in O2 unten eine, ganz unten hier. Wasser, und zwar, oder Wasser? Nee, Wasser hier, diesen dicken Kanister. Okay. Roter Knopf gedrückt halten, damit der blau. Es füllt sich auf, es füllt sich auf und zack. Ja, irgendwann hab ich doch gehört gerade. Ach, da ist er. Okay. Ah. Lacht, oder? Ist kommt sabotiert oder was ist das für ein Symbol, was mir aber gezeigt wird? Nee. Nee. Ah, das ist gar nichts sabotiert. Nee, das ist einfach nur ein Pfeiler, der mir irgendwo hin zeigt. Komm. Jetzt sehe ich das. Ich bleib hier stehen. Ja. Oh, jetzt sind wir eingesperrt. Ich wurde gequetscht. Helfen Sie mir. Hallo. Okay. Gehen wir in Lab oder wo gehen wir hin? Wo du hin möchtest, ich folge dir jetzt. Also ich habe 2000 Lab. Ja, ich habe in Lab nur eine. Ja, ich habe Scanner. Ich habe Scanner. Oh, nice, okay. Und ich muss hier noch? Ja, ja. Ich hab Dings hier. Ich mach schnell Scanner. Ah, ich habe nicht Scanner gemacht, ich habe nur geguckt. Ach, nee, ich wollte nur gucken, ob jemand gestorben ist, weil ihr dachtet, ich stehe jetzt 8 Sekunden hier. So, jetzt. Scan complete in 8, 7, 6, ich kann alles vorlesen. Ihr beide seid's also. Uiuiui. Es ist Kev und Veni. Komm, wir lassen mit. Ich. Es ist Kev und Veni. Scanner war da. Warte. Du mit? Danke. Okay. Buh, buh, buh. Oh, well. Der war wild, Veni, der war wild. Der war wild. Hat mich so hops genommen. Der war wild von Veni, muss man sagen. Der war wild. Das tut weh gerade. Und Sabine läuft an den Leichen vorbei.
Oh nein. Oh nein, so mir läuft deine Leichen vorbei. Oh nein, wir haben verloren. Fine, bitte. Fine, ja. Zwei Leichen, Fine. Aha. Base liegt auf dem Medbay-Scanner. Sabine und ich waren gerade zusammen in Lab und ich glaube nicht, dass Sabine es war. Auch wenn es Lichtausgang ist, nicht mehr gesehen habe, aber ich habe die Animation nicht gehört oder irgendwie so. Deswegen glaube ich, Sabine ist es nicht gewesen. Unge ist allerdings tot und Sabine hat eine Menge Hass auf Simon, was nachvollziehbar ist. Aber... Warte. Simon muss ja irgendwo ganz anders liegen. Wo war Simon? Habt ihr Simon gesehen? Nee. Ich habe den die ganze Zeit gesucht jetzt dann, weil ich war bei dem gemeinsam in Lab und er ging scannen, wie ich im Computer war und dann bin ich rübergelaufen zum Light, da habe ich dann dich und Vase gesehen und Vase ist dann rübergelaufen Richtung Lab wieder. Fine für mich highly sus. Wenn wir einfach Revi wurden, ist dann nicht eigentlich fein. Nein. Das muss ein Double Kill gewesen sein. Ich habe Simon seit dem Scanner nicht mehr gesehen. Ja, eigentlich schon. Also ich war gerade mit Eisler am Lights. Nein, da liegt nur Vase, wirklich. Der Nico soll mal erzählen, wo er war. Ich bin mit Revi unterwegs. Ich bin mit Revi unterwegs. War irgendwas Specimen? Ist Simon ein Specimen? Der Einzige, der Max reinholen wollte. Nico verhält sich seltsam. Ich sag's dir, wie es ist. Doch, es war gerade jemand Specimen. Ich hab die Dings gerade. Oh, die Runde haben die Runde haben. Ich bin runtergegangen, ja. Genau. Ich denke, es ist Veni. Ich denke, Veni in der Kombination mit entweder Kev oder mit Sabine, irgendwie sowas. Ich war die ganze Zeit mit Simon unterwegs. Bis zum Medbay-Scanner. Ja, und jetzt ist er tot. Ja, aber ich weiß nicht, wo. Ja, aber warum... Ich auch nicht. Warte mal, Simon in Medbay-Scan war dann und bist du ein sehr Fina hat aber gerade Vase reportet. Sein, oder? Aber Vase hat doch gerade, Fina hat doch gerade Vase reportet, oder? Ja. Ja. Wir wissen nicht, und der liegt auch da, oder was? Kev, wo warst du? Ich hab Simon ihn nicht gesehen, da. Simon liegt da nicht da. Hä? Wo liegt Vase? Vase liegt am Medbay-Scanner. Wo Simon ist, keine Ahnung. Ich hab nur gesagt, dass Simon das letzte Mal dort war. Und Vase ist dann hingelaufen. Ach so, okay. Ich geh auf Sabine. Sorry. Das Sabine ist einfach highly sus, ich weiß nicht. Oh, Revi, warum machst du dein Gehör nicht mal an? Wenn du Ehemann umgebracht hast, du willst ans Erbe. Wir müssen voten, Leute. Oh, Revi, was ist das? 6 Sekunden. Das ist zu recht, Revi. Oh, hoffentlich haben wir recht mit so der Bitte. Nein, weil beide Trader-Kollegen jetzt mit dir, Revi, mitgegangen sind. Das ist nicht richtig. Was war das schon wieder? Warum ist Revi so blöd? Was war das so blöd? Ja, nein, Revi ist Crewmate, der ist so dumm. Ja, aber ist es... Ist es Nico? Es ist Veni und Kev. Oh Mann, Alter. Oh Gott, Veni, so blöd einfach. Er sagt einfach, ich vote Sabine. So ohne Grund. Er macht damit das ganze Spiel für andere kaputt, weil er einfach... Ja, gerade hast du mich auch angebettet mit wirklich nicht und dann warst du es am Ende. Ich hab dir die Würde beschert. Ja, aber da hab ich nicht gekillt. Ja, ich glaube, dann ist es Veni. Oder Revi? Wait! Nee, ich bin wirklich free. Nico kann es bestätigen. Wir müssen jetzt wirklich Veni oder Kev, einen von den beiden. Weil warum? Fine. Hallo! Warum kann es nicht Fine sein auch? Übrigens. Okay, das ist gerade von Kev, hat nicht, das hast warte du. Mal, hat nicht. Warte mal, nee, okay, kurz zum Verständnis. Hat nicht Fine oder Veni gesagt? Du verteidigst dir gerade Veni zu sehr, ich gehe auf Veni. Nein, ich frag. Auf Veni. Nein, ihr seid beide Imposter. Ihr habt nämlich gerade mit Sabine gewotet. Das war nämlich von mir ein Phishing-Vote, um zu gucken. Und ich weiß, dass Fine und Nico nämlich anders gewotet haben. Revi, auf einmal macht jetzt zwar die Kuh. Ich kann mir meine Frage beantworten jetzt. Und damit hab ich euch. Kev, ich kann es nicht sein, weil dann hätte ich einfach Sabine gewotet. Vase muss länger tot sein. Ja, Fine, vote Veni! Fine, vote Veni! Wurde, wie ihr beide rübergelaufen seid, auf einmal ist Vase tot. Das läuft wieder zu smooth hier. Nein, ich und Sabine sind zusammen in Lab rein. Also Fine habe ich, mehrfach gesehen. Fine habe ich mehrfach gesehen und sie hätte... Achso, du ja dann auch nicht aber, oder? Fine habe ich mehrfach... Sabine ist früher raus, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich habe schon Veni gewotet und votet bitte. Ja. Warte. Fine, du hast du nicht Sabine gecallt? Wen hast du gewotet letztes Mal? Junge, die wollen Zeit. Ich habe Revi gewotet, weil ich nicht wusste, wen und Revi für mich das war. Aber ich habe jetzt lieber jemand anders gewotet. Okay. Ich hoffe, du hast Sabine war es 100%. Ja! Oh mein Gott, wir können das doch verlieren! Oh mein Gott, Veni und Kev hatten den Sieg in der Tasche! Veni und Kev hatten den Sieg in der Tasche! Oh mein Gott, Veni und Kev! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Veni und Kev hatten den Sieg in der Tasche! Oh mein Gott, Veni und Kev hatten den Sieg in der Tasche! Veni! Veni hatte den Sieg in der Tasche! Veni! Veni, du hattest den Sieg in der Tasche! Du hattest den Sieg in der Tasche! Was kann ich dafür, dass jeder nicht Reaktor angemacht? Warum habt ihr nicht irgendwas hier angemacht? Weil Leithaus war, Oh nein, ihr hattet den Sieg in der Tasche. Ihr hattet den Sieg. Ja, wir konnten nichts machen. Das Ding ist, jedes Mal, wenn ich nicht in der ersten Runde sterbe, sagen alle immer, ich bin Imposter, ohne irgendeinen Grund. Ey, ihr hattet den Sieg in der Tasche, Aber wenn Leithaus aus ist, kann man nichts machen, Leithaus. Oh mein Gott, Alter, schade. Schade, ich hätte sie gegönnt, aber schade. Weil der Kill eben an Dings war geil. Der Kill an Vase war geil, wie du mit ihm hingegangen bist und dann noch die Leiche gezeigt hast. Er dachte, ich bin Imposter. Ja, war geil. Mal gucken, ob Kev das noch reißt.
bin mal gespannt. 40 Sekunden. Oh, wird Nico jetzt abgeschlachtet? Oh, hat noch gereicht. Oh. Stark, GG. Ah, hey, ich schon durchgekillt. Als ob Kev noch in der Zeit jetzt zwei Leute gekillt hat. Oh man. Jungs, ja, ich hab ihn getradet. Oh, haben wir noch ein paar spielen. Gern gespielt, Kev. Gern geschehen. Hat hier jemand? Chat, Test, Test. Hallo. Max, du darfst doch nicht wie wir mitlaufen, oder wenn ich dich natürlich irgendwo dahin locke, wo ich dich sehen kann, Bro. Das ist so aufhören, jede Runde, die ich nicht das erste sterbe, zu sagen, dass ich bin, ohne Grund. Ich sag's nicht ohne Grund, wenig. Ich finde, dass du einfach. Ich hab immer, wenn ich tot war und du Traitor warst, hat du mich gekillt, das hab ich gehört, wie du geredet hast. Und du redest immer gleich, wenn du Traitor bist. Nein, überhaupt nicht. Wenig, ich hab dich bis jetzt immer beschuldigt, wenn du Imposter warst. Einmal Donovan in Chat spammen, bitte, danke. Ja, also. Du beschuldigst mich auch, wenn ich nicht Imposter bin. Nee, 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 nee. Auf jede Runde. Ich schwöre. Nee. Oh, mein Sound ist schon wieder regen. Mann, Alter, immer wieder scheiß Kuhwichse. Langsam leckt der Voice-Chat, oder? Welche Schlüssel habt ihr? Welche Schlüssel habt ihr? Welche Schlüssel habt ihr? Welche Schlüssel habt ihr? Gar kein Simon. Ah, schade, ist keiner auf reingefallen. Schade. Nico, töte mich nicht. Ich will dich nicht töten, ich mach scheiß Licht an. Ja, mach mal Licht an jetzt. Ja, ist an. Ja, gut, töte mich nicht. Ja, ich hab's noch nicht vorgehabt, Junge. Ja, ja. Nico, ich hab genau gesehen, wie du. Unge, halt deinen dummen Schnauzen! Ey, Revi? Ja, bitte? Can't hear him. Komm mit mir, komm mit mir. Nein, komm du mit mir. Komm mit mir. Komm mit mir. Ich mach hier Kabel. Hallo, 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 hallo. Gelbes Kabel, blaues Kabel, lila Kabel. Ich muss Simon aus der Wohnung raus. Ich hab am Baum da einen Download. Kann mich mal beschützen, ich hab einen Down in den Download, bitte. Ich hab Down, ich hab Baum Download. Ich hab Baum Download. Zu klein. Wie läuft's auf Madeira? Wie lädt's? Niki hat mich getötet. Ehre. Als ob. Was? Hab ich nichts gewesen. Ich bin sehr hallo? Hallo? So geil, Unge. Unge ist gerade umgebracht worden. Unge ist gerade einfach umgebracht worden. Hast du die Leiche nicht gesehen? Warte mal. Nein, ich bin zu Niki gerade gelaufen, hab gesagt, bist du. Wo bist du hingelaufen? Dass das Sound wieder scuffed ist. Oh man. Ja, doch. Ernsthaft? Der Nico, hast du ihn umgebracht? Ich höre nicht du hast viele. Mich gerade angelogen. Ja, der ganze Voice-Over-Lex. Echt, du hast mich doch gesehen. Ja, aber kann ja sein, dass du den irgendwie da umgebracht hast. Wo liegt denn der? Wo ist Unge überhaupt? Ja, der war ja, ja, also. Ja, da war ich nicht. Ich war nur vor O2, da lag er. Und ich war mit Revi gerade noch da bei den. Bei den Flaschendingern. Wer war da noch? Das ist so unnötig dann. Also, ich habe euch alle dort gesehen, bin dann aber rübergelaufen, ohne Kev war dabei, ja. Hab dann Veni und Chef gesehen. Also, ich habe Michi gesehen, Sabine, Simon. Und das waren die einzigen drei, die ich merken konnte, die Revi, wo bist du hingelaufen? Ich bin rübergelaufen zu Nico an die Note und war gerade dabei, das dumme Labyrinth zu machen. Und dann ist dieser scheiß Report reingekommen. Das finde ich halt komisch. Du verdächtigst mich, obwohl ich vor dir da war. Das heißt, du müsstest die Kinder dann schon gesehen haben. Ja, Bro, ich habe aber die Leiche nicht gesehen. Ich bin wahrscheinlich drüber gesteppt oder Sabine hat ihn einfach umgebracht. Die liegt oben. Wenn er unten rumgelaufen ist, die liegt oben. Ja, dann hat oben war ich nicht mal. What the fuck? Ja, ich deswegen, bin oben rausgelaufen. Es kann maybe Kev sein, weil Kev war auch da. Nee, hast du doch gerade gesagt, Micky war auch so nach oben weg oder nach unten weg? Warum hör ich nicht zu? Ich bin unten weg, Richtung Office, hab dann dort Veni und Chef gesehen. Also ich hab euch verlassen ohne irgendwelche Leichen oder sonst was. Warum verlässt du mich? Also war, da war Simon und wer war denn da sonst noch? Ich hab dich gesehen, Micky und Simon. Aber ansonsten ja, niemand Simon ist jetzt tot, Micky. Ne? Ja, Simon ist tot. Micky genau. Sagt gar nichts, Micky. Micky, würdest du einen roten Bruder umbringen? Wie? Ja, Micky, raus. Aus mit den Viecher. Hört man ihn vielleicht nicht mehr? Ist er nicht mehr Bruder? Ja, das kann sein. Oder? Ich hab gerade noch Schnaufen gehört. Also, hört ihr mich? Bei mir hat gerade Voice massiv geleckt. Hey, warum wohnt mich zwei? What the fuck? Junge, Veni, ich sag gleich, bist du es wieder, Junge. Hä? Ich hab extra gesagt, ich bin's, ich hol kurz Taschentücher. Runde. Beide Imposter wohnt mich. Ja, Veni, du willst mich schon. Ich halt jetzt hinterher, Veni. Okay, mach. Nerven. Wer hat mich gewotet? Ja. Ich bin wirklich nicht. Also ich hab nur die anderen gesucht an. Ich muss hier noch Karte swipe. Das Maul halten, Alter! Ich halt an, grüß den Zoll von der Supernet. 2000 Epeln unterm Holzarmaturenbrett. Das Volkswagen Touareg. Ich park kurz ein. Digga, halt deine Fresse. Ich bin bald durchscheinend. Bitte dreh mich einfach um. Dreh mich um, ich will sterben, Mann. Ich will das nicht hören. Und er fragt, haben sie irgendwelche Waren dabei? Wie Kokain, Gras und Teile? Ich sage nein. Denn ich bin Gegenteil. Oh, Chef Strubel, halt deine Fresse! Wir werfen die ganze Zeit. Kann dir niemand umbringen? Bitte. Hey, warte mal, Kev, du hast meine Leute tot. Wo warst du gerade?
Ich bin in Lab und hab oben dieses Teleskop gemacht. Okay, ja, nee, ich war nämlich gerade, ich bin gerade mit Sabine gelaufen. Ich meine, jetzt wieder weg. Die Lichter gingen aus, ich bin dann rechts rein in Lab, hab dann die Note gemacht, also auf minus 15 Grad waren's, bin dann rübergelaufen, hab direkt Waze gesehen und reported. Also nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur den Report Button gesehen. Also es ist jetzt kommt übelst das, weil ich sag ja auch, dass ich in Lab war, aber ich habe keinen Report Button gehabt, aber ich war auch oben beim Teleskop, wenn die Leiche unten liegt. Ja, nee, ich weiß nicht, wo sie lag. Kann sein, dass sie unten lag, weil. Also ich hatte auf jeden Fall keinen Report. Kevin, hast du denn gesehen? Ich habe niemanden. Ich war nur mit Sabine unterwegs die ganze Zeit. Hey, warte mal, du hast Waze reported, ne? Chef Strobel und ich. Veni war auch in Deacon davor, glaube ich. Weil er ist mit mir mit, ich bin ihm hinterhergerannt, dann bin ich nach Teleskop gegangen und er ist rechts weiter. Dann maybe 100%. Ja, dann war es ein Double Kill, oder? Dann ist Sabine. Ich kann ihn einfach gerade hören. Ja, also Sabine ist 100% safe. Dann ist Kev. Dann ist Kev, weil Chef Strobel kann nicht safe. Und Chef eben auch bei mir ankommt. Ja, und Chef kann mich gerade saven. Also ja, muss Kev bleibt übrig. Nein, wirklich. Ich raff grad wirklich gar nichts. Sabine, ich war die ganze Zeit mit Sabine unterwegs, hab vieles sogar aufgesehen. Eher unwahrscheinlich. Und dann bin ich rechts in Lab rein und dann, wenn es jetzt ein Double Kill gewesen ist, dann sind die einzigen, die ich nicht gesehen habe. What the fuck? Ich war gar nicht da in der Nähe. Roter Bruder hat anderen roten Bruder eben umgebracht. Das ich geb Mickey ein Vote. Chef war auch in Koms. Ja, ich habe Mickey. Chef war bei mir. Revi und Nico könnten es sein. Hey, bist du dumm? Revi, wo warst du? Ich war unten bei Dings, bei Weapons. What the fuck? Ist mir gegenüber von Koms, ich war nicht drin. Okay, warte mal, wer war wo jetzt überall? Mickey und Chef waren? Ich hab Mickey gewotet, Chef ist safe, bitte! What the fuck? Mach einfach mal. Hört Mickey. Ihr das auch? Warte mal. Mach einfach. Oh ja, Mann, Fini, jetzt fang ich wieder an, irgendwas in meiner Stimme zu hören, an meiner Kolben. Ich weiß gar nicht, also ich hab's nicht mein Chef. Oha. Ich hätte dich Mickey, oh, bei 7 Wochen jemanden raus. Ja, ich muss noch weiter rappen. Egal. Ich war grad so verwirrt auf einmal. No joke. Ich hatte auch so ein bisschen Druck, ich hab einfach gedacht. Ey, Mickey, warum hast du dich umgebracht? Oh. Mickey, warum hast du dich umgebracht, Mickey? Warum hast du dich umgebracht? Du kommst für dich hin, kannst du dich entkommen? Wieso hast du dich umgebracht, Mickey? Warum hast du dich umgebracht? Es tut mir leid. Mickey, komm jetzt mit mir. Komm mit mir. Ich zeig dir meinen Ort, wo nur Geister hinkommen. Komm mit. Das hier ist meine Badewanne. Mickey, hier oben. Mega Chat, ganz real talk, ne? Mickey? Warum mein Chat, wenn ich Among Us spiele? Warum postet mein Chat Max? Mickey, ich belausche dich, ne? Mac. Ich belausche dich, Mickey. Ich belausche dich. Mickey, ich belausche dich. Mickey. Tschüss. Sterblich, ja, na klar. Du bist tot. Ich hab's gecallt, hat man's noch gehört? Ja, hat man noch. Du hast noch gesagt, jetzt sterbe ich und dann warst du tot. Ja, weil links Nico so straight reingelaufen ist. Am besten ist, wenn du jemanden siehst, der reinkommt, immer direkt den Namen sagen: Nico. Weil, wenn dich jemand hört, dann weiß der, der hat dich getötet. Ja, stimmt eigentlich. Ach, Digga! Ey, mach mal einen Double Time, Chef. Ein Double Time? Ja, mach mal Double Time. Ich kann gar keinen, ich hab einfach nur mit vorhin was gerappt. Ich hab gerade einen Body Report vor mir aufblinken sehen. Wer hat gerade reported? Okay, der Nico oder der Nico? Ich Sabine und ich können die Kills nicht gemacht haben. Nein, ich schwöre dir! Ja. Der Nico ist es, ich habe gerade. Hey Sabine, Mann, bist du dumm? Ich schlag jetzt meinen Stuhl schon wieder. Wenn du mich jetzt rausvotest, dann habe ich keinen Bock mehr, euch zu spielen. Hallo. Nein, darfst du nicht. Sabine hat eh schon gewotet. Ich vote mich selber raus, weil es falsch ist. Sabine hat mich nämlich schon gewotet. Oh Nico, Gott, nimm dir den Win. Arme Nako und Sabine macht nämlich einfach direkt wieder, bevor sie irgendwas hört, die dumme Sau. Warte mal, Sabine und Fine, warte die ganze Zeit zusammen. Also muss es Revi sein? Ja, es muss ja wohl Revi sein. Es ist nicht der Nico. Doch, ich bin gerade von O2 nach Electrical hoch und da konnte ich direkt reporten. Ich hab mich eh schon selber gewotet, gerade aus Rage. Es bringt nichts. Votet mich raus und dann verliert ihr die Runde an der Nico. Komm. GG. Weil Sabine direkt den Vote gedrückt hat. Das ist so dumm. Hättest du vielleicht mal. Ich bin jetzt von Sabine. Ich glaub eher, dass Sabine als Sabine kann's nicht sein.
100%? Warst du die ganze Zeit bei ihr? Dann ja, muss es ja, dann muss es ja Revi. 50 Sekunden. Dann muss es ja Revi sein, oder? Einer von euch beiden ist es. Ey, andere Geister, hört ihr noch? Dann ist ja, es ganz ja, klar Revi. Ich hab eine Sekunde überlegen und sofort. Ich hab sofort gedrückt. Also viele Ärzte. Ich hab Pi-Plätze mehr frei. Also, ja. Revi hat gerade so einen Anfall. Ja, es ist wahrscheinlich Nico, aber mein Nico drückt jetzt den Vote rein und dann werdet ihr sterben, weil der manipuliert dann, dann geht er zu Electrical, der bringt euch um. Nico, das Game gewonnen. Das ist der Ablauf. Ich weiß nicht, wen ich voten soll. Es ist egal, also, Sabine hat's verkackt. Votet mich raus. Ich find's halt, Fine, ich find's halt einfach weird, dass Sabine sofort votet, so. Weißt du, was ich meine? Wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt... Ja, ich finde wirklich, ich hab dich schon die ganze Zeit Wasser gefunden. Nico, also Nico, vote Fine. Nico, vote Fine. Oder votet euch selber. Ich hab mir selber ein Vote reingedrückt aus Rage. Ich bin ehrlich. Cyberpunk ist ja... Soll ich ihn jetzt rausmick machen oder nicht? Ich hab dich nicht gewotet. Nico, spiel doch nicht so, ich Alter. Ich hab Nico gewotet. Nico, vote dich selber, wenn du... Film zu schicken. Ich vote Sabine, fahr runter, fahr langsam. Ich hab Sabine gewotet. Oh, wie unauffällig, Nico. Mm, wie unauffällig von dir. Wirst du jetzt die Runde gewinnen? Oh. Ich bin gelassen, oh, scheiße. Nico, Sport, Sabine, wirklich toll. Ist, scheiß auf. Digga, Simon, ich kann das nicht. Ja, ist so dumm. Ich hab Sabine nicht gehört, weil Sabine hat sich nicht entmutet. Aber ich find's auch schade, dass sie direkt bei 8 Sekunden gewotet hat, obwohl Dings... Das ist einfach so stupid, Mann. Sabine ist vorbei. Weil das Licht kann nicht ausgemacht werden. Game over. Viele Schilder. Kann jemand Licht anmachen? Oh, ist doch clever. Clever, clever. Clever, ja, da ist er. Sabine, bitte unmute dich. Ich konnte dich keinmal hören in keiner Diskussion, weil du dich nie unmuted hast. Ja, du hättest einmal kurz was reinsagen können. Sabine, wirklich. Das doch geholt hast, Alter. Sind wir vollzählig oder kann ich jetzt Max anrufen? Hey, danke. Wir sind noch vollzählig, glaube ich. Ich mach Platz für Max. Ja, ich würde auch Platz machen für Max. Ich kann Sabine nicht mehr hören. Max an. Ja, ja. Aber ich bin, glaube ich, der Einzige. Ich habe vorher mein Crewlink restartet. Also, wenn Max kommt, ich bin raus. Die alle raus. Warte, also eine Runde würde ich machen. Zwei raus. Ja, wir sind jetzt schon zwei raus. Jetzt ist doof. Nein, Biene kommt schon wieder. Biene macht nur neue Shots, glaube ich. Ah, okay. Ja, dann komm, eine Runde mach ich noch mit. Eine Runde mach ich noch mit. Ja, eine Runde mach ich auch noch. Miki, sag mal was. Ich hör Miki nicht. Miki ist doch raus. Nee, Miki ist raus. Er hat gesagt, er ist raus für... Wer ist der Miki dann? Nee, irgendwie ein anderer. Oh. Lol, das ist ein Faker, Miki. Hä? Lol, es ist ein Faker, Miki. Es ist ein Faker, Miki. Ja, dann hat wer Code geleakt, oder? Ja, ja, hat wer Code geleakt. Miri hat eben Code geleakt, hat gesagt. Ach, halt's Maul, das ist so ein Bullshit. Ja, komm, lass eine Runde mit dem Faker-Miki spielen, scheiß drauf, komm, starte. Nee, Alter, der kann den Voice ran. Ja, ist doch scheißegal. Nein, nicht, der hat doch gar nicht die Dings. Der hat doch gar nicht die Dingens von uns. Lass doch eine Runde mit Faker-Miki spielen, komm, lass eine Runde mit Faker-Miki spielen. Nein, Alter, komm, lass einfach direkt killen. Der Imposter wird killen sofort, Miki, los. Und niemand reportet. So, keiner reportet. Okay, kill ihn. Ja, und danach tut er so, als hätte ich. Okay, Vini. Hä, hey, was ist jetzt für eine Runde? Ey, yo. Geht alle weg von Miki. Alle weglaufen. Lauft alle weg von Miki. Und tut mir leid wegen vorhin, ne? Kein Problem. Aber tötest du mich jetzt nochmal? Nee, jetzt wirklich nicht. Aber wenn du mich jetzt killst, dann bin ich auch sauer. Okay, warte. Killcooler muss noch ablaufen. Vier. Bitte nicht, drei. So. Sorry, aber jetzt muss ich dich rechnen. Okay, mach. Spaß. Komm mit. Hat aber wirklich kurz Angst. Wenn du mich jetzt wirklich killst, also dann. Ey, Vini, glaubst du, Miki ist schon tot? Safe ist er tot. Ja. Bist du auch Imposter? Nee. Ich aber auch nicht. Ey, Kev, ich glaube, Vini ist es. Kev, ich glaube, Vini ist es. Doch. Warum? Doch. Ich glaube, Vini ist es, weil der wollte mich gerade töten, aber. Kev, beschütz mich, okay, Kev? Ich hab Wasserräder, Moment. Können. Ich bin ja einfach komplett lost. Oh, es ist dunkel, Kev, wir gehen zum Licht zusammen. Oh nein. Ich bleib hinter dir. Ja, mach das. Wenn jemand kommt. Ah, oh, okay. Schnell, ist ein Licht. Ah, Vini? Oh! Ja, es ist Vini. Es ist Vini, 100%. Was? Vini und. Simon und ich waren gerade, haben uns gegenseitig gesaved an den Wasserrädern. Vini stand da auch in O2, hat dann mit uns geredet. Ich war oben kurz am Baum, hab da meine Task gemacht. Bin dann runter, hab mit Simon gewartet, Lichter gingen aus. Wir sind hochgegangen. Ich hab Vini noch in meinem Augenwinkel gesehen.
und beziehungsweise in meinem kleinen Lichtring da. Und es, also es war auf alle Fälle was Grünes. Das ist absoluter Bullshit, was du gerade sagst. War schon lange Vase, nicht mehr da unten. Okay, wollte okay, dann sind Revi und Veni. Nein, stopp. Vase und ich waren gerade rechts in Lab mit Veni. Vase, ja, sag's ja, ihm. Ja, wir haben Veni gerade gesagt. Und Kev, was du gerade sagst, ist kompletter Bullshit. Wir waren gerade in Lab. Sabine war auch da. Sabine, ich hab nur Fiene gehört. Ich hab nur Fiene gehört. Sabine sagt, es gibt ein Vent. Sabine sagt, es gibt ein Vent. Und ich find's halb was Hass von Kev, dass der das sagt. Es gibt da vielleicht auch ein Vent. Also ihr wart safe. Wenn ihr in Lab wart, seid ihr gewendet. Wir waren zusammen in O2, auf einmal bist du weg. Wir waren zu dritt in Lab. In Lab sein. Veni war bei uns, Vase, oder? Hä, ich bin schon lange weggelaufen, Kev. Als Simon gesagt hat, ich glaub, Veni ist mir schon lange weg gewesen. Du fuckst mich so ab, Veni. Ich will nur mein Post sein, damit ich umbringen kann. Wollte ich jetzt Veni oder Scheiß drauf? Ich hab keine Ahnung. Es geht mal aus. Digga, er war wirklich bei uns halt. Ja, dann scheiß drauf. Ich check halt diesen dummen Wort von Kev nicht. So schlecht, so schlecht. Wow, warum hatest du so Kev? Ja, weil das falsch war, was der da macht. Lügen, Kev. Weißt du, ich könnte das proven. Was soll ich machen, Chat? Ich werde die ganze Zeit umgebracht. Was soll ich machen? Immerhin. Und mit Lights? Darf ich rappen? Nein. Los, tschüss wieder. Ey, Chat, hier ist einfach jemand, der heißt Mickey TV. Aber es ist ein Faker. Nee, ist nicht Mickey. Es ist Mickey. Das ist einfach ein Faker. Das ist einfach ein Faker. Das ist einfach ein Faker. Es ist einfach ein Faker. Ey, ich war heute den ganzen Tag nur ein einziges Mal Imposter. Ein einziges Mal Imposter. Und wisst ihr, was ich gemacht habe in der Imposter-Runde? Natürlich gewonnen. Weil ich einfach der absolute King bin. Sorry, Leute, aber es ist einfach so. Ich war nur eine einzige Runde Imposter. Und die habe ich aber auch einfach zerstört. Die habe ich einfach komplett zerstört. Die habe ich einfach komplett abgerockt. Die erste Runde. Hey, kannst du mir helfen? Was machst du? Was, bist du gefangen? Ich sag's, wie es ist, Leute. Ich sag's, wie es ist. Eine Runde Poster. Es wurde sofort übrigens. Digga, wieso fix keiner einen Leitzeit? Das war gerade meine erste Frage. Da. Also, Fine ist Weapons. So, ich will jetzt noch wissen, wo alle anderen sind. Ich bin gerade bereits die Tür aufgemacht. Ich war gerade mit Vase unterhalb von Electric. Joko, haben wir. Safe. Mit Vase unter. Die ganze Zeit? Ja, nein, wir sind gerade von unten gekommen, von diesem Valve Room, da wo man. Okay, das ist schlecht, muss. Weil die. Also ich war gerade an Lifeline, sehe, dass jemand tot ist, hab eine Aufgabe im Specimen, will da hin und dann beim Admin-Panel liegt da die Leiche. Warte mal, Revi, von wo kamst du? Von Quietsche. Wie Quietsche? Mit deiner Mama. Ja, wie heißt das da, Digga? Ja. Wasserräder? Das war. Wasserräder. Mit Vase zusammen. Und Veni hat uns auch gerade noch gesehen. Veni hat uns auch gerade. Nö, wir haben unsere Aufgabe gemacht. Und ich hab also ich war kurz drüben beim Baum und ich bin nur weggelaufen. Ich wollte gerade sagen, ich hab Revi einmal reden hören, aber ich bin in Koms ganz oben gewesen. Also ich weiß nicht, ob. Ja, weil ich gerade mit Vase hochgelaufen bin. Am Zaun von Electrical stehen wir gerade, hab ich ja gesagt. Und Veni haben wir gerade gesehen, wie die Tür aufgemacht hat bei Electrical. Vielen Dank für den Host. Ich hab die beiden am Anfang gesehen, irgendwo unten bei Tree oder so. Und dann bin ich Richtung Lab gelaufen und jetzt bin ich zurück und bei Electric Runner Okay, gemacht weil, und da waren wieder. Weil ich stand nämlich an den zwei Flaschen, die du auffüllen musst. Ich war nicht bei den Flaschen, Bro, ich war Wasser. Ja, aber ich stand da gesagt. Und ich habe euch nicht gehört. Ja, Digga, weil wir da nicht geredet haben. Und warum lauft ihr nicht hoch, sondern außenrum? Weil wir außenrum gerannt sind, Digga, weil oben. Digga, weil wir halt da lang gelaufen sind, what the fuck? Also Veni, Revi und Vase waren scheinbar dort. Ich bin alle hochgelaufen quasi durch den Gang. Und oben war die Tür noch zu. Das heißt, keiner hat die Tür dort aufgemacht. Ja, weil da keiner hingegangen ist. Ja, richtig, weil wir außenrum gelaufen sind. What the fuck? Ich hab gerade die Tür aufgemacht. Wir müssen halt jemand voten. Wir müssen ich fand voten. Kev halt eben schon hyper sus mit diesem komischen Move. Ja, nee. Doch. Kev, was war die Task vor deinen Flaschen? Was? Was war die Task vor den Flaschen? Ich hab vor den Flaschen nichts gemacht. Ich hab Revi gebaut. Also, wenn ihr mich votet, ist das wieder so ein scheiß Random auch Revi. Mann. Ich spiel wirklich nicht mehr mit Fine, Alter. Das macht keinen Sinn. Ja, perfekt. Digga, die kotzt mich so an, Digga. Es haben zwei andere Leute mich auch gewotet. Ich geh auch davon aus, dass wir mit Revi richtig sind. Mann. Das war doch kein Random-Vote. Ja, doch, war's. Ich die ganze Zeit mit Vase. Ich finde euch ultra sass, euch beide. Mann, Revi. So, wie gesagt, Flobby, danke für den Host. Ist einfach immer so. Wow. Andi, kotzt mich so an. Veni, bringt die jetzt einfach um. Schneid die aufeinander. Los, schneid sie auf. Und Fine geht schon wieder nicht Lightsfixen. Ja. Ich hab's in der Hand. Ey. Ja, ey, also ich glaube, es ist ja wirklich Vase. Oder du. Ich will halt.
Ich will jetzt sehen, was Veni macht, aber ich will meine Taste fertig machen. Ich muss doch ein braver Crewmate sein. Die Sache ist. War Revi richtig? Das weiß ich ja nicht. So geil. Ey, Revi, warst du richtig? Warst du Imposter? Es geht mich gar nichts an. Okay. Ich sag nichts. Dann warst du Imposter. Ohne meinen Anwalt werde ich gar nichts sagen. Okay, dann bin ich mal gespannt, was Veni macht. Ey, was macht dieser Mickey hier? Ich hasse den, ich hab den direkt umgebracht. Sehr gut. Ey, Mickey, du bist so ein Faker. Guck mal, mit diesem dummen Pömpel auf dem Kopf, Alter. Mickey ist orange und hat nicht einen Pömpel. Was macht Veni? Ist ein Veni oder Vase, ne? Yo. Fien ist tot, Veni. Fien ist tot? Ja. Wo? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Maybe Cam ist ein Leichenchancen? Warte mal. Mit Vase ist es ganz nicht gesehen, aber du. Also, Chef ist safe. Chef ist safe, 100%. Okay, hier ist sie auch nicht, aber ich bin durch mit meinen Tasks. Oh, hier ist er. Ah, hier. Oh, ja. Okay. Vase, wo bist du? Specimen. Was hast du gemacht? Ich hab grad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und bin grad beim Download oder Upload. Und Veni, wo bist du gerade eben zu uns gekommen? Ich war drüben bei Lab, ne? Hab da noch meine Task fertig gemacht. Nee, ich war bei Lab. Aber du bist doch gerade von unten, als wir Dings Lights gefixt haben gekommen, oder? Ja. Nee, ich bin durch dieselbe Tür gelaufen, die ihr aufgemacht habt. Ich war close hinter euch dann. Ich bin bei Lab raus und bin dann unten bis da auch gelaufen. Da bei Otto rauswenden, aber das ist schwer gerade, ne? Space oder Veni auf jeden Fall. Ja, das safe. Ihr wart die ganze Zeit zusammen, oder was? Ja, also ich hab Kev halt rechts getroffen, wir haben uns wieder getroffen bei Lifeline. Genau, ja. Also kann es nicht gewesen sein, ich kann es auch nicht gewesen sein. Also wir haben uns Lab getroffen, ich bin Specimen runter, haben uns in Office wieder getroffen, so. Okay, ich hab Lifeline nichts gesehen. Und dann hat er mir gesagt, dass Fine tot ist. Das heißt, Fine ist schon länger tot. Das ist so geil, Ich hab fast 30 Sekunden oder so. Halt die Klappe, Revi. Puh, ja, du bist so schlecht. Vase ist so ein Ehrenmann. Also das Ding ist halt, ich habe halt Veni halt am Anfang gesasst, weil ich halt gedacht habe, dass ich ihn gesehen habe. Aber es kann halt auch sein, dass ich irgendwie getrippt habe oder so. Also wie gesagt, ich dachte halt, dass Veni von unten kommt, dann wäre es halt für mich klar, dass es Veni ist. Aber Vase habe ich halt auch die ganze Runde nicht gesehen, deswegen ist das, keine Ahnung, kein Anhaltspunkt irgendwie. Keine Anhaltspunkte. Aber mit Revi das einzige waren wir scheinbar richtig auf jeden Fall schon mal. Ja, vom Timing her ist es beinahe impossible, dass Chef den Killer gemacht hat, ne? Wenn ihr euch den Office getroffen habt. Also ich kann's, Cap kann es auch nicht gewesen sein. Ich war rechts Beste Man, hab da Dings getroffen, bin über Laboratory runter nochmal zu Lifeline, hab gecheckt, ob jemand lebt und Cap ist direkt von Specimen durchgelaufen. Ja, Vase, was sagst du? Wenn ich euch trusten kann, dann. Keine Ahnung, dann müsste es Vase. Wir müssen auch nicht voten, wir können auch skippen, ne? I skip. Ja, Kev, I don't know, irgendjemand wird halt, hätten es einfach drei Leute weniger. So, um zwei zu töten, dass dann so ein 50-50 entsteht. Also, das wird jetzt eklig. Drei Imposter, I can't. Oh, scheiße, muss man schnell mal Task fertig machen. Oh, das wird nichts mehr. Oh, wenn Veni sich jetzt nicht beeilt. Schnell. Jetzt muss ich mich beeilen hier. Ich kann leider den letzten Kill kann ich jetzt nicht mit angucken, weil ich muss jetzt noch schnell ein braver Crewmate sein. Ich glaube, dieser Fake-Mickey macht seine Task. Ich weiß es nicht. Licht ist aus, es wird jetzt ein Kill passieren. Ich hoffe, es ist nicht Simon Says. Es ist nicht Simon Says, sehr gut. Es ist Förmchen und meine Tasks sind fertig. Und damit habe ich meine Hände schon mal in Unschuld. Sehr gut. Das müsste Vase gewesen sein. Ich weiß nicht, wo du warst, Kev. Oh mein Gott. Nicht mehr. Ja, Vase, was geht so? Vase? Hä? Ja, ich bin mit Chef hochgelaufen. Der sagt gar nichts, so ein Ehrenmann. Ja, war die zu dritt oder was? Was? Wo? Ja, ich stand bei der Tür und die sind beide gekommen. Ruhe, Revi. Warte. Wo warst du? Ich hab die Lights angemacht. Hä, du warst schon drinnen? Ja. Die Tür ging zu, als ich. Also, ich hab mich gerade quasi. Ich stand zwischendrin und bin ich reingeglitscht.
Also ich stand in dem Zwischengang, während die Türen zugingen. Das heißt, ich bin dann drin wieder rausgekommen. Wir standen vor der Tür. Ja, okay. Und du standest da. Geil. Yes, ich habe gerade die Tür aufgemacht. Ging ja auch auf am Ende. Kannst du dir nicht ausdenken. So geil. Nein, warum sagt Vase nichts? Warum sagt Vase nichts? Weil Vase sich gekauft. Vase hat Vase redet doch mal mit mir. Hallo. Was soll ich sagen? Ich bin eingekommen und ja, ich hab grad die Tür, die Doors aufgemacht. Ja, also du hast zu wenig geredet, Bro, sorry. Tut mir leid. Also hast du dich hier nicht beteiligt. Wenn du, wenn du in gekauft? Electrical warst. Nein, der macht's einfach freiwillig. Ich bin vorhin die ganze Zeit gewendet und hab ja, gesagt, du redest mit zu wenig, Bro. So, I don't know, dann red doch halt, sag doch, also, dass ihr euch... Was hast du denn hier? Warum denn ich? Oh mein Gott, ey, no way. Oh no. Was soll ich? Küsse dein Auge, Vase. Du bist der größte Ehrenmann. Ich hab so ein schlechtes Gewissen. Wir haben einfach nur los. Ey, Vase wurde einfach bezahlt dafür. Vase wurde für diese Runde bezahlt. Ich wurde einfach. Er wurde bestochen, wie so ein korrupter Polizist. Revi hat den falschen Mickey im Dropship gekillt und hat gesagt, Vase, du spielst jetzt bei uns mit. So, Leute, ich bin raus. Ich wette bei Veni rein. Habt viel Spaß. Ey, Vase, du bist korrupt, Vase. Du bist korrupt. Vase, du bist korrupt. Ich hab unnormal schlechtes Gewissen. Vase, du bist korrupt. Vase, du bist korrupt. Vase, du bist korrupt. Vase, du bist korrupt. Also, für 5 Euro hast du deine eigene Mutter verkauft. Aus. Du bist korrupt. Ja, aus. Vase ist korrupt. Ich werde einen Hasstweet gegen dich machen, wie korrupt du bist. Nein, ich würde aber so eine Abwechslung reinbringen, dass ich dauerhaft durchspanne. Ich würde ein Liebestweet immer noch am Start. Der will nur eine Runde. Ey, Micky, jetzt siehst du nicht mal aus wie Micky. War das geil? War geil, Micky, war stark. Also man muss definitiv, also die Runden sind besser geworden, wo wir dann Crewmate Vision runtergestellt haben. Also 075 ist too much. Ey, Micky, hast du stark gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie heißt du in Real Life? Revi war meine Raps. Jungs, ich bin raus, macht's gut. Ne? Ciao, Revi. Ciao, Revi. Leute, ich bin auch raus, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns. Ciao. Yo, ciao, Nico. Ich mache jetzt direkt die neue Gruppe für morgen in Tudorf. Auf der Liste steht bis jetzt nur Reaps. Oder beziehungsweise wollt ihr morgen das nochmal spielen oder wollt ihr es nicht overplayen? Ich bin Dienstag, Donnerstag immer bei der Bonjour-Gruppe fest drin. Ich würde sagen, einfach Mittwoch das nächste Mal im Proximity-Chat und morgen nicht, falls morgen ist. Ich finde es lustig, diesen Ingame-Chat, aber es ist auch anstrengend auf Dauer, finde ich. Ja, also, weil so viele reden können. Weißt du, das Dumme ist, dass du dich nicht selber muten kannst, irgendwie, dass du die ganze Zeit. Du kannst Push-to-Talk einstellen. Das muss doch rein, weil ich war vorhin dann da drin und alle haben durcheinander geredet und mein ganzer Chat so, yo, was geht ab? Ich verstehe gar nichts mehr und die haben übel Kopfschmerzen. Ja, also ich finde auch, man muss auch vielleicht so In-House-Rules machen, dass man keine Namen sagt. Wie meinst du? Das macht es vielleicht nochmal ein bisschen mehr spaßig, ne, dass man nicht sagt so, yo, Micky, was geht ab? Sondern einfach so, hey, was geht ab? Achso, ja, okay, ja. Das war nicht unser Problem. Vorher auch gesagt, yo, Fiene, was geht? Und dann Micky. Aber das war halt funny Situation. Einmal so. Ja, ich fand's lustig mit Mods. Ja, das ist geil, Caruso. Können wir öfter machen, aber nicht immer, weil sonst kriegt man einfach Todeskopfschmerzen. War aber nice. Gehauen. Tschüss. Ciao. Ey, wer ist besser von dem Boss? War lustig. Ciao. Junge, es ist. Oh, Leute. Was sagt ihr? Es war das erste Mal, dass wir diesen Ingame-Voice-Chat benutzt haben, wo man immer sich hört, wenn man nah rangeht oder wenn man weit weg ist, hört man es nicht mehr und so. Was denkt ihr? Fandet ihr das gut? Fandet ihr das schlecht? Ich finde, es ist nicht unbedingt direkt besser oder schlechter. Ich finde, es ist einfach anders. Ich denke, man sollte das nicht immer machen, weil sonst ist es irgendwann lame. Aber ich finde, es ist eine gute Abwechslung mal. Aber es war ein bisschen viel. Nicht zu oft einfach. Nicht zu oft. Dann passt es. War aber cool. Muss ich sagen, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. War cool. War cool, das mal ausprobieren auf jeden Fall. So. Boom. Das hier ist das übrigens. Das heißt, ich kann euch das mal kurz zeigen. Für die Leute, die das auch mal ausprobieren wollen mit ihren Freunden. Das heißt Crewlink. Version 1.1.4. Darüber öffnest du das Spiel. Das ist programmiert worden von Automated. Das ist ein Streamer und YouTuber. Und dann öffnest du ein Among Us hiermit und dann kannst du da deine Sachen eintragen. Also was für ein Voice-Server du hast und sowas. Es wäre aber gut, wenn jemand dabei ist, der ein bisschen Ahnung hat von Technik, sonst kriegt ihr es nicht hin, weil ohne Karussell hätten wir es, glaube ich, nicht alle mit der Gruppe hingekriegt. Das war ein bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall war ganz lustig. War eine coole Sache, würde ich sagen. So, jetzt einmal an dieser Stelle. Bevor wir heute uns verabschieden. Einmal ein ganz, ganz herzlichen Happy Birthday an die Geburtstagskinder. Erstmal das Geburtstagskind von morgen. Bin ich hier richtig? Moment. Ich, oh, scheiße. Ich,
Ich bin in meiner Geburtstagsliste verrutscht. Ne, hier bin ich richtig. Ah, sehr gut. Morgen hat Geburtstag Scrappy PvP. Hab ich den schon gegrüßt? Ich glaube nicht. Scrappy PvP. Küsse gehen raus. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du feierst schön. Kuss. Heute am Geburtstag, spontan und spontan, Leo, Tree Gaming und Alpha, Alpaka. Und für die singen wir jetzt noch. Let's go. Wo ist mein Happy Birthday da? Wann kommt der Zimtuli? Der Zimtuli kommt aller spätestens nächste Woche. Also aller spätestens kommt der nach dem Wochenende. Aller spätestens kommt der nach dem Wochenende. Ich liebe die Farbe, die ist richtig geil. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber spontan und spontan Leo Tree Gaming und Alpha Alpaka. Happy Birthday to you. Kuss geht raus, Leute. Kuss. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Morgen 20 Uhr umgeklickt. Bis morgen. Ciao, war sehr, sehr nice heute. Sehr, sehr nice. Kuss.